Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und dies ist mein Weimaraner Video. Nach fast 24 Jahren Kontakt, ich musste durchrechnen, mit Weimaranern, nach 9 Jahren Betreiben einer eigenen Webseite über nur Weimaraner und nachdem er eigentlich in jedem Video ja, meinen Lebensgefährten schon bereits gesehen hat und viele Videos nur für ihn gemacht wurden, ist das jetzt sozusagen die Krönung des Ganzen. Das, was man über Weimaraner wissen sollte, muss, wenn man sich für dieses Thema interessiert, vor allen Dingen natürlich, wenn man mit solch einem Tier zu tun hat, es möglicherweise sein eigen nennen mag. Können wir den ganzen Tag zugucken, ne? Na klar, Eli. Dieses Video werde ich in 4 Bereiche unterteilen. Und zwar habe ich mir dazu meine Webseite zur Brust genommen und da die essentiellste Berichte, die es zu diesem Thema gibt, sozusagen in genau ihn ist dieses eine Video komprimiert. Und diese 4 Bereiche werden sein, Punkt Nummer 1, die Geschichte und die Herkunft des Weimaraners. Das heißt, ich werde versuchen zu beleuchten, wo das Ganze eigentlich eventuell herkommen könnte. Punkt Nummer 2 ist das Aussehen und der Charakter. Nicht ganz unwichtiger Teil in diesem Video. Das heißt, wir schauen uns die Proportionen an. Ganz wichtiges, heißes Thema. Die Fellfarben natürlich. Und im Endeffekt natürlich das Wichtigste, worauf es überhaupt ankommt, neben diesem schicken Aussehen, die Wesensmerkmale dieses Hundes, was ihn so speziell macht. Im dritten Teil werde ich dann auf den Kauf und die Haltung eingehen. Das heißt, angefangen mit den notwendigen charakterlichen Merkmalen des zukünftigen Weimaraner Besitzers. Das heißt, was muss der Mensch mitbringen? Dann zum Kaufentscheid das eventuelle Geschlecht. Das heißt, wo sind hier die Unterschiede? Was eignet sich eventuell besser? Rüde oder Hündin für den jeweiligen? Die mögliche Anzahl. Ne? Soll es einer sein oder vielleicht sogar auch gleich mehrere? Und natürlich, das nicht ganz unwichtiges Thema, die Kosten. Ja, was muss ich eigentlich hinlegen, wenn ich so etwas mir zu und weiterhin auch unterhalten möchte? Und im vierten Teil werde ich dann zur Pflege und Gesundheit des Tieres etwas sagen. Das heißt, Verletzungen, Krankheiten, Parasiten, was muss man beachten, worum muss man sich kümmern? Und aufgrund der Komplexität eines solchen Tieres, das heißt, natürlich vor allem den Charakter hier, wird das Video auch entsprechend länger sein. Meine Abonnenten wissen das. Ich bin dafür bekannt, dass ich sehr intensive, ausführliche, aber auch sehr lehrreiche Videos mache. Und ich bin davon überzeugt, dass man einem solchen Tier mindestens genau auch jene Aufmerksamkeit widmen muss. Das Ganze hier in 15, 20 Minuten runterzubeten, könnte man durchaus machen. Da muss ich allerdings radikalerweise sagen, wer sich so wenig Zeit nimmt, dieses Tier nur verstehen zu wollen, der hat es schlichtweg nicht verdient. Um dennoch ein wenig visuelle Abwechslung zumindest mit in dieses Video reinzubringen, werde ich jetzt entsprechend der 4 Themenfelder, die ich da habe, in 4 verschiedene Locations unterteilen. Das heißt, ich suche mir für jedes Feld einen Punkt und verbinden das natürlich vernünftigerweise mit einem wunderschönen Rundgang mit Eli. Und jedes, das ist zumindest so mein Anspruch, gucken wir mal, ob das funktioniert, jedes dieser Themenfelder möchte ich an einem anderen Punkt machen, an dem wir uns dann niederlassen. Auf das denn der Wind hier nicht in die Kamera rauscht und wir eine vernünftige zumindest Akustik und dann natürlich auch irgendwo Optik haben werden. Und damit das funktionieren kann, muss ich mir allererstes einmal ein Stativ zulegen, denn der Stick, mit dem ich jetzt hier durch die Gegend laufe, wird nicht das Optimale sein, um die Kamera irgendwo fest zu positionieren. Und die Zuschauer meines Kanals wissen das ja natürlich schon. Dominik versucht grundsätzlich immer auch irgendwo etwas mit dem anderen zu verbinden. Und in diesem Fall ist es so, dass meine Erfahrung von meinen Reviews, die ich ja bei mir auf der Webseite schreibe, unabhängig natürlich auch aus meinen Abenteuertouren resultieren. Und hier habe ich einen Gegenstand bei mir gefunden, den ich eigentlich noch nie benutzt habe. Und mit dem werde ich jetzt mal versuchen, uns ein Stativ zu bauen. Und dafür werden wir uns ganz einfach mal 3 Hölzer suchen. Und ich sehe schon, dort hinten
wo der Verrückte sich wieder am Gras wälzt, an der Hecke, dürfte Holunder stehen. Das heißt, was Schönes, Leichtes. Und dafür habe ich jetzt nämlich auch den Rucksack auf. Wer sich fragt, Dominik, mit dem Rucksack zu Hause unterwegs, um genau jene Hölzer immer zu diesen verschiedenen Standpunkten transportieren zu können. Und für alle neuen Zuschauerinnen und Zuschauer, die mich bis dahin noch nicht kannten, ich wohne hier draußen, bei mir tatsächlich im Wald bzw. am Feldrand. Und das auch tatsächlich geschuldet mit genau jenes Hundes wegen. Dieser Weimaraner, also nicht nur der, sondern auch noch ein anderer, hat mich dazu bewogen, meinen Lebensstil, den ich sowieso schon etwas deutlich anders umkrempeln wollte, dahingehend anzupassen. Eli ist also schuld, wenn ihr das so sagen könnt, ja, wer sich schon immer mal gefragt hat, wie das Ganze eigentlich zustande gekommen ist, dass ich genau hierher gezogen bin, um es genau jenem Hund recht zu machen. Und ich denke, es ist auch zu sehen, dass es ihm ja tadellos geht, um nicht zu sagen, es könnte einem Hund eigentlich nicht besser gehen. Und das ist mir auch ganz besonders wichtig, dass ich euch das in diesem Video rüberbringen möchte, was man für einen Weimaraner doch ein bisschen anderes machen sollte, um ihn entsprechend artgerecht zu halten und auch irgendwo auszulasten natürlich. Ha? Jo, und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier... Hier steht schon der erste Holunder. Also hier finde ich in jedem Fall was. Ich suche mir mal ein paar Hölzer zusammen. Ja, ein großes Messer habe ich natürlich bei. Darf ich jetzt nicht zeigen, das ist mein Prototyp. Wisst ihr natürlich schon. Ja. Und dann machen wir uns ein Stativ. Wir haben ein Stativ. Ja. Und wer mehr zu praktischen Werkzeugen wissen möchte, ja, sowas mache ich in Eigenregie. Wird bei mir auf der Webseite natürlich erscheinen und dann entsprechend auch auf meinem Kanal. Auf dahin suchen wir uns jetzt hier ein Plätzchen, am besten wir bleiben gleich hier in dieser Saunenkuhle. Ja? Oh doch, das sieht sehr gemütlich aus, finde ich. Wie sieht's aus? Hier haben wir ein schönes Fleckchen gewonnen, ne? Komm mal hierher. Du bist das da, das wie das auch. Du musst trotzdem was Vasalisierung wieder. So ist es fein. Das letzte von so einem kleinen Schokorübchen. Die ganze Dia verknuspern. Damit Ila ist in jedem Fall auch beschäftigt. Jo, und dann beginnen wir mit Teil 1 an unserer ersten Örtlichkeit hier. Nennen wir das Schweineplatz. Ja, wunderbar. Und zwar zur Geschichte und Herkunft des Weimaraners. Wir fangen nicht in der Steinzeit an, aber zumindest so, wie ich denke, dass es vielleicht Sinn machen könnte. Also, im 17. Jahrhundert begann man aktiv das Verhalten des Vorstehhundes zu nutzen. Das heißt, Vorstehen heißt das Anzeigen des Wildes durch Stehenbleiben. Jeder hat das vielleicht schon mal gesehen, der Hund bleibt stehen in seiner geraden Silhouette, die er hat. Und dann geht beim Vorstehen meistens hier hinten noch die Rute hoch, der Kopf, die Schnauze in ihn und er sagt dann, da ist es. Das heißt Vorstehen, gehen wir später nochmal drauf ein, bei den Eigenschaften. Und Beispiele für so etwas, möglicherweise auch schon vor dem Weimaraner, waren hier der englische Pointer, auch ganz bekannt, oder die französische Bracke. Ja? Und solche Rassen sind für die Jagd ausschließlich vor dem Schuss eingesetzt worden. Und was man dann so zumindest relativ sicher weiß, ist, dass bereits seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts der Weimaraner am Hof zu Weimar bereits gehalten wurde. Als sich die Jagd dann im Laufe der Zeit verändert hatte, gab es dann irgendwann keinen Bedarf mehr für diesen Leithund. Ja, das ist das, wo man eigentlich sagt, der Weimaraner hatte dieses Leithundblut intus.
das heißt, vorstehend über allen anderen Hunden zum Beispiel, ist, hat man dann diesen Weimaraner gekreuzt halt mit möglicherweise jenen anderen Vorstehhunden um einen eher vielseitigeren Hund. Und das ist, da liegt hier die ganz große Bedeutung drauf. Vielseitig. Einen Hund, mit der für alle anfallenden Tätigkeiten in dem Jagdrevier irgendwo eingesetzt werden kann. Und das ist also, er sollte nicht nur vorstehen und verweisen, wie wir es hatten, sondern er sollte dann auch nachsuchen, niederziehen und apportieren können. Im Jagdbereich könnte man das als eierlegende Wollmilchsau betrachten. Und dann ab ungefähr 1890, roundabout, sagt man, dass diese Rasse dann der Weimaraner zuchtbuchmäßig erfasst wurde und dann rein gezüchtet. Warum sage ich so rein? Naja, das ist natürlich relativ, wenn man schon weiß, dass alles irgendwo aus einem Mix von etwas anderem resultiert. Ja? Aber zumindest so, wie es denn festgelegt wurde. Und mit diesen, wo man jetzt auch vielleicht schon mitbekommt, dass ich sage, es ist vielleicht sicher, man eventuell denkt man und so weiter. Denn nämlich in der Kynologie, das heißt der wissenschaftlichen Lehre von Hunden, gibt es wirklich zahlreiche Spekulationen über die Herkunft des Weimaraners. Nichts ist wirklich irgendwo 100% sicher beweisbar. Es gibt immer irgendwo eine Lücke, wo man sich etwas zusammenreimen muss. Und da wisst ihr ja, Zuschauer meines Kanals, dass ich kein Fan von Spekulationen bin, auf denen ich zumindest Fakten aufbaue. Ja, wenn, dann muss das irgendwo ein stichhaltiger Beweis sein, und das ist relativ dürftig beim Weimaraner. Und damit er mal so einen Eindruck von dieser Dürftigkeit oder diesen Variationen bekommt, werde ich hier mal 3 bis 4 beleuchten, die so landläufig bekannt sind, wie sich das Ganze zusammengesetzt haben könnte. Ja, so ist es fein, Eli. Jetzt kann man hier aus dem Bild hier. Zu Hause auf dem Hocker, seht ihr, ist das für ihn klarer. Also bleibt da unten, ja. Hier ist es, guck mal, was hältst du davon, wenn du dich hier hinsetzt, Eli? Hier rüber. Guck mal. Du kannst, genau. Jo, und beginnen wir hier mal mit der ersten These, und zwar, oder der ersten Vermutung, Theorie, ja, wären einmal die grauen Hunde des heiligen Ludwigs. Im Mittelalter existierten in Arabien die sogenannten tatarischen Hunde. Grau-blau melierte, das heißt dunkel, sowie auch silbergraue, anhängliche, arbeitsfreudige Jagdhunde. Und der König Ludwig IX. Von Frankreich, gelebt 1214 bis 1270, gelangte auf einem seiner Kreuzzüge in eine arabische Gefangenschaft in Ägypten. Das soll wohl tatsächlich so stattgefunden haben, zumindest gibt es da geschichtliche Belege für. Ja, und lernte dort angeblich diese Hunde kennen. Darüber gibt es wieder keinen hundertprozentigen Beweis. Ja. Aber er brachte denn wohl, als Hundeliebhaber, der er wohl war, einige davon so um 1254 mit zur Zucht nach Frankreich. Und dass das möglicherweise wirklich stattgefunden haben könnte, lässt sich daran belegen, dass er dem König Heinrich III. Von England im Dezember desselben Jahres ebenfalls aus dem Palästina, wo er gewesen ist, einen grauen Elefanten mitgebracht hat. Das heißt also, er hat wirklich ein paar Tiere mitgebracht. Könnte man jetzt meinen, dass es mit den grauen Weimaranern eventuell auch stimmt. Ja? Und diese, man nennt die Chien Gris, ja, französisch, grauen Hunde, wurden dann bis ins 17. Jahrhundert aktiv weiter gezüchtet. Das wäre die erste These zu den grauen Hunden des heiligen Ludwigs. Die zweite These wären die sogenannten Benediktinerbracken. Seit dem 10. Jahrhundert züchteten jene Benediktinermönche in den Ardennen, das ist das Gebiet, wer geografisch nicht ganz so bewandert ist, so südliches Belgien bis ins Frankreich mit rein, was dann auch so ein bisschen an die Eifel angrenzt, ja, das sind so diese Ardennen, diese sogenannten Sankt Hubertus Bracken. Das war eine sehr spezielle Leithundrasse. Und dieser Leithund gilt als edelster Jagdhund überhaupt. Wir hatten das, Leithundblut, ja, der Anführer sozusagen. Und im Gegensatz zu den anderen Jagdgebrauchshunden war er für ein sehr freundliches Miteinander mit dem Menschen halt bekannt irgendwo. Er zeigte verborgenes Wild an und war denn sozusagen auch die Stütze des Jägers zum jagdlichen Erfolg. Und solche Leithunde sollen dann mit den Vorstehhunden gekreuzt worden sein, später auch mit Doggen und Braggen. Und es entstanden dann daraus die altdeutschen Vorstehhunde, die angeblichen Vorfahren des Weimaraners.
Eli, wie sieht's aus mit dem Weimaraner? Du guckst auch. Eli, ich weiß nicht, ob ihr das in der Linse seht, steht die ganze Zeit vor, also fast sozusagen. Ja? Und er hat hier ordentlich die Nase im Wind, denn hier scheint doch einiges los zu sein in der Ecke, der wir hier sitzen. Ja? Du passt schön auf, Eli. Dafür ist er ja da. Seht ihr, das war die zweite Theorie, ja, von den Benediktinerbracken. Die dritte wären die sogenannten Karl-August-Hunde. Und von dieser Geschichte gibt es nämlich auch gleich drei Varianten. Numero uno, der Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar, 1757 bis 1828, hat auf einer seiner Badereisen in Böhmen bei dem Fürst Esterhazy und dem Fürst Ausberg sogenannte graue Hühnerhunde kennengelernt und diese aufgrund ihrer Stärke, ihres Mutes und der Ausdauer mit nach Weimar gebracht. So viel zur Variante A. Variante B war, dass halt jener Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar 1792 zusammen mit Goethe, der dürfte zumindest ein Begriff sein, auf einer Jagd in Frankreich die weimaranerfarbenen Vorstehhunde kennengelernt hat und diese dann mit nach Weimar genommen hat. Variante 2, oh, klingt erstmal mit Goethe auch nicht verkehrt. Ja, und Variante 3 wäre dann sozusagen, dass halt jener Großherzog Karl August von Sachsen zu Weimar eben aus England stammende weiß-gelbe Pointer-Hündin von einem braunen deutschen Vorstehhund hat belegen lassen, woraus dann wiederum verschiedentönige Silbergraue entstanden sein sollen, welche dann wiederum mit grauen Hunden ihres Typs weiter verpaart wurden und in den kommenden Würfen dann ausschließlich Silber- bis Mausgraue Welpen geduldet und andere andersfarbige beseitigt wurden. Andersfarbige. Gut. Und jene Hunde vom Großherzog Karl August waren sehr kräftig gebaute, kurz- und glatthaarige Hühnerhunde mit einer weißen, sehr hellen Grundfarbe und großen semmelblonden Flecken. Und die waren für diese damalige Zeit eigentlich erstaunlich vielseitig bei der Jagd gewesen. Das wären sozusagen die dritte Variante vom Karl August von Sachsen-Weimar. Ja? Und dann, das ist wie gesagt alles, was so überliefert ist, mehr oder weniger, ja. Und dann habe ich noch gefunden ein paar vermeintliche Beweise, beziehungsweise etwas, was es offensichtlich tatsächlich zumindest gegeben hat. Und zwar würde ich damals zu sogenannten Weimaraner Gemälden kommen. Da gehe ich hier mal auf zwei ein. Es gibt noch ein paar mehr, aber zwei sind relativ bekannt in diesem Bereich. Und zwar soll es laut Malereien bereits im 17. Jahrhundert graue Vorfahren gegeben haben. Das erste Gemälde, was ich auch dargestellt habe auf meiner Webseite, ist der sogenannte vorstehende Hund. Es ist entstanden um 1750. Auch von dem gibt es mehrere Varianten, das heißt Perspektiven, aber das ist ja nichts ungewöhnlich, dass ein Maler das ein und dasselbe oder ähnliche Motive verschieden dargestellt hat, auch mit anderen Hintergründen und so weiter. Ja, das ist ganz normal. Aber ich nehme hier mal eines raus vom vorstehenden Hund und das ist zumindest der Maler ist immer der gleiche, Jean-Baptiste Audry. 1686 bis 1755 hat er gelebt und das war der Hofmaler König Ludwigs des 15. von Frankreich, der wiederum 1710 bis 1774 gelebt hat. Und dieser Jean-Baptiste Audry war ein Liebhaber von Stillleben und Tierbildern. Vorwiegend hier war er bekannt für solche Jagdmotive. Und da sieht man zumindest anhand dieses vorstehenden Hundes, das ist schon relativ einzigartig, was halt die Farbe angeht. Ich denke, dass da er ja bekannt ist, gewesen ist für natürliche Fotos, gehen wir jetzt mal davon aus, dass er auch bei der Farbe des Weimaraners nicht gefaked hat. Das wäre unlogisch zumindest. Ja? Also des möglichen Vorfahrens. Ja? Und eine Variante 2, beziehungsweise ein zweites Gemälde, was ich da gefunden habe, war das sogenannte Porträt von Carlo Emuel de Este. Das war 1622 bis 1695 hat er gelebt, der Sohn von Sigismondo dem III. D'Este und Marchese von Borgomerano. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ja, könnt ihr mich gern, ist ein Markgraf, nichts anderes. Ja. Und das ist dargestellt worden, dieses Porträt 1635 mit einem grau melierten Jagdhund.
Und hier war der Maler Antoine van Dyck. Das war Lebzeiten 1599 bis 1641 der Hofmaler König Karl I. von England. 1600 bis 1649 und war auch ein Porträtmaler, also für Porträts hauptsächlich bekannt. Wollen wir auf die Maler nicht? Ich könnte euch jetzt so ein bisschen was zu der Entwicklung und so weiter. Damit könnte ich allenfalls vermutlich belegen, dass sie zumindest realistisch gemalt haben. Das wäre die Grundaussage und rausgekommen sind halt so jene Porträts. Ja? Das sind zumindest von diesen Gemälden Nachweise, wo man sehen kann, dass es zumindest um jene Zeit herum, das heißt, schon im 18. Jahrhundert entsprechende mögliche Tiere wie den Weimaraner gegeben haben soll, sehr wahrscheinlich. Soviel also zu meinem ersten Teil der Geschichte und des Herkunft des Weimaraners. Jetzt müsste ich eigentlich tatsächlich, wie ich gesagt hatte, für den zweiten Teil eine neue Örtlichkeit mir suchen. Das war auch mein Ziel. Tatsächlich hat jetzt allerdings hier der Wind wirklich aufgefrischt. Ist kein Witz. Vielleicht seht ihr das auch an den sich bewegenden Holunderzweigchen hier. Ja? Es ist windiger geworden und zwar genau aus Eli seiner Richtung. Das heißt Südosten. Osten. Ost-Südost. Ja, Wind haben wir jetzt bekommen und die Problematik ist, ich wollte genau in jene Richtung gehen. Wir haben noch ein, zwei kleine Örtlichkeiten, die mir dann noch einfallen würden, aber der Stand der Sonne verändert sich natürlich auch in diesem Zeitraum. Wir sind eine Weile unterwegs hier. Ich mache immer größere Runden und dann laufen wir nachher Gefahr, dass es zu dunkel und zu windig wird. Nimm es mir also bitte nicht übel, wenn ich halte das jetzt für angemessen, dass ich den zweiten Teil, das Aussehen und den Charakter jetzt hier ebenfalls noch machen, auch weil der erste so relativ kurz gewesen ist. Ja, aber beim nächsten, da möchte ich wirklich, da suchen wir uns eine andere windgeschützte Ecke. Die ist hier wirklich wegen des Walds auch, wisst ihr? Gefällt mir irgendwo. Und wie sieht es bei dir aus, Eli? Bei dir sieht es auch gut aus, ja? Bist auch schön windgeschützt. Eli geht es dir auch bestens blendend. Und dann wollen wir jetzt mal wieder genau zu dem Weimaraner kommen, um den es die ganze Zeit ging. Nicht um Eli allein, sondern allgemein zum Thema Aussehen und Charakter des Hundes. Ja? Und da beginne ich mal genau mit jenem Punkt, der eigentlich sofort ins Auge sticht. Das Aussehen. Und hier ist es, was hast du denn gesehen, Eli? Ach ja, Fahrradfahrer in weiterer Entfernung. Nee, Eli, du bleibst, ist alles gut. Und da haben wir gleich jene Wachsamkeit des Weimaraners, auf die wir noch eingehen werden. Das ist alles richtig gemacht, Eli. Wunderbar. Es funktioniert alles super in diesem Video, muss ich feststellen. Ja, sind hier keine gefakten Sachen. In ungefähr 250 Metern fahren dort hinten über den Acker zwei Fahrradfahrer. Ja, sehr schönes sonniges Wetter, das dürfen sie auch. Und Eli macht ja nichts anderes als das, was die Zuschauer meiner Abenteuerreportage schon kennen. Dafür habe ich ihn mit auf meinen Expeditionen, genau als jenen Wachhund. Ja? Einer seiner Vorzüge, die er da hat. Jetzt hast du schön aufgepasst, Eli, jetzt kannst du aber auch wieder hier bleiben. Ich könnte ihn jetzt natürlich auch laufen lassen, da würde nichts passieren. Aber er trägt nicht ohne Grund hier eine Warnweste, denn hier ist, kann man sich vorstellen, bei so viel Wild sind auch Jäger aktiv. Ja? Und an diesem wunderschönen Wetter könnte das den einen oder anderen raustreiben. Und das wird dann möglicherweise damit verwechselt, dass der Hund hier wildern würde. Ja? Wenn er beispielsweise nur den Radfahrern Bescheid sagt, dass das hier sein Revier ist. Ja, und da wollen wir natürlich, dass Eli noch ein bisschen länger lebt. Kurz zur Information, warum Eli hier auch eine Weste trägt. Na? Das ist nicht immer so gewesen, sondern gehe ich nochmal, oder können wir jetzt eigentlich gleich mal dazu eingehen? Genau, ich grätsche hier mal kurz ein, warum dieses Video so lange auf sich hat warten lassen. Der Hauptgrund, also ich hätte natürlich gleich, wo ich die Webseite, ein Video machen können, aber da ist schon gar kein YouTube-Kanal. Dann gab es ein Ereignis in meinem Leben, wo ich meinen zweiten Weimaraner Jagdhund verloren habe. Dieses ist ein bisschen komplex und die Zuschauer meiner Kanals, die das verfolgt haben, wissen auch, worum es da geht. Mehr, das soll jetzt hier überhaupt gar kein Thema sein, aber das ist eine Begründung, warum ich dann weitere 2 Jahre lang kein Weimaraner Video gemacht habe. Und dann der Hauptgrund eigentlich, der sich jetzt nochmal um weitere 2 Jahre, gut 2 Jahre verzögert hat, wo die Leute schon immer gefragt haben, nun Mensch, mach doch mal, kannst du doch mal, du hast doch die Seite, warum machst du das? Grätschen, dass ich mal jetzt endlich auch mal in Videoformat gepresst. Ganz einfach, Corona.
mit der Grund, warum Eli die Weste trägt, mit der Grund, warum hier immer mehr Hunde umherlaufen. Denn hätte ich zu dieser Zeit ein Video gebracht, würde das nichts anderes, hätte ich damit praktisch auch nur das gefördert, was eigentlich sowieso schon entstanden ist. Und wir machen wir uns nichts vor, all jene Corona-Hunde. Der Weimaraner ist leider ab irgendwann ein Modehund geworden, so wie das praktisch jede Rasse irgendwo auch tatsächlich erleiden muss. Das muss man so sagen. Das heißt, er wird dann populär durch die Medien gemacht, durch die Industrie, durch die Wirtschaft, durch irgendwelche Prominente. Und plötzlich möchte jeder so ein Tier haben. Wir kennen das alle, die 101 Dalmatiner, ja, und was denn daraus passiert. Und das ist dann praktisch das Gleiche auch mit dem Weimaraner. Und kurz zum Abriss für alle, die das noch nicht wussten. Ich wohne jetzt hier seit sehr vielen Jahren im Wald und hatte ein in diesem Radius, in dem wir jetzt hier gerade leben, hat es vorher in einem Radius von ungefähr 2,5 Kilometer, das heißt Radius, oder anders gesagt 5 Kilometern Durchmesser, hat es 3 Hunde gegeben. Noch bis vor 4, 5 Jahren. 3 Hunde. Dann kam Corona und ganz plötzlich waren es mehr als 10-mal so viele. Das ist kein Witz. Wir haben jetzt hier allein im Umkreis über 30 Hunde, die hier leben. Das ist Wahnsinn für so eine abgelegene Region, weil dann natürlich jeder meinte, ach, wir haben gerade nichts zu tun. Mensch, ach, lass uns doch mal hier einen Hund zulegen. Dann haben wir was gegen die Langeweile zu Hause, weil wir haben hier gerade Zeit. Und was passierte dann? Nach relativ kurzer Zeit schon, die Hunde gingen in Tierheime, weil natürlich die Menschen, die vorher sich mit Hunden nicht beschäftigt haben, da sehen wir den Egoismus des Menschen irgendwo, ja, auch natürlich nicht mit denen dann klarkamen. Vor allen Dingen nicht, als sich die Umstände denn wieder geändert haben. Und jetzt reden wir hier von einem Weimaraner, von einer der schwierigsten Rassen überhaupt. Ja, im großen Vergleich, wenn man das, gehen wir nochmal gleich drauf ein in jedem Fall. Das ist denn also sozusagen der erste, der genau als jenes Opfer denn wird. Ja, und als einer auch der ersten, die natürlich genommen werden, wegen des Modeeffektes natürlich. Und das ist der Grund, lange Rede, genauso langer Sinn auch, warum ich dieses Video ganz bewusst nicht gemacht habe, aus meiner Verantwortung heraus, dem Tier, der Rasse gegenüber. Ich hätte nichts anderes getan, als genau jenen Verkauf von Weimaranern zu fördern mit diesem Video. Auch wenn ich in diesem Video einen Disclaimer gebracht hätte, wie ein Videoeinstieg, hätten wir gleich machen können, als erstes. Video fängt an und das ist meine erste Botschaft, meine ersten Worte wären, kauft euch keinen Weimaraner. So hätte ich das Video begonnen. Und nichtsdestotrotz hätte es die Leute nicht interessiert. Sie hätten Eli durchs Bild laufen sehen, weil das hätte ich in jedem Fall gemacht. Sie hätten sich die super schönen Punkte rausgesucht und der Dreck, der da drunter, den hätten wir ignoriert. Und das ist der Punkt, was ja nicht selten, ich greife jetzt schon fast ein Thema weg, aber da kommen wir nochmal drauf, nicht selten getan wird. Die charakterliche Eignung der Menschen. Ja. Kommen wir nochmal zu, aber hier kurz zu eingrätschen, weil das jetzt ganz gut gepasst hat. Diese Situation hatte sich jetzt ergeben, warum dieses Video erst jetzt entsteht. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ich mache es weiterhin nicht, weil der Weimaraner leider immer noch im Modefokus steht. Der ist auf vielen Packungen von Tieren, Nahrungen drauf, auf Hundenspielzeugen und so weiter, wird in den Medien hochgehypt irgendwo. Und ich kann verstehen, dass jeder seriöse Weimaraner Enthusiast zumindest damit ein Problem hat. Wie es auch bei anderen Rassen übrigens der Fall wäre, wenn man die irgendwo hypt. Das spielt ja keine Rolle. Ich möchte den Weimaraner hier nicht vorheben. Das Schicksal erleiden leider viele Hunde aufgrund des Egoismus des Menschen. Das ist immer das Gleiche. Aber in diesem Video geht es halt um den Weimaraner und das ist der Grund. Und weil Eli natürlich nicht älter, nicht jünger wird, ja, leider muss ich jetzt irgendwann, bringe ich das Video auch mal. Das habt ihr euch gewünscht, ja, die Zuschauer meines Kanals, die Leser meiner Webseite schon mehrfach an E-Mails auch geschrieben und natürlich hat es der Junge auch irgendwo mal verdient, ja. Das kurz zur Eingrätschung, warum dieses Video jetzt tatsächlich, warum ihr noch ungefähr 2,5 Jahre länger warten musstet, obwohl ich es in dieser Zeit schon durchaus hätte drehen können. Ich hoffe, das ist jetzt rübergekommen, mein Verantwortungsgefühl, ja, beziehungsweise mein Verantwortungsbewusstsein. Denn wer das bis dahin noch nicht wusste, Dominik ist eigentlich Tourguide für geführte Abenteuertouren mit Expeditionscharakter in der Wildnis. Das heißt, wenn ich so etwas tue, ist mir, mit Eli zusammen natürlich, ist ein essentieller Pfeiler von so etwas, meiner Meinung nach zumindest, ein sehr hohes Maß an Verantwortung, was ich dafür andere Menschen übernehmen muss. Und genau jenes Verantwortungs ist ja meine Charaktereigenschaft.
wirkt sich dann auch auf den Hund aus, logischerweise. So, wisst ihr also Bescheid, warum das Video jetzt und so weiter. Und jetzt kommen wir mal zu jedem Punkt, wo wir gerade ausgegrätscht sind. Ja, mal gut, dass wir hier auch sitzen geblieben sind an dieser Stelle. Das hätten wir möglicherweise gar nicht erlebt so. Ja, das Aussehen und der Charakter. Und wie gesagt, der erste Punkt, das Aussehen. Ganz wichtig, ohne Frage. Ja, das ist ja, hatte ich jetzt gerade schon angesprochen. Oh, Weimaraner. Ich kann schon, gut, bleiben wir mal. Also, den kompletten offiziellen Rassestandard des Weimaraners, den findet man in dem sogenannten FCI-Standard Nummer 9926-5 von 2015 aus Deutschland. Geht natürlich vom Weimaraner Club e.V. hervor. Und die Klassifikation von diesem FCI, die steht unter der Gruppe 7, der Vorstehhunde, Sektion 1, kontinentale Vorstehhunde, Typ Bracke mit Arbeitsprüfung. Das sind sozusagen die toten Theorie, Fakten auf dem Papier, und schaut man sich diesen Rassestandard an, das sind mehrere Seiten, den bringe ich jetzt hier nicht ein, weil das ist, ja, wir kommen später nochmal zu dem Thema Rasse und Rassismus irgendwo ein bisschen, ja, da übe ich ein bisschen Kritik aus, aber zumindest ist es das, woran der Weimaraner klassifiziert ist, und den könnt ihr euch nachlesen unter genau jener Bedeutung. Ich sehe bei mir auch im Lesebeitrag der Website, wer sich das Copy-Paste machen will, und das exakt so. Ich würde, was in diesem ganzen Pamphlet so drin steht, das mit meiner eigenen Erfahrung, mit meinen Hunden, Weimaranern, das heißt, hier muss ich nochmal eingreifen, für alle, die es nicht wussten, ich habe nicht nur solch einen, sondern auch noch andere gehabt, ja? Werde ich jetzt zusammenfassend mit meinen eigenen Worten vortragen, damit es nicht so tot und nüchtern klingt, wie es in diesem Rassestandard steht. Ja? Beginnen wir mal mit der Größe und dem Gewicht. Das sind also diese phänotypischen Merkmale, das äußere Erscheinungsbild. Rüden wären ungefähr 62 bis 70 cm hoch, das heißt Schulterhöhe oder Risthöhe, wie man auch sagt, und ungefähr 30 bis 40 Kilo schwer. Eli, komm mal ruhig mal her, hat, da seht ihr auch so groß wie ich bin, ein Maß von 65 cm der Höhe und wiegt exakt 34 Kilogramm. Bei mir auf der Webseite bzw. in der Beschreibung von Eli findet ihr auch seine Daten der letzten Jahre. Praktisch abgebohrt habe ich das. Das ist der einzige Hund, bei dem ich so genau akribisch dokumentiert habe. Genau jene Daten, wie sich das so entwickelt bis heute. Ja? Und Hündinnen hatte ich auch. Haben ein Maß von, sind ein bisschen kleiner, das heißt hier 59 bis 62, bis 65 cm und wiegen 25 bis 35 Kilo. Das ist das, was, wie gesagt, so dieser Rassestandard besagt. Und beide Maße, sowohl für den Rüden als auch für die Hündin, kann ich auch so bestätigen. Und meine Tiere lagen immer genau in diesen Maßen drin. Erfüllten sozusagen zumindest diesen Standard der Rassebeschreibung. Na? Und dann würde ich mal zu den Proportionen etwas sagen. Das heißt, wie kommt das Ganze rüber? Und zwar im Verhältnis zur Rumpflänge ist die Widerristhöhe der Weimaraner eher rechteckig als quadratisch. Das heißt, es gibt ja Hunde, die sind länger, als dass sie hoch sind. Und der Weimaraner ist sozusagen ein Kasten, ein Quader, könnte man sagen. Ja, ich will ihn jetzt nicht ermutigen, ihr habt es gerade gesehen, weil jetzt sitzt er gerade, bin ich froh. Aber tatsächlich ist es ein Quadrat, könnte man sagen. Ja? Und dieser lange, kräftige Rücken, den er hat, macht ihn zu einem guten Läufer. Das heißt, im Trab bleibt der Rücken eher gerade und im Galopp, der Galoppschwung ist eher lang und flach. Und das dürften auch die Zuschauer meines Kanals, da gibt es etliche Videos, wie ich mit Ila zum Beispiel am Fahrrad fahre. Und da seht ihr das wunderbar, wie genau jene charakterisiert ist. Ja? Also diese Bewegung des Weimaraners. Und dieser Ablauf ist praktisch in allen Gangarten, man nennt das raumübergreifend und fließend. Ja? Das heißt, Vorder- und Hinterläufe werden parallel eingesetzt. Und ich habe das mal so einen kleinen Vergleich gemacht. Bei einem reinen Sechszylinder, ja, bei den alten zumindest, bei den schönen, da konnte ich ja das bekannte 5-Mark-Stück oben auf den Ventildeckel hinstellen und das Ding bei laufendem Motor würde nicht umkippen. Bei Eli sage ich immer, kannst du einen Eisbecher hinten auf den Rücken stellen und der würde maximal von der Sonne schmelzen, aber möglicherweise nicht runterfallen. Ja. Ist natürlich ein bisschen übertriebener, das mit dem Sechszylinder passt ein bisschen eher, aber ich glaube, daran, an diesem Vergleich kann man so ein bisschen erkennen, was ich meine bezüglich dieses Laufens. Es sieht halt sehr, wie könnte man sagen, das ist natürlich eine,
eine subjektive Betrachtung, ob man das mag oder nicht, und das soll auch kein Vorurteil darstellen, aber es sieht zumindest sehr elegant aus, dieses Laufen. Das heißt, der ganze Körper ist eine gerade Linie, während sich die Läufe nur bewegen. Es sieht extrem entspannt und geschmeidig aus. Du kannst den Körper betrachten, er bewegt sich weiter, aber er verändert nicht seine Bewegung, sondern nur die Beine. Das ist praktisch wie ein Körper, der durch die Gegend gebeamt wird, sozusagen, wenn man das aus einer gewissen Entfernung anschaut. Sind natürlich nicht alle Tiere gleich, keine Frage. Ich hatte schon welche, da war das weniger und bei anderen war das mehr. Eli ist das gute Mittelmaß davon. Sein Vater zumindest war, was das angeht, noch krasser. Das war ein Strich in der Landschaft, nicht vor den Proportionen, denn der war deutlich, da war noch mehr dran als bei Eli. Also bei Ila ist schon einiges dran, zumindest an Muskeln. Aber zumindest was diese Bewegung der Gangart angeht, das war wirklich, es war Wahnsinn. Da, man konnte ihm gefühlt die Füße, die Beine wegziehen und der Körper hätte sich trotzdem weiter bewegt. Also wer das weiß, der weiß jetzt, was ich meine, aber ansonsten muss man sich es einfach mal betrachten. Das ist schon ziemlich edel und erinnert mich immer so ein bisschen an eine Großkatze in der afrikanischen Steppe. Auch wer das mal live erlebt hat, wie zum Beispiel der Gepard, läuft unter Umständen, möglicherweise, ja, ist ja auch, wo man sagt, boah, ist ja wahnsinnig schnell, aber im Verhältnis zu der Geschwindigkeit ist der Körper komplett entspannt. Ja. Das ist so, ja, das ist unser kleiner Gepard. Wir kommen nochmal zur Geschwindigkeit in jedem Fall. Ja. Bleiben wir bei den Proportionen. Zum Kopf. Die Rüden, die sind, was den Kopf angeht, sowohl größer als auch kräftiger und haben vor allen Dingen denn auch einen, das heißt, breiteren Kopf. Die Ohren, das heißt der Behang, die sind lang und breit und hoch am Kopf und schmal relativ angesetzt, ja, weit oben und schmal, und erreichen denn bis unten etwa den Mundwinkel, das kann man ganz gut sehen, ja, und sind dann auch spitz abgerundet. Passt alles wunderbar. Ila könnte mal einfach anders sein. Ja? Besonders charakteristisch ist dann genau das, was er gerade die ganze Zeit schon sieht. Bei der Aufmerksamkeit stellen sich jene Ohren halt auf, nach vorn, wie so ein Segel. Ja, jedes Mal, wenn er etwas sieht, bing, macht er genau jenen Ding. Und das kennen die Zuschauer meiner Abenteuerreportage. Mein Standardspruch für Eli, Dumbo. Nicht wahr, Eli? Du bist Dumbo in jedem Fall. Das ist ein Merkmal, diese Aufmerksamkeit, das trifft natürlich für viele Hunde zu, keine Frage, dass kenntlich machen mit den Ohren. Aber aufgrund der Größe dieser Ohren sieht man das halt sehr markant, sticht halt raus und ist zumindest auch bei vielen Menschen und Kinder stehen da auch unheimlich grau, weil sie aussieht wie ein Elefant irgendwo. Ja, es ist schon irgendeine lustige Sache, auch wenn das natürlich einen wirklich sinnvollen Hintergrund auch hat. Das muss man dazu sagen, woher er kommt und warum man das gezüchtet hat, diese Eigenschaften, und warum dieser Behang so groß ist, weil es natürlich dann noch viel mehr auffällt. Genau halt wie jenes, wir kommen zum Thema Vorstehen. Das zählt alles damit rein. Das ist also nicht, wie man jetzt sagen könnte, ah ja, die großen Ohren, was denn das, brauchst du eigentlich gar nicht, ist sozusagen, ist ja sowieso nur auf Durchzug gestellt, wenn man das jetzt mal so betrachtet. Kommen wir auch noch zu, ja. Aber das hat in dem Fall wirklich schon einen Sinn, ja. Beide Geschlechter haben einen vergleichsweise geringen Stopp. Stopp ist, komm mal her, Eli. Stopp ist genau jener Punkt hier vorne, ja, von der Schnauze, wo der Übergang ist dann hoch zur Stirn. Und dieser ist sehr klein, also relativ gering im Verglichen mit anderen Hunden. Und die Schnauze, das heißt der Fang, ist bei den Rüden in jedem Fall kräftig. Und wenn man sich das Profil anschaut, das sieht er auch, glaube ich, eher kantig. Die Augen des Weimaraners, das ist, denke ich, so ein Ding mal wieder, was auch irgendwo bekannt ist und zur Popularität beigetragen hat, sind nämlich im Welpenalter Himmel bis Ultramarinblau. Das begeistert hier praktisch alle Menschen irgendwo. Blende mal entsprechende Fotos von Ila ein und es ist, ja, was soll man sagen, ich habe schon Leute erlebt, die tatsächlich gedacht haben, wunderbar, blaue Augen kaufe ich nur aufgrund der Augenfarbe, und sich dann hinterher darüber echauffiert haben, dass es nicht mehr geblieben ist. Denn der Punkt ist, diese Bläulichkeit der Augen ist nur von sehr kurzer Dauer. Wirklich nur sehr kurze Dauer im Weltenalter. Relativ schnell geht dieses Blau dann immer mehr in ein Grün, das seht ihr schon in den ersten Wochen, in ein Grün über, und dann wird es genau zu jener Farbe, die bleibend ist. Nicht wahr, Eli? Bleibt die Farbe?
Bernsteinfarben. Ich hoffe, das kommt jetzt ganz gut rüber mit der Belichtung auch hier irgendwo in der Kamera. Bernsteinfarben ist eigentlich die charakteristische Augenfarbe eines Weimaraners. Und das ist übrigens auch etwas, jetzt könnte man mich als Rassist hinstellen, wenn man das mögt, ja. Was ich persönlich sehr mag an dem Aussehen. Nicht jetzt, was, wenn man überhaupt nach dem Aussehen geht. Wir kommen natürlich zum Wesen, keine Frage. Aber wenn er mich jetzt auf etwas festnageln würde, das ist nicht die Farbe, es ist nicht der Kopf, es ist nicht die lustigen Ohren, sondern es sind tatsächlich die bernsteinfarbenen Augen. Warum? Ganz einfach. Ich hatte ja auch schon andere Hunde und wir kennen das eigentlich klassischerweise. Sind Hundeaugen in der Regel eher überwiegend zumindest braun. Und das Besondere, was ich finde an genau jener Farbe ist, komm mal her, Ila, jetzt müssen wir dich noch mal ein bisschen genauer betrachten, wenn wir darüber reden schon. Dass ihr die Pupille bei Ila natürlich durch den helleren, die Iris deutlich mehr wahrnehmt. Das heißt, ihr seht, seine Reaktion, die er mit dem Auge macht, nicht nur wo die Augen hinwandern, sondern das ganze Gesicht, in dem Fall zählen natürlich die Augenbrauen auch dazu. Das ist ja auch etwas charakteristisch. Aber wenn man jetzt sich die Augenbrauen mal wegdenken würde und ihr betrachtet einen Menschen oder aber in dem Fall einen Hund nur aufgrund der Augen, dann siehst du beim Weimaraner, also ich zumindest, es kann das. Das betraf auch nicht nur Ila, sondern auch andere, muss man dazu sagen. Was der Hund von mir will, was er möglicherweise denkt, was ihn gerade beschäftigt. Ich schaue ihm, wir kennen das, ich schaue mir in die Augen Kleines. Ja? Normalerweise hast du das ganze Gesicht irgendwo, aber ich betrachte jetzt nur diese Augen. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr gut finde. Nicht, dass ich das jetzt bräuchte, aber versteht das, macht dieses Bild komplett, dass man diesen Hund, wenn man es denn möchte, sehr gut verstehen kann aufgrund der Augen. Ich möchte jetzt hier nicht, weil ich das spaßeshalber sagte mit dem Rassist, ja, irgendwo jemanden diskreditieren, der einen Hund hat oder andere Hunderassen, die braune Augen. Denn wie gesagt, auch ich hatte andere Hunderassen. Aber das ist ja etwas Besonderes beim Weimaraner und deswegen habe ich das jetzt mal kurz erwähnt. Ich finde das als Kriterium für mich nicht ganz unwichtig. Ja? Gut, die Augen hatten wir. Relativ großes Thema beim Weimaraner wegen der Farbe und für mich eher weniger das Blau, mehr das Bernsteinfarben. Ne? Nicht zu fragen, die Blau ist schön, ja? Aber wir wissen ja, die Schönheit ist immer sehr schnell vergänglich. Ja? Der muskulöse Hals, ja? Und das ist, komm mal hierher, Ila, nicht, dass du schon wieder Radfahrer auffressen möchtest, der verstärkt sich über die Schultern und geht dann harmonisch in die Rückenlinie und die Brust über jeweils. Ne? Das ist wirklich sehr harmonisch, da gibt es nichts, was irgendwie, ne? Hals ist top, könnte man sagen, was das angeht. Die Brust ist kräftig, aber nicht übermäßig breit und mit langen Rippen und gut gewölbt. Die reicht praktisch fast bis zum Ellbogen. Ja, das ist etwas, was sehr charakteristisch ist. Komm nochmal her, Ila. Wir müssen heute dich öfter ungewollt in die Kamera ziehen, sozusagen. Das ist ein feiner Ila. Ihr seht das an die Rippen. Der Brustbogen, der geht sehr weit runter. Und hier muss man sagen, ist Ila noch nicht mal das Extremste, sondern ich hatte noch eine Hündin und ich hatte auch noch einen anderen. Beim Rüden war es ähnlich wie mit der Hündin, aber nehmen wir jetzt mal die Hündin. Die hatte einen sehr, sehr tiefen Brustkorb. Der wirkte tiefer, weil er noch schmaler war als der vom Rüden. Ja, das ist etwas sehr charakteristisch, diese Brust. Und hinter dem Brust geht dann hier der Bauch, kommen wir gleich zu. Ja. Und die Vorder- und Hinterbeine, das heißt die Läufe hier, die sind hoch, gerade, sehnig und sind gut bemuskelt. Ja, das ist, glaube ich, das, wofür Ila, da verweise ich einfach auf, gibt es einen Haufen Videos und Fotos, wo man, wenn man ihn von hinten zum Beispiel alleine die Hinterläufe betrachtet, ja, also den Arsch, ja, das heißt die Schenkel hier, das sind, da wäre jeder Pumper, jeder Bodybuilder neidisch auf diesen Hund, was der mit denen, das, ich nenne ihn immer als einen Frosch, ja, denn wenn der springt aus dem Stand, ist Wahnsinn, der könnte noch viel höher, wenn er nicht so viele Muskeln hätte, die ihn dann wieder mit dem Gewicht runterziehen, das ist auch das Problem eines jeden Pumpers, ja, das übermäßige Gewicht, was dann nicht mehr im Verhältnis zur Bewegungsagilität steht, aber man kann hier, wie gesagt, sagen, die sind sehr stark bemuskelt, zumindest beim Rühen, wenn er entsprechend Bewegung bekommt. Und da verweise ich ja nochmal auf die Verwendung meines Hundes hin. Ja, das ist in jedem Fall. Er ist der Adventure-Guy schlechthin, wenn man das so sagen darf.
Und bei dem, was er jetzt auch gerade macht, das ist dieses entspannte Stehen. Ne? Da sieht man das ganz gut, dass dieses Gesamtbild trotz dieser Pumper-Sache praktisch ziemlich locker sein kann. Der steht schon fast lässig, um nicht zu sagen schlampig oder schluderig, was etwas, was man eigentlich gar nicht haben möchte und was der eine oder andere, wenn man zum Beispiel sich solche, wenn man das auch mal machen möchte, ja, auch Eli musste mal dahin gebracht werden, zu solch einer Rassehundeschau. Wenn man das sieht, das möchte man eigentlich nicht, dass er so locker steht, weil da geht er ja unter. Man will ja eher, der Pumper wieder. Ja? Aber das ist die natürliche Haltung. Die ist eigentlich eher sehr entspannt. Ne? Die kräftigen Vorderpfoten, die wir hier haben, die stehen gerade bis zur Körpermitte. Ja? Und die gewölbten Zehen, die liegen relativ eng aneinander. Und die Mittelzehen sind dabei etwas länger. Krallen sind hell und dunkelgrau. Zumindest beim grauen Weimaraner, beziehungsweise bis schwarz sogar, denn beim blauen Weimaraner, zu diesem kommen wir in jedem Fall. Ja. Und die Vorderpfoten ganz charakteristisch besitzen Wolfskrallen. Ne? Wolfskralle ist genau jener Schniepel, der hier angesetzt ist vorne, ja, als sozusagen fünfte Zehe, wenn man das, Kralle ist es natürlich, sagen. Ich habe schon davon gehört, dass Leute das abschneiden und amputieren, das heißt operieren lassen, halte ich natürlich für den absoluten Schwachsinn. Könnte man ein separates Video machen über den Sinn oder Unsinn, den Nutzen oder nicht einer Wolfskralle. Ihr seht, nicht nur dieser Hund hat sie, sondern alle anderen, die ich vorher auch hatte, an Weimaranern. Ich habe damit nie Probleme gehabt. Das Einzige, woran man dran denken muss, ist natürlich, wenn der Weimaraner einen zum Beispiel umarmt. Ja, bei mir dürfen Hunde das tun und sich dann irgendwo an einen ranlegt. Das heißt nicht nur den Wollpullover, den man anhat, sondern auch die nackte Haut. Ja, wenn ich mit Eli zum Beispiel im Sommer, auch hier wissen das, gibt es entsprechende Videos drüber, wenn ich schwimmen gehe irgendwo bei uns in der Elbe, das heißt wir schwimmen beide den Fluss runter und ich spiele mal mit ihm, das heißt ich mache mal so richtig Banane oder lass ihn mal Banane machen, dann sehe ich aus wie hinterher aus dem SM-Studio, komplett von oben bis unten zerkratzt, das Blut läuft tatsächlich schon, vorne auf der Brust, an den Schultern, auch so ein bisschen am Rücken. Wir übertreiben es denn natürlich ein bisschen, ich gönne ihm das. Es tut in dem Moment im Wasser nicht weh, aber wenn ich rauskomme, brennt es wie Feuer. Ja? Und das ist natürlich das Resultat einer Wolfskralle. Mitunter. Die normalen Krallen führen natürlich auch dazu, keine Frage. Aber die sind bei Eli eher abgelaufen, kommen wir nochmal zur Pflege zu. Ja? Jo. Und dann ebenfalls noch, habe ich zusammengepackt, ist auch ein kritischer Punkt, die Rute. Ja? Ihr seht das schon, so wie Eli jetzt hier steht, ich hoffe, dass das drauf ist, noch auf der breiten Linse irgendwo. Die Rute ist kräftig und in jedem Fall gut behaart. Der Rutenansatz liegt vergleichsweise tief unter der Rückenlinie. Ja, Rückenlinie, Rutenansatz. Und hier muss man sagen, dass speziell Jäger leider immer wieder aufgrund der angeblichen und teilweise ein bisschen ist es, aber das wird zu hoch gesetzt, Verletzungsgefahr wird immer wieder für das Kopieren argumentiert. Das heißt, für das Kürzen, Amputieren der Rute. Und genau das, sagte ich, ist ein kritischer Punkt. Seht ihr das, glaube ich? Ile hat in jedem Fall etwas gesehen. Ich vermute mal, dass es entweder Radfahrer sind. Ihr seht das jetzt auch in dieser... Wir müssen kurz eingritschen, weil das eine gute Situation ist. Ihr habt die Dumbos, die bleiben ziemlich lange. Das beste Ding. Würde ich ihnen jetzt in die Augen, kann ich nicht sehen, weiß ich, es ist ein starrer, ein spitzer, ein stechender Blick. Die Hinterbeine sind breit. Der ganze Körper fängt immer mehr an zu zittern. Je mehr er jetzt wahrnimmt und wittert und riecht, desto mehr steigert sich in dieses Zittern rein. Er ist kurz vor dem Sprung. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, wäre möglicherweise, das kommt noch darauf an, was er wittert, wäre dann jenes Vorstehen anhand der Rute, die dann hinten hochgeht. Aber das war noch nicht prägnant genug. Es war kein Wild, sondern er hat hier sehr wahrscheinlich einen Menschen gerochen, der dort hinten wieder irgendwo, das sehe ich jetzt nicht, weil das ist über meiner Linie, da hinten ist zu viel Grün im Weg, hat. Und ist ein super Vorsteher, sehr wachsamer Hund, nicht wahr? Eli, komm wieder runter von deinem Ding. Und jetzt Spaß beiseite, zur Rute. Hier möchte ich mal drauf eingehen, auf Schäden, die entstehen können, wenn man halt jene Rute, jetzt ist er entspannt, jetzt seht ihr das, jetzt kann ich sie wieder anheben, ist gar kein Problem, wenn man jene Rute kürzt. Beim Kürzen der Rute, ja, fehlt die Steuerungs in der Folge.
fehlt die Steuerungs- und Balancefunktion. Das heißt, bei schnellen Wendungen, wie zum Beispiel beim Sprung oder auch am Fels und so auch im Wasser, da ist der Weimaraner, und jeder, das trifft hier auf alle Hunde, ne? Ich möchte jetzt hier nicht nur auf den Weimaraner treffen, aber wir sind bei einem Punkt, weil es hier ein Jagdhund ist und wie gesagt, es wird nicht selten von den Jägern dahingehend argumentiert. Und leider muss man sagen, auch der Weimaraner Club hat in seiner Rassebeschreibung jener FCI, die dort steht, bei der FCI geduldet, dass der Weimaraner weiterhin kopiert werden darf, wenn es natürlich immer unter der Voraussetzung die gesetzlichen Richtlinien im entsprechenden Land erlauben. Und damit finde ich, ist ein Unding, weil man das sozusagen freigibt, ja, kannst du machen praktisch. Ja. Und gut, also Punkt Nummer 1, ihr seht schon, was ich davon halte, ja. Steuerungs- und Balancefunktion können wir zusammensetzen. Punkt Nummer 2, das habt ihr eben auch wunderbar gesehen. Das heißt, ihr seht jetzt auch schon die dritte Nummer. Die Schutzfunktion der Geschlechtsteile fehlt. Das heißt, bei Angst, das ist ja Klassiker, da kommt der Punkt her, weil das bis dahin noch nicht wusste, wird der Schwanz eingezogen. Und genau darum geht es. Er klemmt die Rute bei, komm mal hier, Eli, das können wir dir nochmal wunderbar zeigen. Bei Angst klemmt er die Rute genau hier hinten unter die Eier, ja, damit genau ihm jene nicht abfallen, sozusagen. Ja. Das ist etwas, was er dann sozusagen nicht mehr machen kann. Und den dritten Punkt, den er gerade gemacht hat, was er gesehen hat, ist das Kommunikationsmittel der Rute, mit das größte überhaupt. Das heißt, nicht nur Artgenossen gegenüber, es ist nicht ganz unwichtig, damit sie ihn entsprechend einschätzen können, sondern auch für uns Menschen. Ja? Das heißt, je länger die Route ist, desto mehr Kommunikation sehe ich auch im Detail natürlich. Bei einem kurz angesetzten Stummelding, ja, ist natürlich ebenfalls noch etwas zu sehen, aber nicht mehr so wie, ne, bei dem vollen Ganzen. Dann der vierte Punkt, den ich dazu habe, dass die Analdrüsen nicht mehr sinngemäß entleert werden können. Ne? Denn nämlich, wenn eine lange Route hat, hast du immer auch eine deutlich ausgeprägtere Aftermuskulatur. Und wenn die Analdrüsen nicht mehr richtig entleert werden können, dann könnt ihr damit zum Tierarzt gehen und dieses Rumgequetsche, was ich da schon erlebt habe bei anderen, das ist das allerletzte, damit macht er auch praktisch nichts anderes, als dass er jene Funktion dieser Drüsen stört und völlig aus dem natürlichen Rhythmus rausbringt. Wer einmal damit angefangen hat, ist eine große Katastrophe, kann ich nur von abraten. Ja? Jetzt mal Krankheiten außen vor, wir gehen jetzt von einem gesunden Hund aus. Ja? Dann gibt es noch, dass bei besonders schlecht kopierten Routen auch die Violsche Drüse, das heißt die zwischen dem 5. und 7. Schwanzwirbel sitzt, verletzt werden kann. Das ist genau jene, wo Eli diese etwas, habt ihr hinten hier schon gesehen, ja, die, wo das Fell ein wenig fehlt. Das ist tatsächlich später erst entstanden. Einmal durch die, auf der vorletzten Abenteuertour, wo wir das gesehen haben, wo ich ihn warm anziehen musste im Lappland, wo er sich der Arsch abgefroren hat. Da hat er länger dieses Nachtzeug getragen und das hat ungünstigerweise hinten an der Rute gescheuert. Das hat sich wieder regeneriert, aber genau an jener Violschen Drüse halt nicht mehr. Nee, Eli, komm mal hierher. Eli, komm her. Das gibt's doch nicht. Ist alles gut. Ist alles gut. Da haben wir schon wieder Fahrradfahrer. Heute ist besonders viel los. Normalerweise wäre gar keiner. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, die Hunde aus für Corona, weil das ist ja schön, wenn sie draußen sind. Aber da in dem Fall ist tatsächlich ein Hund dabei. Ja, ist alles gut, Eli. Hast du fein gemacht. Aber nee, hierher geblieben. Genau, also das wäre, und dann natürlich der Klassiker Wundheilstörung. Ja, die kann ein Leben lang, können die immer wieder auftreten und auch zu Schmerzen kann das führen. Das können wir beim Tier gar nicht einschätzen, was auch wenn der robuster ist als wir, nichtsdestotrotz. Ja. Kurze Zusammenfassung zum Thema Rute, hatte ich euch gesagt, es war mir nicht ganz unwichtig, dass wir hier nochmal kurz eingrätschen. Ich bin kein Freund davon, dieses zu fördern, dieses Merkmal, einem Hund den Schwanz abzuschneiden, ganz kurz gesagt. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was auf meiner Webseite das meistgelesenste ist, was eines der strittigsten oder das ist das strittigste Thema beim Weimaraner überhaupt, wenn es genau um diese Rasse geht, die Fellfarben. Ja, Eli. Bevor ich jetzt auf jene Fellfarben eingehen werde, gehen wir erstmal auf die Felllänge ein. Das war erstmal ein bisschen reinkommen in dieses Ding, bevor hier die Emotionen gleich hochkochen. Und da beginnen wir genau mit dem, den wir hier mal zu sitzen haben, nämlich einem Kurzhaar, Weimaraner.
Bezüglich der Felllänge haben kurzhaarige Weimaraner ein sehr dichtes, glattes und dicht anliegendes Deckhaar, aber halt nur, und das ist das Problem, mit wenig Unterwolle. Und das ist ja noch der Grund, ich hatte es eben gerade schon gesagt, was trägt ein Nachtzeug in Lappland? Der Weimaraner friert bei niederen Temperaturen und oder aber auch natürlich bei Müdigkeit, die entstanden ist durch zuvor längerer Belastung. Ja. Und im Vergleich zu anderen Hunderassen hier halt mehr. Nicht nur im Vergleich zu Langhaarrassen, das ist klar, logischerweise, der Hund, der langeres Fell hat, was entsprechend dicht ist, vorausgesetzt, ist natürlich, was das angeht, mehr geschützt. Aber auch schaue ich mir hier Kurzhaarhunderassen an, da gibt es auch Unterschiede. Von außen sieht es immer gleich aus, aber man muss dazu sagen, genau das ist der Punkt, er besitzt keine Unterwolle. Und hier muss ich allerdings sagen, das ist natürlich... Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Ja? Und da kann man jetzt sagen, was, ein Jagdhund, der friert, wenn er draußen im Kalt ist, natürlich ziemlich ungünstig eigentlich. Da könnte man schon sagen, ein bisschen nicht ganz korrekt gezüchtet. Wenn man das auf den Nutzen her sehen will, wäre da ein langhaariger Weimaraner möglicherweise besser geeignet. Persönlich mag ich den Kurzhaar-Weimaraner genau aufgrund jener Eigenschaft, da ich praktisch... bei mir kein, darf man das überhaupt sagen, wenn man das so sagen möchte, kein Dreck habe in der Bude. Ich wohne zwar in meiner kleinen Holzhütte und ich könnte, wenn ich auskehre, jede Woche auf meinen 25 Quadratmetern, die ich mit Ima Eli teile, könnte ich ein Kerblech nehmen und würde pro Woche ein volles Kerblech an Erde, Staub, Muzeln und was nicht immer alles irgendwo rauskriegen. Ja, ganz normal. Aber, und jetzt darf ich mich hier outen an dieser Stelle, Eli hat seine eigenen Plätze, dazu gehören ein eigenes Sofa, was wir eigentlich teilen. Eigentlich ist es seins, ich kriege da nicht viel von ab. Aber der Punkt ist auch, ja, jetzt kommt es, der Junge schläft bei mir im Bett. Und zwar schon sein Leben lang. Ich weiß, auch da kann man, ist ein strittiges Thema darüber. Ich habe das damals als Welpe angefangen und habe es konsequent durchgezogen, aus dem Grund, weil ich ihn halt nicht ausgrenzen wollte für etwas, was er von Geburt an gewohnt war. Nicht nur Eli, auch andere Hunde. Das muss man auch dazu sagen. Das kann ich mir aufgrund meines Lebensstils erlauben, weil ich halt dem Hund diese Priorität gebe. Ich weiß, dass es da durchaus Argumentationen gibt. Das könnte man ein eigenes Video wirklich drüber machen, über dieses Ding. Ist es gut oder ist es nicht? Da ist in jedem Fall ein strittiges Thema, fällt unter diesen Punkt Erziehung. Aber das ist hier meine Erziehung, die ich mache. Und für mich ist es nur wichtig, dass ich damit klarkomme. Ganz einfach. So, ja. Was denn andere davon halten, ist mir praktisch völlig egal. Und genau in diesem Punkt muss ich sagen, schlafend im Bett habe ich praktisch keine Haare großartig drin. Natürlich ein paar kleine, die da rumliegen, die kann ich einmal kurz ausbürsten. Ansonsten ist selbst bei einem hellen Bettlaken das Ding eher sauber. Und was mir noch viel wichtiger ist, weil ich so einen intensiven Lebensstil mit Eli zusammen betreibe, das heißt, er überall dabei ist, auch im Fahrzeug sitzt er sitzt vorne auf seinem Platz, hat auf dem Sitz, er sitzt sich in Decken, überall. Eli ist praktisch, ihr werdet nirgendwo Eli praktisch alleine, beziehungsweise mich irgendwo alleine. Ne? Selbst wenn ich einkaufe, gehe rein in den Kaufhalle, Supermarkt, muss ich ihn draußen lassen, das ist klar. Wenn ich in ein Krankenhaus gehe, muss ich ihn auch, aber ansonsten nehme ich ihn überall mit. Kommen wir nochmal zum Thema Erziehung zu. Aber in diesem Zusammenhang, das ist der Punkt, ich hätte überall diese Haare, die würden überall rumliegen und ich kenne das von anderen Hunden, da ich auch schon andere Hunde, da habe ich mir diesen Vergleich erlauben. Ist das, was das angeht, unhygienischer, es wäre einfach nur nervig mit den Haaren, wenn die dir überall dran kleben. Je nach Hunderasse ist es auch ein unangenehmer Geruch. Und das ist etwas, was ich bei Ila überhaupt gar nicht habe. Er ist, was das angeht, wirklich von Natur aus sauber. Darf man das so sagen? Auch das, ganz wichtig, ist wieder nicht diskriminierend anderen gegenüber. Das möchte ich hier noch auf hinweisen, denn auch ich, das sage ich immer wieder, hatte auch andere Hunde. Aber es geht ja hier um den Weimaraner. Ich sage das hier ganz besonders, weil Menschen fühlen sich ganz schnell mal angegriffen. Was, jetzt wird der Sein da besonders gelobt und meiner wäre weniger wert. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja? Ich rede hier nur von ihm, in diesem Vergleich mit anderem, was an ihm besonders ist. Bei dem Kurzhaar-Weimaraner. Ja? Und bei dem Kurzhaar-Weimaraner muss man auch sagen, dass der blaue Kurzhaar-Weimaraner vom Wesen eher dem eines Grauen entspricht, als überhaupt einem Langhaar-Weimaraner. Das heißt, wesensbedingt ist der Langhaar-Weimaraner von den beiden Kurzhaar-Weimaranern, wenn man die untereinander vergleichen würde, deutlich weiter entfernt von seinen Merkmalen, Charaktereigenschaften, Wesensmerkmalen, als dass die beiden anderen möglicherweise voneinander
entfernt wären. Und zu jenem Langhaar-Weimaraner, weil wir jetzt gerade die kurze hatten, kann man sagen, dass 1935 bei eben jener Dachorganisation der FCI diese Varietät als Langhaar-Weimaraner eingetragen wurde. Die hat zwar schon vorher existiert, aber sie war tatsächlich nicht sonderlich erwünscht. Ja? Vor allen Dingen nicht vom Weimaraner Club. Irgendwann musste man denn dazu übergehen, offensichtlich das denn doch anzuerkennen. Und dieser Langhaar-Weimaraner, der kann sowohl ein langes, weiches, aber auch ein deutlich kürzeres oder härteres Fell haben. Ja? Und die Körperoberseite ist dabei dichter behaart, grundsätzlich, als die Körperunterseite. Das ist natürlich auch mit dem Kurzhaar ebenfalls gemeinsam. Ohren, Rute und Läufe besitzen in der Regel ein längeres und weicheres Haar. Das sticht, denke ich, beim Langhaar-Weimaraner auch optisch, wenn man die Bilder jetzt auch so sieht, ja, wo das lange Fell denn eher hängt im Vergleich zum Rest des Körpers. Mit ein Grund allerdings für die wesentlich geringere Anzahl an jene Langhaar-Weimaranern ist halt die Dominanz der Kurzhaarvererbung, das ist etwas, was deutlich öfter vorkommt, genetisch gesehen, aber auch natürlich die Selektion in der Zucht. Das heißt, die Kurzhaar werden da in der Regel bevorzugt gezüchtet. Und zum Langhaar-Weimaraner kann man grundsätzlich sagen, wo ich schon auf das Wesen gerade gesagt habe, dass dieser eher eine Spur mehr Jagdhund noch ist, als es der Kurzhaar ist. Und damit meine ich sowohl Kurzhaar hell als auch dunkel. Und genau jene Mehrspur Jagdhund macht indirekt auch eine etwas im Vergleich, muss man immer sagen, allgemein gesehen, geringere Familientauglichkeit aus. Das kann man nicht verallgemeinern. Auch ich kannte mal jemanden, mit einem Langhaar-Weimaraner und so vom Charakter, er wurde jagdlich geführt, habe ich mir gesagt, naja, würde ich ihn auch nicht unbedingt jetzt als jenen universellen Familienhund haben wollen. Das heißt aber nicht, dass das nicht möglich wäre. Denn zumindest habe ich auch von welchen gehört, bei denen der Langhaar-Weimaraner genauso in der Familie, in dem Alltag auch mit Kindern mitlebt, wie es der Kurzhaar. Ich denke, alles ist möglich. Es ist eine Frage, wie man mit dem Tier umgeht. Ja, aber zumindest bekannt ist er eher für jene mehr Jagdlichkeit. Und das ist auch, was ich ja schon erwähnt hatte bezüglich der Felllänge mit dem Frieren, was in meinen auch eher Sinn macht. Der Langhaar-Weimaraner, zumindest bei der ich kannte, der war sehr auf Wasserjagd auf. Die hat damit, ist doll auf Wasservögel gegangen. Und da war seine Passion. Und da hat man auch gesehen, wenn er irgendwo rauskam, natürlich aus dem kalten Nass und das auch im Winter. Denn ist er natürlich trotzdem nass und wird ihm kalt, keine Frage. Aber der Kurzhaar-Weimaraner, sofort eine Erkältung, während der Langhaar, je nachdem, wie er natürlich ausgestattet ist von dem Fell, von den Haaren, da eventuell im Vorteil wäre, also sehr wahrscheinlich im Vorteil ist. Ja. Das heißt, hier wären die jagdlichen Eigenschaften meiner Meinung nach etwas günstiger gelegt als die des Kurzhaar-Weimaraners. Ja, und dann kommen wir zu jener Kontroversen, die ich jetzt angesprochen hatte, ist schon ein bisschen durchkommen lassen, wo der eine oder andere möglicherweise schon drauf gewartet hat, der sich mit Weimaranern irgendwo auskennt. Ja, das Thema der Fellfarbe. Während sich beim Langhaar-Weimaraner die Anerkennung ja gewechselt hat, das heißt beim FCI eingetragen wurde, zur Rassedazugehörigkeit als Varianz, ja, wird der Blaue, wir reden von Eli gerade, Eli. Das heißt, in der Farbe gesehen, der dunkelgraue bzw. anthrazitfarbene, das wird als Blau, für alle, die es nicht wussten, sich da nicht auskennen, der blaue Weimaraner ist der dunkelgraue anthrazitfarbene, während der graue Weimaraner, der so wie er bekannt ist, eher der hellgraue bis silbergraue ist. Das muss man hier differenzieren und darum geht es. Ja? Und nach wie vor wird halt jener dunkelgraue bzw. blaue vom Weimaraner Club und damit, der legt ja auch die Rassekategorisierung beim FCI fest, nicht anerkannt. Die Fellfarbe, genau, vom Weimaraner wird ausschließlich dort als Silber-, Reh- oder Mausgrau mit jeweiligen Übergängen zwischen diesen Farbtönen definiert.
Kopf und Ohren sind meist grundsätzlich etwas heller. An Brust und Zehen können weiße Abzeichen auftreten. Das habt ihr, glaube ich, auch bei Ila gesehen. Wir heben jetzt nicht immer an, ich bin froh, dass er gerade liegt. Ja. Habt ihr gerade das weiße Muttermal. Sieht in dem Fall so ein bisschen aus wie so ein entstellter Revolver, wenn man das sagen will. Oder eine Pistole irgendwo. Ja. Nicht die hinten zwischen den Dingern hängt, sondern die hat er nochmal vorne auf der Brust. Doppelt hält besser sozusagen. Erkennt ihr schon, was er für ein Macho ist. War schon von Geburt aus an. Ja. Musste doppelt posen sozusagen. Auf dem Rücken hat er dann auch einen mehr oder weniger ausgeprägten Aalstrich. Auch das ist praktisch bei allen, die ich jemals hatte, sowohl helle, nennen wir sie einfach mal ganz unparteiisch helle, als auch dunkle, war das auch praktisch identisch. Ja? Und genau in jener FCI-Beschreibung steht als disqualifizierender Fehler eine Abweichung von Grautönen wie gelblich oder bräunlich. Farbe anders als grau, blaue Tönung. Gänsefüßchen Ende. Das ist ein disqualifizierender Fehler, Eli. Du bist raus. Ab mit dir. Nein, Eli, das sollst du nicht wörtlich nehmen. Wir sind ja keine Rassisten. Du bist drin natürlich. Keine Frage. Ja. Aber, und das muss man sagen in diesem Punkt, bis heute lobbyiert halt jener Weimaraner Club diese Meinung, die dort halt so festgeschrieben ist. Und das ist aber... Im Gegensatz dazu veröffentlicht er, man könnte auch sagen andererseits, keine genetischen Nachweise über entweder Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen dem Grauen und Blauen. Und persönlich, das heißt ich, ja, werte genau jenes offensichtliche, nicht gewollte, gewollten Gegenbeweis als inoffizielles Geständnis genau jenes gemeinsamen Erbgutes. Ja. Mir sieht die ganze Nummer hier... Dürft ihr mich, das ist meine Meinung. Mir sieht es hier eher nach einer rassistischen Ignoranz eines hellgrauen Idealbildes, anstatt nach wissenschaftlichen Fakten aus, welche, und das ist nämlich der Punkt daran, sich ganz einfach, leicht zweifelsfrei belegen ließen, wenn man das denn wollte. Es ist ein leichtes. Ich kann ja von zwei Hunden, die ich hatte, gleichzeitig nehme ich mir hier mal die Proben ab und vergleiche die genetisch und schaue mir die an. Ich denke, das ist ein Ding, was übrigens jeder Laboraffe, hätte ich jetzt schon fast hingesagt, ja, irgendwo belegen kann. Und dann wäre diese Debatte sofort aus der Welt. Also wir können das innerhalb von ein paar Stunden machen und dieses Thema, was hier schon seit Jahrzehnten kocht, was immer wieder hochkocht, wäre damit beendet. Und genau das wird nicht gemacht. Und das kreiden zu Recht jene Weimaraner Enthusiasten, jenem Weimaraner Club an, der genau diese Hunde nur aufgrund der dunklen Fellfarbe ausgrenzt, diskriminiert, nicht anerkennt, wie man es immer nennen mag. Ja. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, warum? Dominik, warum hast du denn die Meinung? Kann jeder eine Meinung haben, wie er will? Ja, jetzt kommt aber der interessante Punkt. Das, was möglicherweise nicht allen oder was ganz offensichtlich nicht allen klar war, habe ich zumindest aus meiner Erfahrung im Leben mit 24 Jahren Weimaranern herausgefunden, erfahren müssen, ist, dass genetisch gesehen jeder Weimaraner durch das farbbestimmende Gen braun ist. Aber genau jene braune Farbe tritt phänotypisch nicht in Erscheinung. Jetzt kommt es nämlich, warum sind Weimaraner grau? Denn durch die Mutation dieses immer vorhandenen Dilution-Gens, wer das schon mal von gehört hat, Dilute oder Dilution heißt grundsätzlich Verdünnung. Das führt zu jenem entweder einem Grau, das heißt der Aufhellung aus der Grundfellfarbe Braun, oder aber zu einem Blau, das heißt der Aufhellung aus der Grundfellfarbe Schwarz. Jeder Weimaraner, das ist jetzt hier der Punkt, jeder Weimaraner, egal ob blau oder grau, besitzt also eine fellverdünnte Farbe und ist nie völlig pigmentiert. Das muss man erstmal verstanden haben. Es gibt also theoretisch massenweise an Variationen, die natürlicher Ursprungs vorkommen. Und laut den Mendelschen Regeln, die wir alle mal irgendwo im Biologieunterricht hatten, vererben Elterntiere genau jene auffällenden Eigenschaften, gibt da diese Kombination, Mendelsche Gesetze, könnte man separates Video drüber machen, aber nur ganz kurz gesagt, ist es im Prinzip, diese Weitervererbung jener auffällenden Eigenschaften tritt zu 25% beim Nachwuchs auf.
25%. Jetzt könnte man sich natürlich die berechtigte Frage stellen, was passiert eigentlich mit den anderen 75%, die auch auftreten können? Und was hatten wir anfangs gehört bei der Geschichte? Bei den nicht erwünschten wurden ausselektiert. Nicht erwünscht. Tonne auf, Tüte rein, Klappe zu, Affe tot. Bei der Geburt. Wir kennen das bei Hühnern. Ja? Und leider, das muss ich sagen, das ist nichts, was in der Öffentlichkeit ich zumindest mitbekommen hätte, was groß, was überhaupt mal wahrgenommen wurde. Aber man kann sich mal darüber in den Kopf machen, was passiert, wenn die Laune der Natur plötzlich aus einem möglicherweise hellen Wurf einen dunklen herausbringt. Weil irgendwo in der Genetik, könnt ihr euch vorstellen, was mit diesem Tier passiert? Wollen wir hier gar nicht drauf eingehen. Ne? Das heißt, wir haben hier also gelernt, das ist beweisbar, das ist unstrittig belegbar, dass der Weimaraner genetisch eigentlich braun ist. Ne? Wir wissen jetzt, warum das grau auftritt, die Luschen gehen. Und bei anderen Hunderassen wird genau jene Grundfellfarbe, dieses hellbraun, was sie eigentlich haben, nicht beeinflusst. Aufgrund jenes Gens. Und gehen wir jetzt mal drauf ein. Bevor ich jetzt noch mal kurz zu diesem Gen komme, was der eine oder andere, wenn wir jetzt den Weimaraner mal außen vor lassen, wo wir das eben zu finden, wie uns zum Beispiel Mäuse, Ratten, viele Katzenrassen, sehr viele Katzenrassen, die diese graue Farbe wünschen, haben, genau nur aufgrund dieses Delusion-Gens. Pferde, ne, wir zum Beispiel so ein Pferd haben, was eigentlich braun wäre, aber deutlich hellbrauner und dann aber doch eine dunkelbraune Mähne. Möglicherweise auch Delusion-Gen. Und selbst beim Mensch gibt es genau jenen Gendefekt. Und zwar ist es, habe ich gefunden, eine sehr, sehr seltene Form des Albinismus. Und zwar so selten, dass sie nur ungefähr 1 zu 1 Million auftritt. Angeblich wären wohl Pi mal Daumen roundabout 150 Menschen aufgenommen, das heißt statistisch erfasst, die diesen Gendefekt haben. Und der führt dann genau zu ähnlichen Sachen praktisch jetzt wie beim Weimaraner. Der Mensch wird in dem Fall nicht grauen, aber hat halt entsprechende Krankheiten, die sich da mit sich bringen. Jo, wir haben den ersten Akku leer gequakt, ja, ich habe 5 Stück mit. Gut, wir waren beim Dulute-Gen und davon sind nicht nur Weimaraner, sondern auch andere Hunderassen betroffen, wie zum Beispiel, was heißt betroffen, enthalten dieses Verdünnungsgen, wie zum Beispiel Labrador, Bulldogge oder Dobermann. Und hier muss man sagen, dass es bei bestimmten Rassen gewollt ist, diese Aufhellung der Grundfellfarbe und bei anderen wiederum nicht. Aber sie betrifft halt mehrere. Und üblicherweise sind halt die Tiere, oder sagen wir, wir bleiben jetzt mal bei den Hunden, die von diesem Dilute, diesem Verdünnungsgen, dieses beinhalten, wenn die betroffen sind, dass sie auch eine Hautkrankheit, die CDA haben. In dem Fall Color Delusion Alopecia heißt das, wenn ich mich da recht ausgedrückt habe. Man kann auch ganz einfach sagen, genauso unaussprechbares Wort, Farbmutantenalopazie. Und in diesen Fällen treten dann eher helle Pigmentfetten, das heißt, wenn man diese Krankheit hat, treten dann helle Pigmentflecken, Ekzeme, Haarausfall sowie auch meist ein empfindlicher Magen-Darm-Trakt in Erscheinung. Und hier muss man sagen, dass behauptet wird, also zumindest ist es das, was man das liest, dass der Weimaraner als einzige Hunderasse überhaupt genau nicht von jener CDA trotz der des vorliegenden Dilute-Gens betroffen wäre. Warum sage ich jetzt behauptet? Na, ich sehe es ganz einfach so, weil es genauso ist wie mit der Herkunft des Weimaraners. Es werden Aussagen getroffen, man findet verschiedene, aber keinen eindeutigen Beweis. Denn jetzt kommt es nämlich. Ich kenne durchaus Weimaraner, die genau von jenen Hautkrankheiten betroffen sind, als auch jenen empfindlichen Magen-Darm-Trakt haben. Hier ist es natürlich schwierig, grundsätzlich, das betrifft jetzt nicht unbedingt das Dilute-Gen und auch nicht nur den Weimaraner, sondern grundsätzlich natürlich genau zu differenzieren, woher resultiert diese Krankheit bzw. woher kommen diese Erscheinungen. Das heißt, die Ursache 100% herauszufinden, das heißt nicht nur über einen Ausschluss, man könnte ja auch sagen, ach, das liegt am Futter, an der Luftunverträglichkeit oder an irgendwelchen Haarmilben oder was auch nicht immer da rein, das ist natürlich ziemlich schwierig. Ja, aber zumindest weiß ich, dass es Weimaraner gibt und nicht gerade wenige, die ebenfalls von jenen Anzeichen dort aufweisen. Aber woher die kommen, das kann ich nicht sagen.
Das ist zumindest ein Punkt. Und daher habe ich gesagt, wird das nur behauptet. Persönlich, wenn er mich jetzt fragt, was dem, was ich so betrachtet habe bezüglich diesem und was ich weiß, erscheint es mir nicht ganz logisch, dass man den Weimaraner da als etwas, er ist ein erhabenes Tier, keine Frage, aber als jemanden hinstellt, der auch was an oder die Krankheiten angeht, auch noch praktisch sozusagen völlig resistent wäre. Und das war als einzige, also als offensichtlich einzige Hunderasse überhaupt. Da müsste man mir doch mal den Grund sagen, warum das so sein soll. Und da haben wir genau nicht in den gleichen Punkt wie mit der genetischen Nachweisung über hell und dunkel und der zusammengehörig Gemeinsamkeiten der Gene. Es gibt keinen Nachweis. Und immer wenn so ein Beweis fehlt, das zumindest ich, ne, für alle, die es noch nicht wussten, ich bin ein sehr kritischer, skeptischer Mensch. Ich halte mich an die Fakten, die belegbar sind und ziehe meine eigenen Schlüsse aus meiner Erfahrung und meinem Verstand. Aber wenn etwas nur behauptet wird und ich da nichts sehe, was greifbar ist, dann sage ich erstmal, dass es behauptet wird. Ich nehme das nicht als gegeben hin. Das wollte ich damit nur sagen. Ja? Also für all jene, die jetzt hier Probleme haben oder das vielleicht schon mal nachgewiesen haben bei ihren Weimaranern durch irgendeinen Arzt, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, hier ist das Zertifikat, beziehungsweise hier ist das Gutachten, medizinische Dokumentation, ist so oder ist halt nicht so. Ja? Würde mich auch persönlich gerne interessieren und der guten Ordnung halber am besten natürlich auch Kommentare bei mir auf der Webseite. Immer ganz gern gesehen. Und dann noch einen kleinen Fun-Fact, wenn man das so nennen darf, zu diesem Thema Blau, Grau, was auch immer, schaut man sich frisch geborene Welpen an. Das heißt, von Tag, wo sie das Licht zum ersten Mal erblickt haben, dieser Welt, bis die nächsten Tage hinein, dann verliert sich's immer mehr. Aber in diesem Bereich sind sie praktisch katzenartig getigert. Und jenes Merkmal habe ich sowohl bei Blauen als auch bei Grauen gesehen. Ja, egal, ob es also ein heller oder ein dunkler Weimar, sie waren praktisch alle katzenartig getigert. Das sind also auch so Sachen, so ein bisschen ähnlich wie mit den blauen Augen. Ich kaufe mir jetzt das Tier, weil es sieht nämlich auch ganz interessant aus irgendwo. Ja? Aber da seht ihr, und das sollte eigentlich jetzt das könnte eine Kernaussage sein, die ist zwar ziemlich vernichtend, möglicherweise, wenn man das jetzt verstanden hat, aber es ist offensichtlich ein wissenschaftlicher Fakt, der belegbar ist, dass jeder Weimaraner ein Gendefekt hat. Jeder. Das heißt, genetisch gesehen ist der Weimaraner krank. Wir Menschen mitunter wahrscheinlich auch irgendwo, ja, weil wir uns irgendwo und auch andere Tiere. Aber der Punkt ist, dass der Weimaraner ja genau dadurch entstanden ist. Ja? Das heißt, man hat ganz bewusst jenen Gendefekt, jenes Delusion, jenes Aufhellungsgen hat man bewusst gefördert. Jene silbergrauen Fellfarben wollte man haben. Das heißt, man hat ganz bewusst Tiere genommen oder versucht weiterzuentwickeln, zu kreuzen und zu züchten damit dann, die genau jenen Gendefekt haben. Und so gesehen könnte man jetzt sich da mal die Frage stellen, wenn man das denn wollte, wo denn eigentlich noch der Unterschied ist zwischen einem hellen oder dunklen, das heißt zwischen einem grauen, silbergrauen oder einem blauen, dunkel anthrazitgrauen. Wo ist denn der Unterschied, wenn beide vom Delute-Gen betroffen sind, in der gleichen Weise, nur jeweils durch die genetische Vervielfältigung praktisch, das heißt auch Kombinatorik, ein anderes äußeres Erscheinungsbild entsteht? Ist es denn eine andere Rasse deswegen? Nur weil die Fellfarbe außen anders erscheint? Schauen wir uns den Langhaar-Weimaraner an, der hat ja langes Fell. Jetzt aber trotzdem die gleichen Gene, was das betrifft zumindest. Und da, wenn man sich denn genau mit dieser Thematik beschäftigt und dann könnte man zu der Erkenntnis kommen, dass diese ganze Debatte um diese Fellfarben, das heißt auch mit diesem rassistischen Touch, den ich anfangs erwähnt hatte, irgendwo in meinen Augen völliger Bullshit ist. Wissenschaftlich, genetisch gesehen ist es alles Quatsch. Es geht hier um eine Ideologie, die verbreitet wird. Denn genauso wenig, wie ich zum Beispiel einen Weimaraner angrund seiner Fellfarbe beurteile oder kategorisiere, mache ich das auch nicht bei einem Menschen. Stellt euch das mal vor. Ja. Denn da kommt man nämlich ganz schnell, oder anders gefragt, wie nennt man einen Mensch, der einen anderen Menschen aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes der Hautfarbe diskriminiert, verurteilt, selektiert,
ausstößt, nicht anerkennt. Wie nennt man solch einen Menschen? Und möchte ein Tierbesitzer oder vielleicht Züchter als solch etwas benannt, betitelt werden? Das kann man sich auch mal die Frage stellen. Zucht ist immer eine gewisse Förderung spezieller Eigenschaften, ohne Frage. Aber das heißt, sowohl der charakterlichen als auch des äußeren Erscheinungsbildes. Aber ethisch gesehen und wissenschaftlich gesehen sollte man hier meiner Meinung nach stark differenzieren, wie viel Sinnhaftigkeit dahinter steckt, jene Merkmale derart herauszuheben oder zu picken und andere im Gegensatz dazu komplett bam zu machen. Und die Nummer macht in meinen Augen keinen Sinn. Das trägt zumindest nicht zu einer gesunden Artenvielfalt und auch nicht zu einem gesunden Miteinander von uns allen, sowohl den Menschen als auch den Tieren bei. Denn jene Diskussion führt immer wieder zu kochenden Gemütern, die ich jetzt damit wahrscheinlich auch wieder angeregt habe, keine Frage. Ja, ich bin es ja gewohnt, muss man dazu sagen. Meine Webseite, die ich betreibe, war noch nicht lange auf dem Markt damals. Das fand an, ich glaube, ein gutes Jahr. Ich glaube, Ende 15 oder 16, habe ich meine ersten bösen E-Mails zum Thema bekommen, als ich genau jenes, was ich hier jetzt gesagt habe, veröffentlicht habe. Die Absender haben sich nicht geoutet, aus welcher Richtung eines Verbandes sie eventuell stammen könnten. Das wäre auch ziemlich unklug gewesen. Ja? Ich würde die deswegen auch nicht verurteilen oder nicht den Verband verurteilen. Aber ich weiß zumindest, was es bedeutet, mit so einer Aussage, die ich jetzt hier getätigt habe, an die Öffentlichkeit zu gehen. Man handelt sich da mitunter nicht nur Freunde ein. Aber, und das ist ja ein Merkmal meiner Videos, das ist ein Merkmal meiner Art, das ist der Charakter meiner Webseite. Ich bleibe hier bei den Fakten. Bang. Und was man denn davon hält, wenn man die Fakten nicht sehen möchte, das ist nicht mein Problem. Und dann gibt es nämlich noch eine Spekulation, die tatsächlich zu diesem Thema, um das Ganze nochmal abzurunden, betrieben wird bei den blauen Weimaranern. Und zwar gibt es Behauptungen, dass diese eigentlich, so wird es gern gerechtfertigt, hört man immer mal wieder, dass sie eigentlich aus den USA stammen würden. Wahrscheinlich, weil sie da sehr populär sind. Dieser Fakt ist allerdings dahin widerlegt, dass der damals erste, jemals in die USA offiziell eingeführte Weimaraner, blaue Weimaraner, Namen Cäsar von Geiberg, ist geboren 1947 beim baden-württembergischen Züchter Ludwig Gaul aus Geiberg, wohl angeblich ganz offensichtlich aus einer deutschen Zucht stammt. Ja, also damit ist das Thema schon peng. Ja. So viel zum Thema blaue Weimaraner in den USA, zum Thema silberne Weimaraner USA. Wie kommen die eigentlich dahin, könnte man sich jetzt die Frage stellen. Ja, hier gibt es möglicherweise folgende Fakten, dass die allerersten Weimaraner in den USA grau gewesen sind. Und der Mann namens Howard Knight, 1884 bis 1965 gelebt, wurde vom Weimaraner Clubmitglied dem Fritz Großmann inspiriert an den Weimaranern, fand das toll und bestellte dann 1928 entgegen des eigentlichen Clubverbots der Abgabe eines Weimaraners in das Ausland einen Weimaraner Rüden und eine Hündin. Allerdings haben die sich dann bei Ankunft in den USA als sterilisiert herausgestellt. Schön verarscht, könnte man sagen. Ja? Und daraufhin hat halt jener Knight diesen Import nochmal wiederholt. Und zwar mit dem Maß von der Wolfsriede sowie der Aura vom Gauberg und der Dorle vom Schwarzen, wenn man die Namen jetzt nochmal so richtig zusammengepickt habe. Und 1939 wurde dann unter seinem Zwinger, dem sogenannten Silver Knight Kennel, ein erster Wurf im deutschen Zuchtbuch eingetragen. Ne? Bei dem amerikanischen Züchter im deutschen Zuchtbuch eingetragen. Und 1942 wurde dann der Weimaraner Club von Amerika, der WCA, gegründet und durch den American Kennel Club auch anerkannt. Und so wirklich populär wurde der Weimaraner in den USA, denn so ungefähr in den 50er Jahren. Beispiele werden wir hier zum Beispiel die Heidi, Weimaraner Hündin vom Präsidenten Eisenhower.
1890 bis 1969. Die Grace Kelly hatte ebenfalls einen, Frank Sinatra hatte auch einen Weimaraner. Ja? Und mittlerweile muss man allerdings sagen, ist der Weimaraner dort eigentlich noch mehr Modehund als bei uns, also zumindest eher gewesen als bei uns, und wird in den USA mehr nach dem Aussehen gezüchtet als nach der Leistung. Das heißt, er wird dort eher als Familienhund gehalten, als dass er bei uns halt mehr als Jagdhund gehalten wurde. Ja? Und neben diesen dann auch allerdings als Rettungshund, Therapiehund, Polizei- und Drogenspürhund. Und zu meiner Verbindung Weimaraner USA kann ich einfach nur sagen, würde ich jetzt, wir könnten nochmal ein separates Video machen über Eli, sein Leben. Das heißt, es gibt ja schon ein Video, habe ich mal genannt, 6 Jahre im Hundeleben. Das ist mal so eine kleine Collage, die ich zusammengestellt habe. Ich meine jetzt mit auch Fakten, die ich so nenne dazu, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Vom ersten Tag der Geburt an, ich habe Eli sozusagen zur Welt gebracht und dann bis heute inklusive. Könnte mal so mal ein Ding zusammenbringen. Aber hier mal nur kurz zu diesem Fakt USA. Mit ihm in den USA kriege ich Angebote, die sind jenseits von Gut und Böse. Jeder Mensch, der da irgendwo besonders raffgierig, geldgeil oder auf Status stehen würde, ja, denn da können sie sich mit Eli eine goldene Nase verdienen. Was meint ihr, was der Amerikaner bereit ist, für, also nicht nur für Eli zu bezahlen? Das ist ja, da habe ich schon sehr unseriöse Angebote in Deutschland bekommen, nicht nur aufgrund des Aussehens, sondern leider, die denn auch wussten, hatte damals noch mit der Zucht zu tun, auch was die Eltern, die Herkunftstiere angeht. Ja, davon mal ausnehmen, weiß der Amerikaner nicht nur einmal den Punkt Eli Blau. Eli aus Blau ist in den USA deutlich populärer als Grau, also Silbergrau. Eli aus Deutschland. Und dennoch nach Eli mit diesem Punkt, mit den charakterlichen Eigenschaften und meiner Verbindung Assoziität, das heißt für Bekanntheit. Habt ihr eine Ahnung, was die bieten würden für einen Wurf von ihm? Damit wäre ich alle Probleme los, die ich dann hätte, in jedem Fall. Ja, aber ihr seht auch, konsequenterweise nutze ich nicht mein Tier, um genau jenen Profit zu schlagen. Das habe ich auch nicht beim Wurf gemacht. Aber da gehen wir ruhig mal drauf ein. Ja, das machen wir ruhig mal. Das ist eine gute Idee, ist mir gerade ganz spontan gekommen. Das können wir mal bringen. Und einen letzten Punkt hätte ich noch zu sagen zum Thema Varianz, Varietäten. Varietäten, aber klingt komisch, ist es also. Beim Weimaraner, wir hatten jetzt den Langhaar, wir hatten die Kurzhaarsachen, diese Fellfarbengeschichte, die da leider auch mit reinspielt. Und dann gibt es noch den sogenannten slowakischen Raubart. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für das Entstehen einer neuen Rasse. Denn 1944 kreuzte man einen Weimaraner mit einem böhmischen Raubart und einem deutschen Drahthaar. Und diese Würfe sind beim slowakischen Jagdverband denn ab 1950 als jener slowakischer Weimaraner Raubart geführt worden. Diese rauhaarige Form, man sieht das, ist wirklich wie genau das, was reingekreuzt wurde. Ja, Drahthaar, Raubart, sieht an den Lefzen hängen diese langen Fitzel runter, an den Ohren ist das Ganze. Also es hat auch nichts mit dem Langhaar zu tun. Auch die Schnauze ist entsprechend anders geformt, kürzer. Es ist wirklich, wie der Name schon sagt, eine sehr gute Mischung, wenn man sich die beiden Rassen oder diese drei vorstellt. Es kommt genau das raus, was man sich auch vorstellen würde. Ja, und das entsprach allerdings nicht dem Standard des Weimaraner Clubs. Das kann man sich natürlich vorstellen, der sich 1974 geweigert hat, genau jene Form als den Weimaraner anzuerkennen. Ja, und hier muss ich sagen, kann ich tatsächlich allerdings auch nachvollziehen, denn hier wurde ja ganz offensichtlich auch mit einer anderen Rasse gekreuzt. Ja, das ist also nicht mehr Weimaraner mit Weimaraner, wo man sagt, graue Fellfarbe, blaue Fellfarbe kreuzen wir miteinander, sondern hier kreuzen wir definitiv mit einer anderen Rasse. Da kann ich wirklich mitgehen, wenn man jetzt nach so einem Zuchtbuch-Standard halt geht. Ja, und demzufolge hat dann der slowakische Züchter einen Antrag gestellt als genau eigenständige Rasse beim FCI, und 1983 ist das denn auch anerkannt worden als jener slowakischer Raubart. Ne? Steht da und dem FCI Standard Nummer 320 vom 24.06.1996 ist da die letzte Aktualisierung, die ich gefunden habe. Auch FCI-Klassifizierung Gruppe 7 Vorstehhunde, Sektion 1.1, die kontinentalen Vorstehhunde, auch Typus Bracke, ebenfalls mit Arbeitsprüfung. Aber genauso wie beim Weimaraner haben wir gesehen, aber andere neue Rasse. Ja? Und
auch genau hier kann man jetzt noch über den Punkt nachdenken. Ja, wenn man sieht, okay, ist eine andere Rasse eingekreuzt worden, komplett andere Eigenschaften, sowohl was den Charakter angeht, als auch irgendwo das phänotypische Erscheinungsbild. Ja, und dann schaut man sich jetzt hier den blauen an und den silbernen, ja, oder den blauen und den grauen. Und da fragt man sich, das kann doch keine andere Rasse sein. Ja, denn das ist ja nämlich das Interessante daran, was man aus diesem slowakischen Raubart ableiten könnte. Wenn etwas als neue Rasse geführt wird, ist es klar, es ist raus, keine Frage. Es ist kein Weimaraner mehr. Aber was ist, wenn das keine eigene Rasse ist? Was ist es dann, ne? Ein disqualifizierender Fehler haben wir gelernt. So, Eli. Und fühlst du dich auch als disqualifizierender Fehler? Ja? Eigentlich nicht so, ne? Wir sehen das anders. Weil wir sind keine Rassisten, ja? Wir sind tolerant. Und demzufolge ist, ja, Ila, jetzt sag mal, du hast schon so lange hier rum hier bemüht, ne? Aber weißt du was, Ila? Jetzt haben wir so lange haben wir über dein Aussehen erzählt, weil das jetzt natürlich, also über das Weimaraner Aussehen allgemein, ja, weil das natürlich der populärste Faktor irgendwo ist, der mir immer ins Gesicht spritzt, könnte man schon sagen. Und naja, bringen wir ruhig noch eine Story. Die ist noch gar nicht so lange her. Mit einer der letzten, wo ich mich dran erinnern kann, war ich beim Einkaufen, wie so oft mit Eli. Komme raus aus der Kaufhalle, habe meine Einkäufe gerade, wollte gerade den Rucksack packen, sitze also so auf dem Boden, krame das vom Korb rein, Ila steht neben dem Fahrrad, kommt ein Herr an uns vorbei, so gelaufen, bleibt stehen, habe ich geschätzt so Anfang 60 und sagte, ja, ich hatte damals auch einen Weimaraner, aber das ist ja keiner. Gucke ich ihn so an. Könnt ihr euch meine erste Reaktion vor? Ich hatte ganz kurz ging es bis kam die Galle praktisch hoch, ja, aber ich bin cool geblieben. Habe ich gesagt, wenn sie auf dieser Schiene argumentieren, ist das Gespräch, was sie gerade beginnen wollten, hier schon beendet. Wünsche ich ihnen noch einen schönen Tag. Das waren meine Worte, weil ich einfach keinen Bock hatte. Ich bin dem über, wisst ihr? Ich betreibe eine Webseite seit Neujahren, weißt du, was ich da schon mir anhören oder anlesen musste, was ich in der Öffentlichkeit immer, jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkomme, ja, vor allen Dingen bei den Statusbesitzern der grauen Weimaraner, oder das ist doch kein Weimaraner, hab ich so einen Hals. Aber jetzt kommt das Interessante daran, war völlig verdutzt, verunsichert, echauffiert, wusste gar nicht, oh Gott, was ist jetzt, was habe ich jetzt noch was Falsches gemacht irgendwie so? Und hatte gesagt, naja, aber bei uns hat es sowas damals nicht gegeben. Ich sage, ja, ich weiß, das kann ich mir so gut vorstellen, dass es bei Ihnen das nicht gegeben hat. Sehr wahrscheinlich sind Sie aus dem Jagdbereich und haben mit entsprechend grauen Hunden zu tun gehabt. Ja, genau, wir hatten damals bei uns in der DDR, ja, also für alle, die es nicht wussten, ist ja aus meiner Region hier, ja, da gab es die Hunde praktisch gar nicht. Und da habe ich ihm dann genau jene Geschichte, ich habe es ein bisschen geraffter, deutlich geraffter, als ich euch jetzt erzählt habe, mit der Genetik zusammengefasst, wie das alles so entstanden ist, war so ein Abriss von nicht mal einer Minute. Danach guckt er mich an. Ich habe schon bei allem weiter, was ich erzählt habe, gesehen, sein Mund ging immer weiter runter. Und dann hat er gesagt, ja, aber da war er sprachlos. Er fing an rumzustammeln irgendwie und wollte dann aber vom Thema ablenken, weil ihm das irgendwie zu viel war offensichtlich. Ja, und hat er dann gesagt, ja, aber das sind ja dann auch trotzdem alles noch irgendwie ganz andere von den Eigenschaften und so weiter. Aber ich sage, wenn Sie meinen, dass die Hunde so viele andere Eigenschaften haben, dann können Sie gern, nehmen Sie sich das Fahrrad, also war mit dem Auto da gewesen, ich sage, kommen Sie einfach mit zu mir raus nach Hause und wir gucken uns meine Hunde mal an. Im Feld. Vielleicht auch bei der Jagd. Und dann machen wir noch eine neue Beurteilung. Möglicherweise. Und dann habe ich ihm noch so ein bisschen was erzählt, was ich mit den Hunden eigentlich mache. Da hat er ein bisschen was von seinen erzählt. Wir haben ungefähr 10 Minuten erzählt. Und am Ende des Gesprächs hat er sich mit den Worten verabschiedet. Hat er gesagt, hatten wir nicht so einen ganz guten Einstieg. Möchte mich nochmal für entschuldigen. Man lernt ja aus jeder Begegnung irgendwie hinzu. Ja, seht ihr, ja, so kann es auch gehen. Ich hatte allerdings auch Gespräche, die waren komplett so. Die waren so und da habe ich dann aber auch nach genau auf der gleichen konsequenten Schiene, wie ich unterwegs bin, mich dann auch verabschiedet und mir wurde dann praktisch nachgeschrien noch. Ich habe gar nicht mehr darauf reagiert, weil es nicht mehr mein Niveau ist, weil es nicht mehr, es war ja keine faktenbasierte Diskussion. Wisst ihr, wenn mit jemandem mit mir diskutiert, immer ganz gern, dann muss er sich auch an die Fakten halten. Wenn jemand aus Ideologie, Überzeugung, das heißt aus einer Religion debattiert, dann bin ich nicht der Gesprächspartner dafür, ganz einfach. Ne? Und
Ja, das gibt es auch. Das muss man zu diesem Thema sagen. Und deswegen ein kleiner Disclaimer für dieses Video. Ja, ich werde auf keine solcher Argumentationen, Diskussionen, Provokationen, Anreize, die die Fellfarbe eines Weimaraners betreffen, egal ob er blau, grau, grün, schwarz, dunkel oder was ist, wenn es ein offensichtlicher Weimaraner ist, mit jenen charakterlichen Eigenschaften, mit jenem Farbverdünnungsgen, werde ich nicht darauf eingehen. Weder in diesem YouTube-Kanal, noch auf weitere E-Mails oder Kommentare bei meiner Webseite. Die existieren praktisch nicht mehr für mich. Ganz einfach. Ja? Gut, das nur der Gurtenordnung halber. Und dann werden wir jetzt mal, nachdem wir zu diesem Aussehen eine ganze Menge erzählt haben, auf das deutlich wichtige, auf den deutlich wichtigeren Punkt kommen bei jenem Weimaraner, nämlich dem Charakter. Nämlich der Grund, warum ich mich für diesen Hund entschieden habe. Und hier kann ich mal einen ganz kurzen, auch nur ganz kurzen Abriss kommen, warum ich überhaupt auf den Weimaraner gekommen bin. Wenn man jetzt sagt, naja, wenn nicht wegen des Aussehens, weswegen denn überhaupt dann? Natürlich wegen dem Charakter, denn ich hatte auch mit vielen anderen Hunden zu tun, mit sehr vielen anderen Hunden. Ich war, machen wir wie gesagt ein eigenes Video, nur ganz kurz gefasst, ich war 2 Jahre indirekt, inoffiziell fast kann man sagen, beschäftigt in einem Tierheim und hatte mit allen Rassen, mit allen Kreuzungen, Züchtungen, mit den kaputtesten, krankesten Tieren, jeder der das weiß Bescheid und so weiter. Und ich hatte eine Begegnung, das war das erste Mal, wo ich mit Weimar, mit einem ausgebildeten Weimaraner in Kontakt kam und kann mich noch genau daran erinnern, also was heißt genau, es waren 98 oder 99 gewesen, 1900, ja. Mit einer Försterin, einer Befreundeten. Ich wollte damals in die Forstwirtschaft einsteigen und habe mir gesagt, ich gucke der mal so ein bisschen über die Schultern, was sie macht. Wir hatten sozusagen, es war ein inoffizielles Praktikum, war aus meiner langen also inoffiziell, wirklich kann man sagen. Und die fand das so gut, mein Engagement. Ich wollte ihr ja auch helfen, also nicht nur was mehr abgucken, sondern ihr auch zur Hand gehen. Und hat sie gesagt, du pass auf, du bist mal jetzt hier 1-2 Wochen jeden Tag mit bei mir bei und ich steck dich auch mal zu den Forstwirten, kannst mal mit dem Freischneider arbeiten und du kannst mal hier mit meinen Bäume zählen und du kannst auch mal mit dem Hund rausgehen. Und die hatte natürlich einen Weimaraner. Hat mir anfangs, also meine erste Begegnung ist gewesen, hat gesagt, waren am Gartenzaun und ich war natürlich ganz gespannt, ja, weil ich wusste, sie muss natürlich irgendeinen Jachthund haben, da wusste ich noch nicht, was sie hatte. Und da hat sie gesagt, pass mal auf, du bleibst hier ganz ruhig stehen, wir gehen nicht rein, sondern du bleibst hier draußen stehen und wir gucken mal. Ja? Und dann hat sie ihn rangepfiffen, ganz kurzes, ganz leises Pfeifen nur gewesen. Und ich weiß nicht, wo er kam, er muss vom Himmel gefallen sein, denn genau mit jenem Gang, den ich anfangs beschrieben habe, stand er innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde vorne an der Gartentür, hat mich angeguckt. Und da dachte ich mir, boah, was für ein edles Tier eigentlich. Ja? Genau den gleichen Eindruck, den praktisch jeder irgendwo hat, was für ein edles Tier. Und dann sind wir mit dem Hund unterwegs gewesen. Er war dann immer dabei. Er lag, als wir am Rechner gearbeitet haben, also als sie am Rechner gearbeitet, lag er unten am Tisch gewesen. Als wir rausgefahren sind, in den Wald, also bevor wir, überall ist er praktisch dabei gewesen. Meistens ist er mit dabei gewesen. Da habe ich dann die Fähigkeiten des Hundes gesehen. Und das war etwas, was mich noch viel mehr gereizt hatte als das Erscheinungsbild tatsächlich. Das ist etwas, was wahrscheinlich nicht jeder sieht irgendwo. Was kann dieser Hund, was vermag er zu leisten? Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Dazu muss man allerdings sagen, dieser Hund ist speziell ausgebildet worden. Sie hat ihn über eine längere Zeit weggegeben. Sie hat es auch nicht selbst gemacht, sondern sie hat ihn eine professionelle Jagdhundeausbildung gegeben. Die hat mehrere tausend Euro wohl gekostet, hat sie gesagt. Sie sagt, wenn du wüsstest, was dieser Hund wert ist, der hat eine spezielle Versicherung wohl irgendwie. Ja. Und habe ich mir gesagt, Mensch, mein lieber Scholli, ja, dolles Ding. Das habe ich abgespeichert. Und dann bin ich irgendwann auf sie zurückgekommen, in diesem Zeitraum, wo ich dann, wie gesagt, mit vielen anderen auch andere Hunde hatte und dann mit denen meine Erfahrungen gemacht habe, bin ich irgendwann auf sie zurückgekommen und habe gesagt, Mensch, ich würde mir gerne einen Weimaraner zulegen wollen. Und da sie mich ja schon kannte, da sie wusste vom Kontakt, sie konnte mich charakterlich einschätzen, hat sie sich tatsächlich für mich eingesetzt und an den Weimaraner Club indirekt, das heißt an Züchter aus dem Weimaraner Club gewendet und hat mir denn aller leider, ich habe gesehen, sie war wirklich traurig darüber, hat mir die Information gegeben, es tut mir echt leid, Dominik, aber ich kann dir keinen vermitteln. Wir dürfen keinen abgeben an Nichtjäger.
Und da hatte ich das erste Mal in meinem Leben so einen Hals. So einen Hals, weil da habe ich mir gesagt, mit welchem Recht nimmt man sich eigentlich heraus, dass jemand etwas bekommt und ein anderer nicht, wenn man, und das ist der Punkt, diesen Menschen gar nicht kennt. Nur aufgrund, weil er ein Jäger ist. Ich kenne einige Jäger, die sind wirklich gut, die sind seriös. Die haben auch Jagdhunde. Ich kenne allerdings auch Jäger, und zwar einen ganz speziellen auch, der ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich als Jäger haben wollen würde oder was übrigens auch andere Hunde als ihren Jäger bezeichnen. Die sagen selbst über diese Person, das ist kein Jäger, aber der ist Jäger. Ja, also zumindest aus dem lukrativen, finanziell bringenden Hintergrund heraus. Und dieser Mensch hat auch keinen Hund. Grundsätzlich hat er keinen Jagdhund. Da geht es da Jagd ohne Hund. Ihr wollt gar nicht wissen, was passiert, wenn Nachsuche angesagt wäre. Das ist etwas, da könnte man ein eigenes Thema drüber machen und da würde ich mir wahrscheinlich den Hass einiger Jäger aufziehen, wenn ich das jetzt veröffentlichen würde, was da passiert. Oh, ganz unschöne Sachen, ganz hässliche Sachen. Genau, und was will ich damit sagen? Dass es genug Jäger gibt, die genauso unfähig sind, einen Weimaraner zu halten, beziehungsweise charakterlich nicht entsprechende Eignungen haben, wie es auch bei Nichtjägern der Fall ist. Ich kann doch keinen Menschen in Schubladen stecken und zu sagen, okay, du bist jetzt Bäcker und nur weil du ein Bäcker bist, kannst du automatisch auch Auto fahren? Versteht ihr? So ist ja die Denkweise. Passt irgendwo nicht. Und da war ich damals ziemlich enttäuscht, muss ich sagen, gewesen über die Nummer. Und sie übrigens auch. Weil sie, und das hatte sie mir gesagt, deswegen hat sie gesagt, Dominik, es tut mir leid, weil sie sagte, ich weiß, der Hund wäre genau das Richtige für dich. Ich habe das vorher selber gesagt, sie hat das eigentlich noch nie gesagt und sie würde das auch bei keinem anderen sehen, der nicht aus diesem Jagdbereich kommt. Aber hat gesagt, bei dem, was du machst und so, wie du lebst, passt dieser Hund wunderbar gut zu dir. Und diese Aussage hat mich denn allerdings auch angespornt, da weiter nachzuhaken. Leider nicht mehr bei ihr, aber dann, wie gesagt, muss ich denn leider mich an Züchter wenden, die halt keine Zugehörigkeit aus dem Weimaraner Club haben. Weil die wollten mich ja offensichtlich nicht haben in ihrer Gemeinschaft eines Weimaraner Besitzers. Also bin ich natürlich zu anderen gegangen, die da offener standen. Und da gibt es ja, wie wir wissen, eine ganze Menge, ja, die Weimaraner abgeben. Und da hatte ich die Wahl zwischen einem grauen und einem blauen. Tatsächlich, es gab alle. In diesem Zwinger sind sowohl graue als auch blaue gezüchtet worden. Parallel nebeneinander. Und wisst ihr, warum ich Eli ausgewählt habe? Aus zwei Gründen. Tatsächlich, diese beiden waren parallel. Ich habe den ganzen Wurf, der gerade damals frisch gewesen ist, da habe ich mich hingesetzt. Erstmal musste ich mich mit den Elterntieren anfreunden. Da können wir nochmal eine andere Geschichte drüber machen. Hier geht es ja nur um ihn jetzt hier. Und ich habe mit allen hier rumgespielt. So. Aber er hat sich nicht mehr von mir getrennt. Er ist die ganze Zeit bei mir geblieben. Damit war die Nummer eigentlich schon ziemlich klar, aus emotionaler Sicht. Ja? Aus emotionaler Sicht war das schon eigentlich klar. Und auch die Züchter haben gesagt, ne, das ist doch ganz offensichtlich, der Hund will zu dir. Aber jetzt wisst ihr warum, der zweite Punkt noch, der hat nochmal oben einen draufgesetzt, warum ich gesagt habe, ich hätte mir auch einen grauen nehmen können. Warum ich gesagt habe, ich nehme ganz bewusst den blauen. Genau, aufgrund jener Vorgeschichte, weil ich den Hals so voll hatte und weil, da sieht man denn mein Ding, weil ich einfach mal dann etwas gegen den Strich machen wollte. Wäre der Weimaraner Club nicht so intolerant mir gegenüber gewesen, hätte ich tatsächlich einen grauen genommen, einen silbergrauen. Ja. Und da seht ihr, die Menschen sind selber schuld, wenn sie ein Ereignis hervorrufen, nämlich aus einer Trotzreaktion. Ganz einfach, wie bei einer Wahl, versteht ihr? Wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin, wähle ich einfach was anderes. Das ist genau der gleiche Punkt. Ja, also ich jetzt nicht, aber versteht ihr, was ich meine? Ja, ich habe in diesem Fall nämlich einen Hund gewählt. So sind wir hier zu dem blauen Eli gekommen. Nicht wahr, Eli? Ja, und du bleibst heute immer noch beim Papa. Ja, ich weiß. Und ihr seht, daran hat sich jetzt nach fast 9 Jahren überhaupt nichts geändert. Ja, er könnte hier überall hinlaufen, ja, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwo ein Radfahrer oder ein Schwein, wir müssen gleich wirklich irgendwann die Ecke verlassen, kommt, weicht er nicht von meiner Seite. Ja, Punkt. Gut, und dann das jetzt zur kurzen
Einführung, damit wir da ganz gut reinkommen, hoffentlich. Und dann werden wir jetzt mal zu diesem Thema des Charakters kommen. Ja? Jenes sehr diffizilen, warum die Försterin so gesagt hat, warum ich ein Video machen würde, wo ich sage, kauft euch bloß keinen Weimaraner, und warum mitunter auch der Weimaraner Club möglicherweise sehr wahrscheinlich auch sagt, nee, den Hunden gehen wir möglicherweise nicht an die und die Leute ab. Ist auch alles mit einem Grund irgendwo. Ja? Denn neben diesem edlen Aussehen, egal welche Farbe das ist, ist ja subjektiv, ja, ist der Weimaraner eines, ein Charakterhund. Und das muss man sich dieses Wort, Charakterhund, das kann man nicht oft genug sagen, dass dieses äußere Erscheinungsbild praktisch über die wesentlichen Eigenschaften, die der besitzt, leider hinwegtäuscht. Und genau das ist der Grund, na, wie ich anfangs auch erklärt hatte oder zwischendurch mit, wann dieses Video erst zu spät gekommen ist, warum so viele Leute an einem Weimaraner interessiert sind und so weiter, weil sie nur nach außen gucken. Und das ist ja der Klassiker. Der Mensch, der sucht sich seine Partner nach dem Aussehen. Ja? Sind wir mal ganz ehrlich, wie viele Partnerschaften, Ehen und Verlobungen und so weiter kommen dann eigentlich zustande, wo jemand gesagt hat, ich würde dich auch nehmen, wenn ich blind wäre, ohne dass du bist, weil du so ein lieber netter Mensch bist. Wie oft kommt das vor? Das war vielleicht, oh, guck mal, die schönen Hände. Dann tolles Gesicht irgendwo. Mensch, ein strammer Bursche. Riesenmöpse. Knackiger Hintern. Was auch immer da alles reinspielt für Schönheitsideale des Menschen. Und das erfüllt genau dieser Hund. Leider, muss man sagen. Ich wünschte, es wäre anders. Tatsächlich wünschte ich, er wäre ein bisschen hässlicher. Muss man so sagen. Ja. Gut, um nicht zu sagen, wenn ich irgendwo bin, genießt der Hund mehr Aufmerksamkeit als ich, weil er schöner ist als ich, das weiß ich ja auch, weil er mehr Ideale erfüllt, keine Frage. Aber wir wissen beide, es sind Charakter, Menschen, Tiere, wie auch immer. Ja, gut, und da würde ich jetzt mal eingehen auf diesen, auf neuem Nieren, gucken wir uns nochmal diese FCI-Rassestandard an. Ja, was der offiziell auf dem Papier sagt, da würde ich jetzt mal zitieren. Vielseitiger, und das hatte ich ja, wir wissen, bei der historischen Erklärung mit, wie ist gezüchtet worden. Vielseitig, ganz, ganz wichtiges Wort. Vielseitiger, leichtführiger, wesensfester, passionierter Jagdgebrauchshund mit systematisch und andauernden Suche, jedoch nicht übermäßig temperamentvoll. Nase von bemerkenswerter Güte, Raubzeug und wildscharf. Auch wachsam, jedoch nicht aggressiv. Zuverlässig im Vorstehen und in der Wasserarbeit, bemerkenswerte Neigung zur Arbeit nach dem Schuss. Das sagt der FCI-Rassestandard zum Weimaraner aus. Und liest man sich das jetzt durch und guckt man sich denn den Weimaraner an, dürfte doch bei den meisten Menschen, alleine schon nur vom Lesen dieser Beschreibung, dieser Hund für sie gar nicht in Betracht kommen. Seien wir doch mal ehrlich, oder? Welchen von diesen Charaktereigenschaften will man denn wirklich im Alltag vielleicht als Familienhund überhaupt haben? Da wäre der erste Punkt. Ja. Und was hier allerdings positiv klingt bei diesen Eigenschaften, die da beschrieben werden, muss man natürlich sagen, ist hier ja auch spezifiziert worden auf diesen Jagdbetrieb und vor allen Dingen auch im Vergleich mit anderen Jagdhunderassen. Das muss man dazu sagen. Ja. Und grundsätzlich bedarf es halt, wenn man sich diese Eigenschaften schon anschaut, ein egal, ob ich den dann im Jagd, im Alltag, Familien, was auch immer, wo ich den Weimaraner führen möchte, halten möchte, bedarf es grundsätzlich eines sehr konsequenten Umgangs. Denn der Weimaraner ist ein Dickschädel ohne Ende. Lasst euch jetzt hier nicht täuschen von dem Jungen, weil er hier so sitzt. Die Zuschauer meiner Abenteuerreportage wissen das. Es gibt Ausschnitte, wo wir in Lappland unterwegs gewesen sind. Oh, ich hab Donalzer, wo ich ihm mit dem Paddel fast einen rüberziehen würde, wenn wir mit Big Betty im Ding stehen, weil er einfach nicht machen will, was ich ihm sage, weil er so ein Dickkopf ist. Aber möglicherweise nehmen wir uns da ja auch beide nicht viel. Denn ihr wisst ja, ne, man zieht sich immer das an, was einen am besten kleidet. Es gibt da einen Grund, warum ich so einen Charakterhund habe. Möglicherweise könnte man von einem Hund auch auf den Besitzer schließen. Dazu werden wir nochmal in einem anderen Video drauf eingehen. Ja? Aber ganz wichtig ist hier die Aussage, die hier bleiben, die hier in den Kopf hämmern soll, von allen, die dieses Video schauen jetzt, ist die Dickköpfigkeit, die in jedem Fall einen sehr, sehr konsequenten Halter bedarf. Und wenn ich jetzt mal diese FCI-Klassifizierung dieser jagdlichen Eigenschaften, die dort vorüber hauptsächlich festgehalten worden, nehme und mir aus meiner
24-jährigen Erfahrung mit Weimaranern jeglicher Fellfarbe, ja, bei den Kurzhaar zumindest, lange habe ich nie gehabt, muss ich sagen, aber Kurzhaar. Wenn ich das alles in einen Topf ziehe und da mal ein Resümee aus den Charaktereigenschaften herausbringe, das heißt die, die für ihn wirklich charakterisierend sind, ja, habe ich mal aufgeschrieben in alphabetischer Reihenfolge. Er ist aktiver Hund. Er ist anhänglich, er ist arbeits- und lernwillig, er ist aufmerksam, ausdauernd, energisch, intelligent, ganz wichtig, also muss man bedenken, konzentriert kann er sein, kraftvoll in jedem Fall auch, mutig, haben wir oftmals gesehen, aber auch scharf, da gehen wir gleich drauf ein, schnell. Mit 3 Jahren habe ich Eli mal am GPS gemessen. 59,8 km/h. Der hat das Reh locker überholt. Er ist stur, ja, in jedem Fall. Vielseitig. Ganz wichtiges Wort. Wachsam. Haben wir gerade gesehen vorhin. Ja, keine Frage. Er ist wesensfest. Das ist er, ohne Frage. Er ist aber auch zurückhaltend. Und in jedem Fall, ich mag ihn für alle diese Eigenschaften. Aber die, auf die ich immer am meisten bauen kann, neben der Sturheit, ist aber auch seine Zuverlässigkeit. Das ist ein Weimaraner. Und schaut man sich jetzt diese Eigenschaften an, muss man sich selbst anschauen, sollte man sich anschauen. Wir kommen nochmal zu diesem Punkt charakterliche Eignung in jedem Fall. Ja? Ob das für einen überhaupt zutreffend ist. Für einen selbst will man das überhaupt haben, in dieser Kombinatorik. Und dann würde ich jetzt nochmal kurz, um diese Sache abzurunden bezüglich der Eigenschaften, nochmal auf diese jagdlichen eingehen, die ja nicht ohnehin, ja, nicht, dass wir jetzt hier dem Weimaraner Club bzw. dem Rassestandard nicht ganz gerecht wären, möchte ich das nochmal ganz kurz erklären, da ich ja sagte, für mich ist das ein vielseitiger Hund, deswegen betone ich dieses Wort immer so, weil ich der Meinung, er kann wirklich alles irgendwo bringen, nicht nur die Jagd, sondern auch viele andere Dinge. Ja, für mich ist er ein Lebenspartner und ist er selber Tourguide, so wie ich auch, im Alltag, überall auch. Ne? Also enorm anpassungsfähig, vielseitig in den Eigenschaften, das ist er wirklich. Und aber trotzdem dürfen wir jetzt die jagdlichen Sachen nicht zu untergehen lassen in diesem Video. Möchte ich also hier nochmal darauf hinweisen. Und was wir da vorhin schon gesehen haben, auch wenn es ein blauer Weimaraner ist, kein grauer, dieses Vorstehen, ja, bei diesen jagdlichen Eigenschaften, was man da haben möchte, das ist hier namensgebend für halt jene Vorstehhundeklasse. Das ist also etwas, was sie praktisch alle irgendwo machen, ist erblich bedingt, veranlagt. Ja. Und das heißt ja nichts anderes, dass mit angezogenem Vorderlauf das Blicken in Wildrichtung und hinten dann auch vielleicht noch die Rute irgendwo in diese, ne? Das ist Anzeigen, da ist etwas, da kann ich mich 100% auf ihn verlassen und das wissen auch die Zuschauer meiner Abendreportage, dass es ist manchmal irgendwo, wo ich mir sage, Eli, es reicht jetzt, ne? Wenn ich jetzt schon, wenn ich schon selbst verunsichert oder teilweise verängstigt bin, weil wir in einer Bärenregion irgendwo sind, ja? Und ich natürlich weiß, da ist die Möglichkeit, dass da irgendwas sein könnte, keine Frage. Und er nimmt auch etwas wahr und ich weiß auch, dass das so ist. Ich kann mich auf ihn verlassen, aber er nimmt auch etwas wahr mit seiner einmaligen Nase, was irgendwo 2 Kilometer in Entfernung rumhuscht, was für mich eigentlich gar nicht von Bedeutung ist. Und deswegen muss ich natürlich immer ausfiltern oder kriege ich denn die Panik? Oh nein, was ist es jetzt hier? Ist es da? Wie nah ist es? Wie weit ist es entfernt? Ja, also einen kleinen Tipp an den nächsten Weimaraner-Experten, der nochmal was richtig Sinnvolles kreuzen will. Gibt ihm noch ein Merkmal, wo er vielleicht mit dem linken Ohr hochzieht oder dem rechten Zeh, wo er dann sagt 150 Meter, 350 Meter, Süd, Südost, Nordwest und so weiter. Das können wir vielleicht auch mit den Augen, Pupillen und so weiter kombinieren. Ja, das wäre ein einziges Manko an diesem sonst perfekten Tier, wenn man das so sagen darf. Ja, das ist etwas, was für den Jäger ist es natürlich relativ eindeutig. Ja? Aber ich sage ja im Rahmen meiner Abenteuer tun, wenn wir irgendwo im Dunkeln im Zelt sitzen. Ja? Das ist ein bisschen was anderes, als wenn ich zur Jagd gehe. Ja, auch in diesem Bereich bin ich mal tätig gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ja, kann man definitiv, könnte es mal da noch ein bisschen genauer machen. Ja? Und genauso wie wir es auch vorhin gesehen haben, das hat ja wunderbar gut gepasst, ist es wirklich ein Indiz, dass er kurz davor ist, loszulaufen. Von daher ist es auch im nicht-jagdlichen Alltag sinnvoll zu sehen, weil ich denn weiß, wenn er das schon macht, dann sollte ich ihn in jedem Fall zurückhalten. Weil er ist kurz davor vor, möglicherweise wohin zu laufen, wo er was wahrgenommen hat. Ja, ist es ein guter Indikator für sein eigenes vorausschauendes Verhalten, wenn man das alles irgendwie verstanden hat. Und dann kann man
mit dem Weimaraner sehr gut umgehen, agieren. Man kann ihn sehr gut verstehen, weil er einem viel Feedback irgendwo hingibt. Ja? Und für uns, auch wenn ich das jetzt für mich selbst, wenn ich allein solo unterwegs bin, ist es immer so ein Ding. Mit anderen zusammen ist es ja etwas anderes und da muss man sagen, da hat er uns schon sehr oft geholfen. Das heißt, vor Gefahren gewarnt. Und diese Gefahren sind gleich umfassend mehrere Sachen. Das können nicht nur wilde Tiere, das ist tatsächlich seltener der Fall. Es ist ja nicht so, dass wir regelmäßig auf irgendwelche Raubtiere treffen, die wir irgendwo, ne? Das ist eher das selten, sondern viel öfter mit Gefahren warnen und meine ich andere Menschen. Grundsätzlich halte ich den Menschen, bei uns zumindest, wenn ich unterwegs bin, für den deutlichen höheren Gefahrfaktor als irgendein Tier. Und das tut er natürlich genauso. Und auch hier wissen die Zuschauer meine Abenteuerreportage, wenn wir mit Eli irgendwo gewesen sind, da habe ich euch genau gezeigt, ich kann differenzieren, ob er anzeigt, ob es ein Mensch oder ein Tier ist. Und dann kann ich mir natürlich meinen Reim machen. Passt das in dieser Situation? Will ich das haben? Könnte das eine möglicherweise Stör- oder Gefahrenquelle sein? Und da hat er mich schon sehr oft immer wieder geholfen. Das ist auch der Grund natürlich, warum man dabei hat. Ja? Zum Vorstehen. Auch im nicht-jagdlichen Betrieb. Und unter dieser Schärfe, was ich gesagt hatte, was nochmal kommt, diese Wildschärfe, darunter versteht man im Jagdbetrieb eine Wehr- oder Aggressionsbereitschaft gegenüber Wild. Das heißt, der Jagdhund, der soll Wild bis zum Eingreifen des Jägers ja festhalten oder aber auch, je nach Art des Wildes und Abrichtung des Jagdhundes eben, durch einen Biss in den Hals töten. Weist denn dieser Jagdhund eine sehr beherzte Vorgehensweise auch gegenüber wehrhaftem Wild auf, dann ist diese deutlich unempfindlichere Härte, nennt man denn eine Raubzeugschärfe. Ja? Also wir haben von einer Schärfe über eine Wildschärfe bis zu einer Raubzeugschärfe. Ja? Aber da muss man sagen, dass diese Schärfe vor allem in der früheren Jagd irgendwo im damaligen Försteralltag auch noch tatsächlich gewünscht gewesen ist. Aber heute setzt man dem gegenüber eher lieber auf eine mehr soziale Kompetenz, das heißt eine eher Unbefangenheit des Weimaraners gegenüber anderen Menschen oder auch anderen Tieren. Denn der jagdliche Alltag hat sich oder die Jagd grundsätzlich hat sich ja stark verändert und in diesem Zusammenhang wird halt schon lange nicht mehr so gejagt, wie es damals war. Es gibt schon lange nicht mehr diese Faktoren, auch die Gefahren, die potenziellen Gefahrenquellen für einen Förster zum Beispiel, der irgendwo alleine, nee, Ila, das ist ein Hummel. Da müssen wir auch aufpassen, weil alles, was fliegt, da hat er natürlich auch ein enormes Interesse an. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich. Eli, komm mal hierher. Eli, hallo. Nee, kein Schmacko. Ach, so hast du es fein gemacht. Es ist nämlich, Eli ist hier der Insektenfliegenjäger. Ja, wisst ihr ja auch, was Mücken und Fliegen angeht, ist immer seins. Und bei Hummeln, die wollen wir natürlich noch leben lassen. Ja. Gut, also die Schärfe, ja. Und wie viele andere Hunderassen übrigens auch, es ist ja völlig egal welche, kann man auch einen Weimaraner mannscharf abrichten. Das heißt, eine gezielte Aggression bis zum Angriffsverhalten gegenüber einem Menschen fördern. Es gibt hier Weimaraner, ich hatte das ja auch bei den amerikanischen Weimaranern schon, wo ich sie auch erlebt habe, in welchem Bereich sie tätig sind. In Deutschland nimmt man für solche Eigenschaften eher andere Hunderassen, zum Beispiel die Schäferhunde. Ja, deutsche Schäferhund wäre ein Klassiker oder andere Diensthunde. Aber ich kann auch sagen, dass zum Beispiel im Nahen Osten, wo wir ja gelernt haben, möglicherweise die eine oder anderen Dilute-Vorgänger herkommen könnten, dass man da den Weimaraner halt auch entlang am Stacheldrahtzaun irgendwo an einem Minengürtel irgendwelche Grenzen bewachen lässt. Ja. Und da sieht man denn, man kann sowohl diese Vielseitigkeit in jeglicher Form, das Wort vielseitig muss man erstmal verstanden haben in der Bedeutung selbst. Ja? Vielseitig, auch vielseitig für sich vielseitig, das ist hier komische Sache. Klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Und ihr könnt den genauso wie er irgendwo lieb sein kann. Ihr habt es gesehen, er kommt her und zeigt mir halt seine Zuneigung mir gegenüber. Kann aber auch genau das Gegenteil sein. Das betrifft natürlich auch andere Hunde, aber ich, und das ist der Punkt, ich kenne keine andere Rasse, die so stark verschieden unterschiedliche Anwendungszwecke hat, Einsatzzwecke mit halt den gleichen Charaktermerkmalen allerdings aber auch. Ja? Das, was man da gezielt irgendwie fördern möchte, und das ist ja das Besondere am Weimaraner, wie ich finde, diese Vielseitigkeit, auf die ich jetzt so oft hingewiesen habe, man kann den für so viele Aktivitäten, Arbeitsbereiche benutzen. Und die Jagd ist einer davon. In der Jagd ist er sehr vielseitig, soweit man ihm das da lässt, dieses jagdliche Tätigkeitsfeld.
aber auch über die Jagd hinaus ist es ein sehr vielseitiger Hund. Ja. Und genau das sollte ja hier hängen geblieben sein, dass auch über die Jagd hinaus ein Weimaraner meiner Auffassung, meiner Erfahrung nach ein sehr vielseitiger Hund sein kann. Und bestätigen tun das natürlich auch viele andere Weimaraner-Besitzer, die ihn nicht jagdlich halten. Ja? Nichtsdestotrotz soll das hier kein Aufruf sein, zu sagen, der Weimaraner wäre ein reiner Familienhund. Dafür gibt es andere. Ich sage, der Weimaraner ist ein sehr vielseitiger Hund. Ich kann mit ihm das als auch das machen. Wenn ich jetzt allerdings einen suche, der speziell nur für diesen einen Anwendungszweck ist, also ein Spezialist könnte man sagen, ja, für nur die Familie, will ich nur mit den Kindern unterwegs sein, dann wäre es ja Quatsch, irgendwo da den Weimaraner zu nehmen, oder? Da gibt es andere, die da besser wären. Und wenn ich nur einen haben möchte, den ich nur für die Jagd benutzen will, zum Beispiel irgendwo in den Bau kriechen soll vom Kaninchen, da könnt ihr euch vorstellen, der dicke Eli kriegt mit seinen ganzen Muskeln, passt natürlich nicht rein. Ne? Logischerweise die Größe, da wäre er nicht für geeignet. Das ist ein Vorstehhund. Ja? Es gibt also meiner Meinung nach auch in der Jagd deutlich bessere Spezialisten, genauso wie auch im nichtjagdlichen Bereich. Aber wenn man das alles in einem Topf sieht, ist der Weimaraner dermaßen vielseitig, wo man denn nur schauen muss, welchen Punkt dieser Vielseitigkeit bedarf es für mich? Oder aber, noch viel intelligenter wäre die Frage, bin ich denn vielleicht ebenso ein so vielseitiger Mensch? Und kann den Weimaraner dann entsprechend auch genauso artgerecht halten, wie es ihm gebührt? Ja, und damit wäre jetzt auch mein zweiter Punkt durch. Aussehen und Charakter. Dran denken, wir hatten vorher die Historie. Jetzt das Wichtigste, Prägnanteste irgendwo, was man vorher wissen sollte, bevor man sich mit solch einem edlen Tier einlässt. Ja, und jetzt habe ich natürlich gesagt, für die nächsten Themen, jetzt müssen wir wirklich den Standort wechseln. Und ich weiß nicht, ob das sowieso schon günstig ist. Der Wind ist leider immer noch der gleiche geblieben. Aber die Sonne ist jetzt hier oben direkt ins Bild reingekommen. Möglicherweise wirken wir sowieso schon die ganze Zeit unter- oder überbelichtet. Das weiß ich gar nicht, was sie... ich bin hier mit der GoPro unterwegs, ja. Actionmäßig draußen sozusagen. Das heißt, wir suchen uns jetzt einen anderen Standpunkt und das ist auch ganz passig, dass wir Eli auch mal ein bisschen bewegen jetzt. Der rotzt ja Vielseitigkeit. Natürlich müssen wir ihm auch mal Lob und Anerkennung geben, dass er sich so ruhig hier verhalten hat die ganze Zeit bei mir, keine Frage, keine großen Affen gemacht hat, nicht weggelaufen ist. Er ist ja auch geduldig, aber ich möchte ihn jetzt auch ein bisschen laufen lassen. Ja? Das heißt, ich gehe jetzt mal ein paar Kilometer irgendwo über den Acker rüber und dann werden wir uns da zur nächsten Örtlichkeit treffen, die gucken wir mal, wie die aussieht. Ich bin gespannt, ja? Vielleicht mit ein bisschen mehr Rundumblick, auch für euch. Schaue ich mal, was wir hinkriegen. Auf dahin, Eli, wie sieht's aus? Wollen wir Runde losgehen? Hast du Lust drauf? Willst du mitkommen? Ja, ich weiß, Ila. Komm her, du kleines Ding. Los geht's! Gar nichts, ne? Ich will mehr Fuß bleiben, Elina. Wir haben uns in der Ecke auch richtig, die war selber jetzt ziemlich schattig gewesen, muss ich feststellen. Ja? Ich habe schon komplett kalten Hintern eigentlich. Jetzt wird es ein bisschen windiger. Gehen wir hier mal raus. Oh. Yeah. Ich glaube, dass... hey, komm mal her, Eli! Ich glaube, das Weitwinkelobjektiv der GoPro macht das nicht sichtbar. Dort hinten stehen drei Rehe. Und die sind eben gerade hier aus dem Busch raus. Was ich euch nur zeigen wollte, für alle, die das neu ist, also die meine Videos noch nicht kennen und wissen, wo ich hier so und Eli so... Ne?
Er geht keinem Wild nach, wenn ich das nicht möchte. Ganz wichtig mir natürlich. Wir wissen, in Lappland, Rentiere ist wirklich das einzige Tier auf der Welt, wo es eine kleine Ausnahme gibt. Ja? Aber jetzt unser heimisches Schwarzwild, Rehwild, Hasen, Wölfe, nichts von dem geht ja hinterher, wenn ich das nicht möchte. Ganz einfach, daher ist es kein Problem, wenn Eli jetzt hier freiläuft. Ich muss keine Angst haben, dass er wildern geht, dass er das Tier hetzt. Das passiert nicht. Und demzufolge muss ich auch keine Angst haben, dass er irgendwo wegrennt. Also vielleicht Klassiker bei dem einen oder anderen. Die Hunde, die keine Bindung haben, nicht entsprechend ausreichende Bindung zu ihren Haltern, ja, die sich vom Acker machen. Das muss bei Ila auch nicht fürchten. Noch nie. So, und wir gucken mal. Das war hier den Stacheldraht. Ist da Strom drauf? Guck mal. Da müssen wir hier durch, in jedem Fall. Das sieht nach einer schönen, gesunden Hobbitwiese aus. Komm mal her, Eli. Komm mal her. Runter, durch. So ist es fein. So. Das, da muss ich glücklicherweise nicht durch. Da kann ich drüber. Hätte ich ihn jetzt auch springen lassen können, aber das halte ich für unclever, wenn man durch leichter kann. Oh, da drüben seht ihr. Mein lieber Scholli, fünf sind es sogar. Fünf Rehe stehen da. Sind 250, 300 Meter. Ja, ganz offensichtlich frei. Er hat die auch schon ein paar Mal gesehen jetzt. Ne? Der hat natürlich den Adlerblick in jedem Fall gestochen. Ne? Seht ihr sie da hinten? Drei seht ihr zumindest. Denke ich. Ja? Der eine ist gerade hinter dem Baum. Nee, Eli, komm her hier. Das ist natürlich auch so ein Ding. Wenn ich ihn zeige, dann läuft er da natürlich. Soll er ja auch. Deswegen darf ich jetzt für euch nicht zu die Rehe zeigen. Das wäre unclever. Ne? Oh, hier haben wir eine schöne Hobbitwiese, Eli. Ne? Oh, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, hier machen wir uns mal irgendwo breit. Hier ist in jedem Fall sonnig. Oh, da guckt euch da mal hinten an. Seht ihr die? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zähle ich da hinten. 9 Rehe. Ja. Die 3. Stehen da noch oder hören die mit dazu? Kann ich gar nicht mehr sehen. Na egal. Also hier ist ordentlich was los. Ja? Wir sind also in einem klassischen Jagdgebiet. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Überall die Hochsitze hier. Und das muss allerdings, wie gesagt, muss man immer darauf hinweisen, bei entsprechender vernünftiger Erziehung und Ausbildung keine Folge sein, dass der Weimaraner Jagdhund da jetzt progressiv sofort hinterherläuft. Ich weiß, dass das ein Klassiker ist, ja, aber ich weiß auch, dass es anders geht, wenn man es möchte. Oh, hier gefällt es mir wirklich sehr gut. Ich könnte mich hier direkt auf die Wiese setzen, aber hier liegt überall Kuhscheiße. Und dann rieche ich nachher auch wieder. Wir gucken mal, dass wir irgendwo ein Plätzchen finden. Oha, da sieht er eins. Da sieht er eins hetzen. Also nicht von Eli. Was ist Eli überhaupt? Da ist er. Hey Eli! Also die 3 haben nicht dazugehört zu den 9 da vorne. Die sind nochmal on top, haben wir also 12. Da, jetzt rennt es über die. Oh, habt ihr einen schönen Bocksprung. Guck, da ist Eli. Hey Eli! Komm her! Ich hoffe, das war jetzt gut drauf, ja? Der Weimaraner, jetzt würde natürlich der Jäger sagen, was ist das für ein Jagdhund, da rennt er gar nicht hinter dem Heer hinterher. Das muss ich mal sagen, das mache ich, also habe ich gemacht, sowohl mit einem grauen als auch mit einem blauen. Das spielt für mich dahingehend keine Rolle. Dieses Verhalten kann ich mit allen Weimaranern erreichen oder habe ich mit allen erreicht, die ich hatte, mit denen ich Kontakt hatte, wenn ich das so wollte. Das, auch wenn diese charakterliche Eigenschaften da ein paar Unterschiede gibt es tatsächlich. Ganz, ganz minimale. Aber die, da sollte man nicht verallgemeinern. Auf keinen Fall. Ja? Mir ist es ja auch immer wichtig, dass wir in unserer Umgebung keine Störquelle sind. Natürlich rennen die Rehe weg, ja, aber das würden sie vor allem anderen auch, egal ob es jetzt ein Mensch oder ein Tier ist, entsprechender Größe, würden sie auch. Ne? Aber vielleicht kriegen wir noch mal ein paar hin auf die Kamera.
die da hinten, diese Neunerrotte sozusagen, ja, die ja offensichtlich frei läuft, ganz gut, aber die sind, glaube ich, zu weit weg für die Linse. Ja, vermutlich seht ihr das nicht mehr. So weit sind sie gar nicht weg. Wenn wir dann denken, ihr guckt durch einen super Weitwinkel-Objektiv gerade. Ja. Denn das sind jetzt 200 Meter. Keine 200 Meter sind die jetzt entfernt. Und solange ich jetzt hier hinter den Pappeln und den Ähren bleibe, und der Weide da, sehen die uns eigentlich nicht. Sonniges Plätzchen irgendwo. Hey, Vicky, komm mal her! Na, wo bist du schon wieder gewesen, Vicky? Komm mal her! Hey, Eli, du bist ja ganz nass! Ah, du warst in so einer Schweinekuhle, ne? Sag mal her! Oh, Eli, das macht stinky! Ich glaube, da hinten bist du irgendwo so. Oh, vielleicht haben wir da hinten etwas. Na, hier sind wir jetzt ein bisschen, hier ist jetzt der Wall. Da hinten stehen schon wieder zwei Rehe. Seht ihr die? Auf der anderen Seite vom Acker. Die sind aber weiter weg. 350 Meter. Aber wir könnten gucken, wenn da an dieser Stelle... Wenn da gut ist, nicht so windig, dann würde ich den nehmen. So bleibt man auch in Bewegung, ja? Wenn man sich hier die Kameraorte nach dem Wind aussuchen muss. Hier zieht es schon wieder leicht. Jo. Der Wind hat gedreht. Statt aus Ost-Südost kommt er jetzt aus Süd. Das ist jetzt auch nicht so super schick, der Platz hier, ne? Gibt's bessere, aber ich würde in der Sonne sitzen. Von der Seite zumindest. Und Sonne von der Seite ist besser, als wenn wir einen Schatten im Bild haben irgendwo, ja? Ich glaube, wir bleiben hier, ja? Das machen wir. Setzen wir uns hier hin. Die Erde ist zumindest oberflächlich trockener, als dass es eben in dem Grün der Fall gewesen ist. Wir bleiben hier. Das ist jetzt natürlich eine größere Herausforderung für Eli, weil er hier natürlich mehr sieht, noch wachsamer ist, als dass es eben bei ihm hat er mehr mit der Nase gearbeitet. Hier kann er auch richtig was mit dem Auge machen, wenn er das möchte. Hey Eli. Ja, genau. Guck dir erstmal die Region an und dann stellen wir hier unsere zweite Örtlichkeit besetzen wir jetzt, ja? Wir machen jetzt hier den Baumbesetzer auf dem Acker. Schönes Ding. Ja, jetzt ist es hier natürlich deutlich sonniger. Also der Himmel blendet relativ. Wir haben mehr Licht, ja. Aber dafür sitzen wir wenigstens durch den Baumbusch hier halbwegs windgeschützt. Ansonsten müssen wir uns wieder in so eine dunkle Buschecke kleben. Das wollen wir auch nicht. Also ich wollte mal trocken sitzen. Das einzige Problem jetzt ist, Eli stinkt wie Schwein. Ich weiß nicht, ob das seht, der hat... Ah, pfui, Deilel, ab, Eli. Der hat sich natürlich in der Scheiße auf dem Feld gewühlt hier. Das ist alles... Pfui, Deilel, Eli. Ah, und zieht gleich... Wenn jetzt Sommer wäre, würden die ganzen Bremsen hier ankommen. Ja, das ist ja ekelhaft. Und dafür willst du jetzt belohnt werden, dafür, dass du dich gewühlt hast, hier hin. Auf den Sitz, Eli. Aber komm nicht so nah ran. Hier hast du ein super Rübchen. Damit ist er erstmal eine Weile bedient. Reicht nämlich genau 25 Sekunden. Jo, und dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt in meinem super Weimaraner Video. Ja, wir hatten jetzt die Historie
Wir hatten den Charakter mit dem Erscheinungsbild und jetzt kommen wir in der möglicherweise logischen Konsequenz für die Menschen, die sich für einen Weimaraner interessieren, das heißt ihn sich zulegen möchten, zum Punkt Kauf und Haltung. Und hier beginne ich gleich mit dem Punkt konsequenterweise, den ich jetzt schon mehrfach auch angesprochen habe, der hier aber genauso eigentlich noch besser hinpasst als zu jedem anderen, der überall hinpasst, nämlich der charakterlichen Eignung des zukünftigen Weimaraner Besitzers oder Besitzerin. Ja, und hier muss man immer sagen, aufgrund dieses Charakterhundes, ja, jeder Hund hat irgendwo einen Charakter, keine Frage. Aber in dem Fall meine ich, dass der Charakter des Weimaraners sehr speziell ist, ja, im Vergleich zu anderen. Möglicherweise, na, je nach Betrachtungswinkel, ist die Anschaffung eines Weimaraners auf keinen Fall mit dem Kauf von anderen Hunderassen gleichzusetzen. Das sollte man, ne, der Klassiker. Ich hatte ja selber meinen eigenen Wurf und darunter waren auch Menschen, die gesagt haben, oh ja, ich habe schon Hunde, ich kenne mich mit denen aus und mit denen aus. Es ist, nur weil man einen Hund hatte, heißt das nicht, dass man auch automatisch mit einem anderen klarkommen würde. Das ist auch so meine Erfahrung im Leben, die ich gemacht habe bei genau jener Arbeit in den Tierheimen, dass Leute Hunde abgegeben haben, die vorher einen schon andere hatten, wo ich dachte, da müssen sie eigentlich wissen, was sie sich zulegen. Nein, wussten sie nicht, beziehungsweise waren sie sich nicht bewusst. Ja, und hier ist eigentlich immer da der Punkt, praktisch über, muss man sich mal überlegen, wer würde denn einen Deutsch-Drahthahn nehmen? Einen Münsterländer, ja, oder einen Rauhaardackel, was auch nicht immer alles, irgendwelche Bracken- oder Vorstehhunden. Würde doch in diesem Maße kein Mensch wählen. Aber warum wird der Weimaraner so oft genommen, obwohl er genau das ist? Das ist ja nichts anderes als genau die auch. Ja? Genau aufgrund halt leider dieses ansprechenden, darf man das so sagen, äußeren Erscheinungsbildes. Was halt über genau jenen Charakter, den er hat, sehr oft hinwegtäuscht. Ja? Und was denn in der Folge sehr, sehr oft, und das kann man nicht oft genug betonen, und deswegen werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch mit diesem Thema Weimaraner auseinandersetzt, auch zu Recht überall diese Hinweise finden, wo steht, dass man sich das gründlich überlegen soll und dass dieser Weimaraner praktisch nicht für jeden geeignet ist. Das kann ich nur so unterschreiben. Mit Blut kann ich das unterschreiben. Und das kann man 1000-mal sagen, das kann man 70-mal schreiben, da kannst du 80 Videos oder 95 Webseiten drüber betreiben. Die Leute sehen das trotzdem anders. Der Mensch ist grundsätzlich der Meinung, ja, ja, das trifft für die anderen zu, für mich aber nicht. Ich könnte euch jetzt einen Haufen Fälle sagen, wo sich genau das bestätigt hat, aber das führt jetzt zu nichts. Ja? Aber ich habe sie erlebt. Das ist so, und wir werden sie leider weiterhin erleben. Ja? Diese Fehlentscheidung beim Kauf eines Weimaraners geht immer auf Kosten, zu Lasten des Tieres. Ja? Und ja, wir können eigentlich jetzt hier schon den Punkt beenden. Ja? Müsste eigentlich angekommen sein. Nichtsdestotrotz würde ich nochmal einen nachlegen. Man sollte sich vor dem Kauf eines solchen Tieres, auch wenn er noch so toll aussieht, sich folgende, nicht nur, dass er jetzt in dem Fall stinkt wie Scheiße, das machen vielleicht auch andere, sondern sich auch folgende andere Eigenschaften bewusst machen. Punkt Nummer 1, er ist ein reinrassiger Jagdhund. Würde man einen anderen reinrassigen Jagdhund in diesem gleichen Maße kaufen wie einen Weimaraner, könnte man sich die Frage stellen? Oder kauft man den Hund nur, weil er schick aussieht? Bam! Erster Fehler, falls die Antwort ja sein sollte. Ja. Dann ist er ein sehr soziales Familienmitglied. Das, ich sage bewusst Familienmitglied, nicht nur aus dem Grund, warum ich mit Eli praktisch als Partner zusammenwohne. Eli, das ist pfui! Das stinkt genauso wie die Kacke. Kriegst du nachher wieder Durchfall. Ja, hör auf mich. Macht er auch. Ja. Aber er wird es gleich nochmal versuchen, ist ja ein Dickkopf. Und er hat es schon einmal versucht, das habt ihr nie gesehen. Das ist reine Gülle, die er da trinken würde. Ja? Jetzt hat der Bauer hat gerade vor ein paar Tagen hier alles ausgekippt und dann umgepflügt. Ja? Beziehungsweise hier hat er nur gekippt, da drüben hat er gepflügt. Ja, also gut, er ist ein soziales Familienmitglied. Und das sollte man sich hier hingehend bewusst machen. Und hier ein Kritikpunkt praktisch an all diejenigen, auch wenn man sich das nicht anhören möchte, die den Weimaraner als einen Zwingerhund halten. Der Weimaraner ist ein dermaßen, ich hatte es in den Eigenschaften genannt, sensibles Tier. Ja? Trotz all seiner mutigen, tapferen Eigenschaften ist es ein bisschen wie Rambo. Auch der hat geweint. Ja?
wie wir Menschen. Und der Weimaraner ist da nicht anders, was das angeht. Er ist sehr sensibel und sehr anhänglich. Ich hatte das alles gesagt. Und das muss man sich bewusst machen. Kann man ihn tatsächlich, ist man bereit, ihn als ein solches soziales Wesen in der eigenen Gruppe auch anzuerkennen? Oder ist man eher der Typ, der sich sagt, der Hund hat bei mir im Haus nichts zu suchen, der muss draußen sein? Ist auch eine Einstellung, ja, natürlich. Aber die passt weniger auf einen Weimaraner. Ganz einfach. Ne? Das ist tatsächlich so. Das ist nicht meine Überzeugung bei anderen Hunden, dem Hund gegenüber, sondern wir reden hier von den Weimaraner. Ja, man kann jetzt auch auf andere Hunde ummünzen, dass man sagt, ja, der Hund, der sollte immer irgendwie dabei sein oder bei seiner Gruppe und damit er sich besser fühlt. Ja, das ist richtig. Aber der Weimaraner ist, was das angeht, wirklich sehr speziell. Ja. Dann, er ist, das was man wahrscheinlich schon wusste, überaus aktiv. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist ein Witz. Aber alle, die meine anderen Videos, meinen Kanal kennen, die wissen, was Ila vermag abzuleisten und was er auch ableisten muss, um genau zumindest ein Ansatz, eine Auslastung zu finden. Ja? Und das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt einfach nur zwei, dreimal die Woche hier die 20 Kilometer zum Einkaufen mit dem Fahrrad fahren, dass wir jetzt jeden Tag hier draußen irgendwo mehrere Kilometer durch die freie Botanik laufen, sondern wie gesagt auf meinen Abenteuertouren, da seht ihr das ja auch. Ja? Es sind Sachen, die begeistern andere Menschen immer wieder, was dieser Weimaraner zu leisten vermag und was er auch leisten möchte. Genau dem muss man auch gerecht werden, diese Leistung. Und wenn man diese körperliche Leistung nicht, es gibt ja auch welche, die sagen, oh ja, ich kann ihn auch anders auslasten. Das ist richtig, nämlich mit dem Kopf. Das kann auch anstrengend für einen Weimaraner sein. Denn er ist sehr intelligent. Ja, die ja gesagt, das muss einem auch bewusst sein. Möchte man eher einen oder will man keinen Hund, der einem möglicherweise selbst Konkurrenz macht? Weil nämlich, was ist das Merkmal eines intelligenten Lebewesens? Es trifft eigene Entscheidungen und stellt die andere auch in Frage. Da brauche ich nur angucken. Also er stellt mich nicht mehr in Frage, weil er weiß ja, dass ich der Boss bin. Aber da wir auf einem Level leben, auf der gleichen Höhe, kommt es durchaus immer mal wieder vor, dass er leichte Kritik an meinen Entscheidungen trifft und ich ihn dann dazu überzeugen muss, dass die doch nicht verkehrt waren. Und das sieht er dann auch wieder ein, aber es dauert erstmal eine Weile. Ja? Und diese Intelligenz, passendes Beispiel. Ich hatte Ila, ich glaube, da war er 2. Pi mal Daumen. 1,5 oder 2 ist er gewesen. Gehe auf Arbeit, komme nach Hause, Ila drin. Also drin gelassen in der Hütte, komme nach Hause, mache Hütte auf, Ila nicht da. Dachte ich mir, ich bin bescheuert, weil kann hier nur ein UFO gewesen sein, was ihn rausgebeamt hat. Er kann ja die Tür nicht aufmachen, 2 Türen, die verschlossen waren. Was hat er gebracht? Weil er dann kam er nämlich an. Plötzlich stand er neben mir, als ich draußen war. Ich sage, sag mal, was ist denn hier das? Tür war abgeschlossen, wie geht das? Der hat den Fensterknauf von innen, der so steht, senkrecht, hat er aufgezogen, weil er mich dabei beobachtet hat. Er hat gelernt. Hat den aufgezogen, ist rausgegangen, also von dem Sofa und draußen auf der Veranda stand auch noch ein Sofa. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt noch 2. Und ist rausgegangen und jetzt kommt das völlig Absurde. Er hat das Fenster wieder rangezogen. Das fällt nicht von alleine rein. Mein Fenster ist normalerweise, wenn es alleine steht, tendiert es immer dazu aufzufallen. Auch ein starker Wind vermag das nicht ranzuziehen. Und jetzt kommt es schon gar nicht in der Stellung, dass er es ranzieht und einrastet. Das ist unmöglich. Der hat das rangezogen und wieder zugemacht und hat sich dann verpisst und den ganzen Tag draußen verbracht. Also zumindest wann das gewesen ist, weiß ich nicht. Ich habe hier keine Kamera dazu stehen. Das ist wirklich passiert, kein Witz. Und andere Menschen, die Ila kennen, haben das damals auch schon eingesehen. Also die haben das gesagt, wo ich gesagt habe, lass den Autoschlüsselbuster nicht liegen irgendwo. Da kam immer der Spaß, ja genau, sonst fährt er nämlich los damit. Das ist intelligent. Es gibt natürlich andere, intelligentere Hunderassen, wenn man das immer so vergleicht. Ja, Border Collie wird er auch als besonders intelligent und so weiter. Jeder hat irgendwo, jeder Hund. Ich bin der Meinung, man sollte das nicht unbedingt auf die Rasse jetzt projizieren. Aber es ist ein Ansatzpunkt zumindest. Und in dieser Reihe von intelligenten Hunden steht der Weimaraner meiner Meinung, meiner Erfahrung nach zumindest, auch sehr weit oben. Ja? Und in dieser Kombination, jetzt kommt nämlich der nächste Knackpunkt, der Intelligenz mit der
durch und durch Dickköpfigkeit. Das ist ja das Schlimme daran eigentlich. Ja? Das ist sozusagen die Fehlzüchtung, die man wahrscheinlich nicht gewollt hatte, aber die nun mal reingekommen ist. Ja? Es ist schwierig. Ich fasse es zusammen. Reinrassiger Jagdhund, soziales Familienmitglied, überaus aktiv, sehr intelligent, durch und durch dickköpfig. Jetzt überlegt man sich diese Eigenschaften, ja, denn die kann man nicht ändern. Und man sollte hier auch nicht naiv genug sein, zu glauben, dass man dieses könne. Nein, das kann man nicht. Die sind so, wie sie sind. Du kannst deinen Hund prägen, aber die vererbten Merkmale, wo er für bekannt ist, die bleiben im weitesten Sinne. Ja? Das heißt, man muss sich selbst als auch sein Umfeld, ja, es ist nicht nur ich, sondern ich müsste auch gucken, wo wohne ich, mit wem wohne ich. Dieses muss man prüfen, ob man diesen Ansprüchen eines Weimaraners überhaupt gerecht werden kann. Ob man ihn entsprechend auslasten kann. Ja. Und genau jene Voraussetzungen bedingen dann einen entsprechenden Charakter des Besitzers, der Besitzerin. Und eins ist in diesem Charaktermerkmal unabdingbar. Für ein entspanntes Miteinander, kann man ja schon sagen. Leben mit einem Weimaraner, der einem nicht auf diesem Kopf rumtrampelt. Nämlich die Konsequenz. Man wird dem Tier gegenüber immer wieder, und zwar regelmäßig, konsequente Disziplin entgegenbringen müssen. Und das bedingt halt eine entsprechende Führungskompetenz. Hat man die nicht, wird der Hund diese übernehmen. Und was dann passiert, ist, der ein oder andere weiß das möglicherweise, ja auch von anderen Hunderassen, ja, das kann groteske Formen annehmen und dann so weit gehen, bis es halt das Tier abgegeben wird. Entweder irgendwo nachts am Zaunpfahl angebunden, ertränkt oder im Tierheim. Dass man sich in jedem Fall davon trennt. Weil man genau, nicht das Tier war schuld, auf keinen Fall. Das Tier kommt praktisch unbelastet zur Welt. Der frisch geborene Welpe besitzt diese Vererbung, diese Eigenschaften, die ich entsprechend fördern, benutzen oder auch bearbeiten kann in einem gewissen Maße. Aber wenn dieses Tier irgendwann nicht mehr erträglich wird, wenn ich damit nicht mehr klarkomme, wenn es mir auf der Nase herumtrampelt, wenn ich mich überfordert fühle, wenn das Tier Dinge macht, die ich nicht will und ich mir sogar möglicherweise noch nicht mehr erklären kann, woher das kommt, wo ich auch noch eventuell sage, das Tier wäre schuld, dann ist man für die Haltung eines Weimaraners charakterlich ungeeignet. Und hier muss man einfach sagen, aus meiner Erfahrung, auch aus dem, wo ich andere Hunde abgegeben habe und wo ich immer mal wieder von anderen angesprochen wurde, Mensch Dominik, du hast ja schon so viele tolle Tipps gegeben, ich war auch bei anderen Hundeschulen mit dabei, Eli, meine Hunde haben nie eine Hundeschule besucht, das muss ich dazu sagen, nie, never ever, ich habe immer selbst ausgebildet, wurde ich immer wieder mal angesprochen, Mensch Dominik, warum machst du das nicht? Können wir ein eigenes Video drüber machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Hundeschule ist nichts anderes, als dass ich einen Besitzer dazu bringe, zu einer Erkenntnis mit dem Tier umzugehen. Das heißt, ich mache, korrekterweise müsste es eigentlich Hundehalterschulung heißen. Denn das Tier schule ich nicht wirklich. Dem Tier kann ich etwas beibringen, aber der Besitzer muss erstmal etwas verstehen. Jemand, der das schon weiß, der braucht keine Hundeschule. So sehe ich das zumindest. Ja? Und genau das ist der Grund, warum ich das nicht mache. Weil ich mich nicht regelmäßig über Menschen aufregen möchte, wo ich sehe, die sind nicht fähig, mit diesem Tier umzugehen. Sie verstehen es nicht, Punkt Nummer eins. Ach, da gibt es so viele Punkte. Und aber das Wichtigste eigentlich, die essentielle Basis, sie haben nicht die charakterlichen Eigenschaften. Und jede Rasse verfügt über gewisse Merkmale, die auch zu diesem Besitzer passen sollten. Und das ist der Punkt, weil der Weimaraner so spezielle hat, gibt es auch nicht viele Menschen, die genau so speziell sind. Und daher müsste schon klar sein, dass der Weimaraner alles andere als ein Modehund überhaupt sein kann, weil er so einmalig ist, so hohe Ansprüche hat an seinen Halter, dass es so viele Menschen gar nicht gibt, die so ebenso einmalig wären und ebenso diese Ansprüche auch erfüllen können. Ja. Für Nicht-Auslastung zum Beispiel eines Tieres, das ist ja mit das charakteristischste
Ergebnis, sage ich mal. Ja, wenn man nicht entsprechend mit dem Tier umgeht, blende ich hier mal zwei Fotos ein oder zwei kurze Geschichten. In der ersten Variante, habe ich ja gesagt, musste ich Eli mal allein lassen, wo ich anfangs arbeiten gewesen bin. Weiter weg, da war er länger alleine. Und zu was hat das geführt, kann ich auch verstehen natürlich. Er hat sich praktisch mit meinem Sofa begnügt. Also seinem. Das war, muss man sagen, aus den 20er Jahren eine Chaiselong. Da hatte ich lange für gesucht. Das war also auch nicht jetzt irgendwie so ein Ding aus dem Ikea für 25 Euro. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und er hat das Ding im Laufe der Zeit ordentlich zerpflückt, weil er nicht ausgelastet war. Ich habe den Hund dafür nie bestraft. Ganz im Gegenteil. Ich habe meinen Job gekündigt. Konsequenterweise. Das ist das, was praktisch niemand macht. Man macht es nicht dem Tier recht. Also was heißt niemand? Das möchte ich jetzt keinen verurteilen. Ein paar gibt es ganz bestimmt. Gewiss gibt es einige, die sich sagen, okay, hier stimmt was nicht. Ich ändere Situationen zugunsten des Hundes. Aber sehr oft, da machen wir uns noch nichts vor, wird der Hund untergeordnet. Die Karriere ist wichtiger, die Familie ist wichtiger, der Job ist wichtiger, das Auto ist wichtiger. Praktisch ist alles andere wichtiger, als dass der Hund, der wird dann irgendwo hinterhergeschoben. Und das sollte man sich mal überlegen. Möchte man, dass das einer mit einem selbst auch mal so macht? Dass man mal genau so behandelt wird? Wie sozusagen der Letzte in der Kette? Kann man mal drüber nachdenken, wenn man möchte. Ja. Und zweites Foto zum Beispiel, anderer Hund gewesen, da war ich nicht mal, das waren 10 Minuten, das ist kein Witz, das war also keine mehrere Stunden, sondern nur 10 Minuten. Da sieht man mal auch, wie schnell das gehen kann. Da hatte sich praktisch, habe ich gerade gekauft im Baumarkt, so einen Durchlauferhitzer, der war da nagelneu einverpackt, ja, und hat ja in kürzester Zeit unter diese Verpackung geöffnet. Wenn man das so sagen darf, Verpackung geöffnet, ja. In beiden Fällen entstand natürlich ein Schaden. Und das sind möglicherweise noch kleine Schäden. Denn so ein Hund kann ja praktisch auch das Innerste deines Autos in kürzester Zeit zerlegen, ja? Wenn er nicht ausgelastet ist. Wenn er Langeweile hat. Ja? Und grundsätzlich, wenn er nicht erzogen ist. Also es gibt so viele Gründe, die, wo ich mir wirklich wie jetzt an den Kopf fasse und die alle nicht sein müssten. Wenn jedem kann mal etwas passieren, deswegen würde ich auch nie jedem mal einen Vorwurf machen und sagen, du bist ungeeignet für den Hund. Der Punkt ist aber, ob man daraus etwas lernt. Das ist es ja. Ja? Denn einem Neuling kann ich das nicht vorwerfen. Der wusste das vorher noch nicht, der hatte diese Erfahrung nicht. Wenn er sie denn gemacht hat und sagt sich, okay, war scheiße, ich passe mich an, ich ändere etwas, dem Tier zuliebe irgendwie, ja, dann ist es gut, das ist gut. Aber wenn ich sage, scheiße, oder ich lasse das so laufen, ich sehe den Missstand und was folgt denn dazu? Praktisch, dass ich das Tier irgendwo einsperre, anleine, festkette, abgebe und so weiter. Das ist etwas, was genauso das Gegenteil von gut ist. Das geht in meinen Augen gar nicht. Das ist das Allerletzte. Jetzt habe ich ordentlich schon auf den Menschen rumgehackt, aber ich musste das auch machen, ganz ehrlich, wirklich. Ich möchte, wenn sich da jemand kritisiert fühlt, naja, dann darf er das bitte. Aber dann ist das auch gut, tatsächlich. Weil dann hat er eventuell einen Ansatz, wo er drüber nachdenken könnte. Ja? Aber eine schöne Rederei ist hier völlig fehl am Platze. Es wird dermaßen viel Schindluder getrieben, egal mit welcher Hunderasse oder egal mit welchem Tier. Ja, ist doch völlig egal, ob wir uns jetzt einen Hamster kaufen. Ja? Oder wir kriegen noch irgendwas geschenkt, weil es so super süß und knufflig aussieht. Ja? Hunde verschenken. Da kriegst du einen am Arsch. Das muss eine bewusste Wahl, sollte so etwas immer sein. Und für diese bewusste Wahl sind gewisse Eigenschaften einfach unabdingbar, um dann genau so etwas rauszubekommen. Und der Weg dorthin ist mitunter ein sehr langer, sehr schwieriger, steiniger, dreckiger. Ja? Ihr seht, ich begebe mich hier immer auf das Niveau des Hundes herunter, aber genau so. Das macht auch unsere Beziehung aus. Weil die Leute immer fragen, Mensch, du kommst wunderbar mit dem Hund, der macht ja immer alles und das ist ja einzigartig, ihr seid so ein richtiges Dreamteam. Aber der Weg, das zu erreichen, ist nicht nur schwierig, ist sehr aufwendig, zeitaufwendig und das Ganze drumherum. Ja? Muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich wohne allein ganz bewusst. Weil mitunter auch tatsächlich andere Menschen nicht fähig waren, mit Eli zusammenleben zu können. Tatsächlich. Nicht nur das ertragen, was Eli macht,
sondern auch noch eventuell, da kommt noch der Neidfaktor mit hinein. Ja, wenn ich zum Beispiel Eli umarme oder wenn ich mit ihm mal eine Runde knuddle, weil er das in jedem Fall braucht als sensibler Schmusetiger, der trotz alledem immer wieder ist, ja, dann brauche ich nicht jemanden, der da neidisch drauf ist, weil die Nummer ist überflüssig, oder? Wenn ein Mensch neidisch auf ein Tier ist, Tiere können neidisch auf Menschen sein, das sind sie in jedem Fall. Ja, aber dem Tier kann man das da nicht übel nehmen oder beibringen. Der Mensch hätte durchaus das Verständnis einzusehen, okay, dafür besteht keine Notwendigkeit. Ja, ich gehe ja nicht mit dem Hund fremd. Das sind solche Gründe, die alles auch so mit in diesen Topf reinfallen, die man sich überdenken muss. Denn hier ist nämlich auch nicht ganz unwichtig, der Weimaraner, der braucht einen Ansprechpartner, an den er sich hält. Der Weimaraner ist sehr, sagte ich ja, anhänglich. Und das betrifft nämlich, also nicht grundsätzlich alle, sondern vor allen Dingen, er braucht einen, von dem er weiß, das ist meine Zugangsperson sozusagen. Ja? Und das muss unmissverständlich klar sein. Der sucht sich sonst eine heraus, die er am liebsten hätte, wenn ihr euch das nicht ihm nicht zeigt, wer derjenige ist, und das kann fatale Konsequenzen haben. Ja, zum Beispiel ein Klassiker bei uns Menschen, ja? Die Eltern sagen zu den Kindern, ihr kriegst keine Schokolade. Ja, geht das Kind zur Oma und weiß genau, Oma ist viel lieber, da kriegst du die Schokolade. Wen sucht sie sich aus? Die Oma. Trotzdem kriegst du zu Hause von den Eltern auf den Deckel. Jetzt münzt das mal um auf den Menschen, auf den Hund. Der Hund, ja, kann, egal auf Weimaraner oder nicht, der kann ja nicht differenzieren, wieso, weshalb, warum, nicht in diesem Maße zumindest. Und plötzlich habt ihr einen anderen als den, er nimmt denn jemand anders als die Führungsleitperson wahr, weil ihr selbst nicht fähig wart, mit ihm entsprechend umzugehen. Das heißt nicht, dass er ihm Schokolade geben soll, das ist wahrscheinlich falsch, ne? Sondern ihr wisst, was ich meine. Ja, der Hund sollte einen haben. Und das sage ich hier bezüglich genau jener Auswahl, durch den Halter oder die Halter. Wenn der Hundekauf oder die Zulegung eines Hundes durch ein Paar geschieht, ja, dann ist es tatsächlich so, dass man sich trotzdem dahingehend einig sein muss. Das könnte zu Konflikten zwischen den Menschen führen, dass mitunter der Hund sich einen aussucht. Und da könnt ihr euch vorstellen, der Hund, der eine Partner sagt sich immer, oh, bei dir macht er das nicht, bei mir nicht und du bist immer so. Und was haben wir wieder? Neid. Hervorgerufen durch den Hund. Ja. Das muss einem bewusst sein. Das soll nicht heißen, dass der Weimaraner am besten jemand nimmt, der ein Einzelgänger ist, jetzt alleine lebt, so wie ich. Das ist ja auch Quatsch. Aber was ich damit sagen möchte, diese eine Person, die sollte klar sein. Und das sollte nicht nur für den Hund, sondern auch für den Menschen. Ja? Ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Yo, und jetzt sind wir, glaube ich, dann mit den Menschen durch. Irgendwo bin ich der Meinung. Also könnten wir lange nicht. Wir könnten ewig, aber ich denke zu diesem Thema der Hundeerziehung, da mache ich mal ein separates Video. Weil das wäre nämlich, da gehen wir dann über den Punkt des Weimaraners hinaus. Denn auch ich hatte ja, wie gesagt, mit anderen zu tun. Und das kann man verallgemeinern, für alle Hunde. Deswegen würde ich das jetzt nicht in dieses Weimaraner-Video stecken, sondern würde mal so ein paar Erfahrungen von mir, die ich gemacht habe, vielleicht mit einem Ratschlag verbunden, durchaus in ein anderes Video stecken. Bleiben wir hier beim Weimaraner. Und da wir jetzt, wie gesagt, auf den Mensch so ein bisschen rumgedeichselt haben, ist, also der andere Platz war besser mit dieser Rampe im Rücken. Gucken wir uns jetzt mal den Hund an. Ja? Hier steht ja möglicherweise, oder sehr wahrscheinlich, steht dann hier zur Wahl Rüde oder Hündin. Der Klassiker. Ja? Man könnte sagen, die Damen der Schöpfung holen sich eher einen Hündin und die Männer, wenn es geht, eher einen Rüden. Ja? Das kann man nicht so verallgemeinern, trifft aber nicht selten zu, sagen wir es mal so. Ja? Und beim Weimaraner, neben diesem unterschiedlichen Erscheinungsbild, was ich ja anfangs definiert hätte bei dem phänotypischen Aussehen, ja, zeigen allerdings auch Hündin und Rüde verschiedene Verhaltensweisen. Er, in Form von männlich, ja, benötigt er die erzieherische Konsequenz aufgrund seines nicht seltenen, zu dem Dickschädel hinzukommenden Macho-Gehabes. Ja, dieses stolze Brust, ich muss mich profilieren, der Pumper, ja, das sollte man bedenken. Während hingegen sie über ganz gern mal rumzickt, ja, und durch dieses Zicken auch nicht unbedingt weniger Konsequenz bedarf. Das haben sie ja, wie gesagt, logischerweise der Weimaraner am Wesen immer gemeinsam. Er oder sie. Aber die Ursachen,
Die können unterschiedlich sein. Ja? Das Resultat für euch ist praktisch das Gleiche. Also da kann man praktisch nicht unbedingt einen Unterschied machen. Ja? Das ist bei den Tieren wie bei uns Menschen, darf man sagen. Ja? Denn allerdings aufgrund von Körpermasse und Muskelstruktur ist eine Hündin, kann man in jedem Fall sagen, leichter zu führen von genau... Ne? Der Kraft könnte man allerdings schon sagen. Wenn er ihr losmacht, das hat eine Hündin so nicht geschafft. Die ist die Geschwindigkeit mitunter das Gleiche. Aber bei ihm steht noch deutlich mehr Power dahinter. Und damit kann möglicherweise, je nach Ausstattung des Rüden, nicht unbedingt jeder umgehen. Oder darum sagt man sich dann, möglicherweise ist das so ein Ding, das weiß ich nicht. Können mir die Damen gerne mal erklären, dass man da eher vielleicht sagt, naja, doch die... Ne, es wird nicht selten argumentiert, dass der Rüde natürlich markiert im Revier. Auch das möchte man nicht, ja, mitunter. Für mich ist das kein Knackpunkt, weil ich pinkle auch an jeden Baum. Ja, das ist natürlich auch ein Unterschied. Der Gassigang ist da ein bisschen anders, ja, beziehungsweise das Revierverhalten grundsätzlich, was das Markieren angeht. Ja. Und man kann durchaus sagen, dass beide, sowohl Hündin als auch Rüde, auf gleichgeschlechtliche Artgenossen mitunter nicht selten führt es dazu streitigen Auseinandersetzungen. Ja. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich mehr den Eindruck, die Erfahrung gemacht habe, dass die Hündin eher andere Hündin anzickt in der Masse des Auftretens, als dass der Rüde vor anderen rumpost und da eine groß auf Deckel macht. Das kann natürlich, passiert auch, und im Endeffekt kann beides ganz schlimm ausgehen. Keine Frage. Ja. Dann sind die Unterschiede vielleicht nur marginal, und das ist eine Erziehungssache, ohne Frage. Ja. Denn allerdings ein Unterschied, der nicht von der Hand zu weisen ist und das durchaus ein Kriterium sein könnte, ist nämlich, dass während der Rüde das ganze Jahr über sexuell aktiv ist, und da müsst ihr praktisch denn auf jede läufige Hündin aufpassen, je nachdem wie und wo ihr lebt, ja, der würde sozusagen immer können und dann auch wollen, und in diesem Fall dann auch, der überwindet auch Betonzäune und gräbt sich drunter durch, wenn er meint, da hinten möchte er zu einer, ja, also es hätte, der Drang wäre dann zum Fortpflanzungstrieb enorm hoch, ja, ist es bei der Hündin so, dass natürlich die Läufigkeit, die sie ungefähr zweimal jährlich, Pi mal Daumen, für jeweils auch ungefähr Pi mal Daumen 3 Wochen lang im Jahr denn hat, muss auch eine Lösung gefunden werden, ja, das heißt, da blutet sie euch praktisch irgendwo alles voll. Und man muss sagen, die Hündin, je nachdem, das habe ich auch nicht bei allen gehabt, aber in meisten Fällen ist es so, dass sie sich versuchen, selber reinzuhalten. Ja? Das heißt also, den blutigen Scheinausfluss, den sie dann irgendwo hinterlassen haben, auch selber wieder weglecken. Ja? Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr einen weißen Flokati-Teppich habt, ist er erstmal da drin. Dann leckt die auch, egal wie oft sie da drauf rumeiert. Das können Gründe sein, sich für ein Geschlecht jeweils zu entscheiden, Rüden oder Hündin. Und dann kommt natürlich noch hinzu, wie möchte ich zusammenhalten? Ja, das heißt, ein oder zwei, komme ich gleich noch zu dem Punkt, das ist auch noch möglicherweise ein Kriterium. Bevor wir zu dem kommen, würde ich jetzt allerdings noch mal genau zu dem kommen, wo ich auch in dieser Reihenfolge, das heißt ausgesucht habe, wenn man das so sagen darf, nämlich nach der Fellfarbe. Ich hatte es euch ja bereits erklärt, woher meine Gnatz-Entscheidung praktisch kam beim Weimaraner, wobei, wie gesagt, auch das andere mit reinspielt, ohne Frage. Waren immer zwei Gründe. Ja. Besitzen halt beide Fellfarben auch irgendwo gewisse typische charakteristische Merkmale, ja, hier also Unterschiede. Tatsächlich kann ich das festhalten zwischen dem blauen und dem silbernen. Wenn ich mal meine so zusammenzähle, habe ich da Unterschiede festgestellt. Und nach meiner Erfahrung sind denn tatsächlich die blauen eher, ist alles gut, Eli, ich weiß nicht, seht ihr das? Jetzt spitzt er die Ohren, er ist kurz davor aufzustehen. Da hinten fährt in 300 Meter Entfernung ein Auto einen Feldweg lang. Aber hat sich schon wieder entspannt. Jetzt haben wir tatsächlich hier eine Bremse, sehe ich das richtig, Ila? Die hast du mit deiner Scheiße am Hals angelegt. Das gibt's doch nicht. So, Entschuldigung, wo waren wir? Genau, nach meiner Erfahrung sind die, mach einen Schnappi, Eli. Die kannst du ruhig Futti machen. Das bringt mich mal alles raus. Nach meiner Erfahrung ist der blaue, ja, das heißt hier der anthrazitfarbene, dunkle Weimaraner tatsächlich ein bisschen besser als Familienhund geeignet, während sich der graue, das heißt der silberfarbene, helle Weimaraner ein wenig besser für die Jagd macht.
Das ist, wenn man beide Hunde jetzt genau nach jenem Vorurteil, vielleicht die man da schon hatte, aussuchen möchte, auch tatsächlich so. Das soll aber nicht heißen, dass auch ein grauer Weimaraner ein wunderbarer Familienhund sein kann. Auch das habe ich so gehabt selber, keine Frage. Und auch, genau das haben wir auch gehabt, dass auch ein blauer, ein passionierter Jäger sein kann. Ausnahmen bestätigen immer die Regel, wenn man das so sagen darf. Ja? Und zum Beispiel, er ist ein deutlich aufmerksamerer Wachhund gewesen, als jetzt meine graue, silbergraue Hündin. Wobei man allerdings auch sagen muss, dass das dann möglicherweise eher wieder am Geschlecht anstatt an der Fellfarbe liegt. Und auch natürlich dieses Macho-Gehabe, was da mit rein ist. Es kommen immer mehrere Eigenschaften in den Topf. Ja? Aber wenn man jetzt zum Beispiel, so habe ich es auch empfohlen tatsächlich, als ich meine Welpen damals abgegeben habe, wenn ich jetzt einen als Jagdhund haben möchte, habe ich tatsächlich gesagt, weil ich im Wurf beides hatte, habe ich gesagt, dann kann ich hier den Silbernen empfehlen, in jedem Fall aufgrund meiner Erfahrungen. Ja? Und dann habe ich natürlich auch noch eigene entsprechende Eigenschaften bei den Kleinen gesehen, die sich weiter vererbt haben und die man gut fördern kann. Davon nochmal abgesehen. Ja, aber es hat denn auch nicht jeder darauf gehört. Das ist dann aber auch nicht meine Entscheidung, muss ich sagen. Ja, ich habe denn da nur gute Ratschläge gegeben und ja, im Endeffekt muss ich sagen, ich persönlich, das ist meine Erfahrung mit Weimaranern, kann sowohl den blauen als auch den grauen für alles Mögliche halten, wo ich für haben möchte. Ja. Und dann zu dem Punkt, den ich jetzt schon angesprochen hatte, der Anzahl an Hunden, das so nennen darf, ja, steht ja eher die Frage im Raum, ein oder zwei, möglicherweise. Ja. Hier, wenn man das schon verstanden hat von den Eigenschaften ein Weimaraner, könnte man sich jetzt schon fast, ne? Weimaraner sind überdurchschnittlich, das nenne ich wirklich so, überdurchschnittlich, soziale Hunde. Und am gerechtesten würde man ihn eigentlich wehren, aufgrund jenes Charakters, wenn man sie als Paar hält. Das ist meine Erfahrung. Ila geht es auf keinen Fall schlecht. Ja? Er ist allerdings auch als Single aufgewachsen. Meine Hündin kam dann dazu. Und was ich vorher erlebt habe, ist auch eine ähnliche Bestätigung dessen, auch was andere Hunde übrigens angeht. Also andere Hunderassen, meine ich. Ne? Mit Zwingerhaltung, das heißt mit reinen Zwingerhunden in der Zucht, würde ich das jetzt nicht vergleichen, weil die ein ganz anderes Rudelverhalten haben. Ich rede jetzt mal von einem normalen, durchschnittlichen Familienhund. Ja? Da würde ich eher sagen, werdet ihr dem Weimaraner als Paar tatsächlich gerechter. Allerdings bedeutet diese Herausforderung nicht nur doppelt so viel Arbeit, sondern auch, dass die Nerven vielleicht sogar in einem exponentiellen Maß mehr strapaziert werden können. Ja? Denn ein Weimaraner unter Kontrolle zu behalten, das ist zwar nicht immer leicht und verändert in jedem Fall auch schon das Verhalten oder das ganze Leben eines Menschen. Das kann man wirklich so sagen. Aber zwei, die sich gegenseitig, also unter Umständen, vielleicht auch noch aufstacheln, ja, also da muss man schon ein wirklich sehr, wenn man vorher schon sagte, für einen brauchst du genau die und die Eigenschaften, dann braucht man für zwei, in jedem Fall nicht weniger davon, das will ich damit sagen, ja. Und ohne, wenn man das jetzt so sieht, auch wenn es eigentlich notwendig oder wenn es besser wäre, sagen wir es mal so, rate ich eher vom Kauf zweier Weimaraner ab, wenn es da nicht wirklich schon spezielle Gründe, triftige gibt. Zum Beispiel kann das sein, auch was ich die Erfahrung gemacht habe, dass zwei sich aus einem Wurf ganz besonders, zwei Geschwister also, sehr stark mögen. Man sieht es denn natürlich, wenn man die Welpen aufzieht, dass die beiden immer zusammenkleben. Du siehst immer nur die beiden zusammen. Die trennen sich praktisch nie voneinander. Warum auch immer. Die mögen sich einfach. Und die denn zu trennen, machen alle irgendwo. Aber ich meine jetzt ganz speziell, sowas kann es durchaus geben. Ich habe das gehabt. Die schlafen zusammen ein, die essen zusammen, die gehen zusammen aufs Klo, die gehen immer, ne, es ist, waren in dem Fall zwei Mädels. Ja, da sage ich dann auch, nehmt lieber die beiden. Ja, zusammen, weil ist eine Empfehlung von mir. Vorausgesetzt natürlich,
dass die Bedingungen in dem neuen Zuhause auch passen. Das ist wichtig. Ansonsten tut man sich damit natürlich keinen Gefallen. Ja, da kann man nicht sagen, okay, man nimmt lieber die zwei, weil sich das irgendwie für die beiden möglicherweise besser wäre, wenn man allerdings schon nicht mal für einen eventuell das Umfeld hat. Das liegt dann allerdings auch nicht mehr in der Verantwortung eines Verkäufers oder Züchters. Das muss denn der, die Verantwortung übernimmt dann der Halter. Ja, auch in dem Fall ehrlich zu sich selbst zu sein irgendwo. Und hat man denn aber auch tatsächlich zwei, dann kann man einfach nur sagen, während du bei einem schon diese, hier, zwei würden jetzt doppelt stinken neben mir sitzen. So rieche ich nur an einem Gülle. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Wenn ihr zwei machen das Leben nochmal viel, also ihr werdet belohnt mit deutlich vielen besonderen Momenten, die ihr mit einem so in diesem Maße, in der Vielzahl zum Nicht habt. Es ist wirklich, kann man so sagen, nicht, dass der eine nicht reichen würde oder schlechter wäre, auf keinen Fall, Himmels Willen. Aber die zwei mit sich selbst, versteht ihr, was ich meine? Ja, wenn sie zum Beispiel zusammen kuscheln, auf dem Sofa liegen oder zusammen spielen und sich alleine auch mal beschäftigen, ohne dass man sich um sie kümmern müsste. Das sind Momente, die hast du natürlich mit einem nicht. Da muss man sich dann also immer, ne, kann man das, wenn man das will, überhaupt gewährleisten? Und wie sieht es denn mit den Hunden aus? Diese Entscheidung trifft möglicherweise auch für andere Rassen zu, ja, also vor denen man stehen könnte, ein oder zwei, keine Frage. Es ist mit Katzen wie mit Hunden, Pferden, Dalmatiner, es ist völlig egal. Aber hier muss man immer sagen, aufgrund der ausgesprochenen Sozialität des Weimaraners. Deswegen habe ich diesen Punkt hier nochmal reingenommen, weil es hier ein bisschen was Besonderes ist. Jo, sehe ich zumindest so. Und der Punkt, genau, nicht ganz unwichtig bei dem Kauf, die Kosten natürlich. Ja, Kauf und Haltung in diesem Fall kommt ja rein. Ja. Denn allein mit der Anschaffung eines Welpen ist es nicht getan. Ja. Kostenpunkt Welpen, ach, das kann ja von den unseriösesten Billigangeboten, so nach dem Motto, ich muss die Dinger unbedingt loswerden, Hauptsache ich muss sie nicht ertrinken und ins Tierheim stecken. Ja, sowas gibt es ja auch irgendwo. Kann man schlecht sagen, wo es beginnt. Ich sag mal, vielleicht so 750 Euro. Es wurden auch schon welche für 500 abgegeben. Ja. Und dann geht das hoch bis ohne Probleme auch 3000 Euro und mehr. Ja. Je nachdem, wo der Weimaraner und von wem er denn irgendwo angeboten wird, muss ich sagen, kann das Ganze schon auch unseriöse Formen annehmen. Und mit unseriöse Formen meine ich sowohl unten als auch oben. Und hier kann ich ganz offen, ehrlich, frei raus sagen, dass ich meine Weimaraner Welpen, die ich verkauft habe, aus Eli seinem Wurf für den gleichen Preis abgegeben habe, wie ich für Eli bezahlt habe. Rein aus der Fairness halber, mit auch dem Hintergrund, wo ich mir gesagt habe, wer nicht bereit ist, so viel Geld, wobei so viel ist das gar nicht, aus heutiger Sicht ist das richtig billig, ja, vor 9 Jahren, den Preis, da kam heute noch mal ein bisschen was drauf, ja, also um es ganz frei rauszusagen, 1200 Euro, ganz einfach, ja, habe ich damals für Eli bezahlt und habe mir auch gesagt, wer nicht bereit ist, diese Zahl zu bezahlen, ganz ehrlich, der hat auch keinen Weimaraner verdient. Aufgrund jener Eigenschaften, die wir alle durchhaben. Denn man muss, und das kann ich schon verstehen, den Weimaraner aufgrund dieser speziellen Eigenschaften, das soll nichts mit Gewinnsucht oder Habgier zu tun haben, sondern wenn man den zu günstig verkauft, dann wird er halt, ist der Kauf in jedem Fall unüberlegter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er in Hände gerät, die praktisch ungeeignet für dieses Tier sind, sind einfach noch höher. Das heißt, wenn ich die preisliche Grenze irgendwo festsetze, ist so meine Erfahrung auch, dann überlegt man sich das dreimal und greift vielleicht lieber zu einem anderen Hund. Das könnte mit einer der Gründe sein, warum die Weimaraner aus dem Weimaraner Club für meine Verhältnisse für teilweise zu horrenden Preisen abgegeben wurden. Ja. Aber ich verstehe zumindest diesen Hintergrund, den ich jetzt genannt habe. Den anderen, das heißt die Gier, dafür habe ich kein Verständnis. Das ist wieder was anderes. Man muss also auch immer differenzieren, was ist es für ein Verkäufer? Um wen handelt es sich da? Ja, und dieser Kaufpreis, ja, das darf man natürlich nicht vergessen, ist ja nicht alles. Denn dazu kommen natürlich zahlreiche Spiel- und oder Arbeits- und Ausbildungsutensilien hinzu, die denn den Wert des Tieres selbst nochmal um ein Vielfaches übersteigen.
Ja, denn das ist praktisch wie wenn ich mir einen Porsche kaufe. Möglicherweise kann ich das machen, wenn ich das Geld habe, aber den auch zu unterhalten. Also ich rede jetzt nicht von so einem billigen Müllding von heute, sondern ich meine von vernünftigen GT3 Turbo von 1900. Ja, da muss ich erstmal die Haftpflicht, die Steuern, die Versicherung und vor allen Dingen ganz wichtig, den Tankwart bezahlen. Ja, und genauso ist es ja hier bei ihm auch. Man kann das tatsächlich so sagen, je teurer und je luxuriöser oder je anspruchsvoller das Tier ist, desto mehr kommt auch in den Folgekosten exponentiell dann nochmal auf mich hinzu, verglichen mit einer anderen Rasse. Ja, wie gesagt, wenn man ihn entsprechend artgerecht halt ja, auslasten möchte. Und hier kann man einfach sagen, dass ein seriöser Verkäufer die tierärztlichen Kosten, die anfangs für dieses Tier anfallen, das heißt die ersten Entwurmungen, Impfungen, das Chippen und natürlich auch den EU-Heimtierausweis übernimmt. Ja, das habe ich genauso getan. Also meine Tiere wurden perfekt astrein abgegeben. Und das kann man auch so als kleine Lektion aus meinem Wurf sagen. Ich habe allein einen Hund nur für diese Kosten verkauft. Weiß man Bescheid. Ja. Und ich sage hier ganz bewusst Verkäufer. Denn ich sage nicht Züchter, weil ich nämlich in meiner Erfahrung, hast du sie denn endlich gefunden, Nilay? Ach, hier sind mehrere Fliegen jetzt. Okay. Weil ich nicht verallgemeinern würde, und davon kann ich auch nur abraten, zu sagen, ich kaufe meine Hunde grundsätzlich nur bei Züchtern. Das wird natürlich von der Zuchtlobby, von den Dachverbänden entsprechend gefördert, dass man viele private Verkäufer oder grundsätzlich den privaten Verkäufer, das habe ich so erkannt, auch immer ein bisschen als unseriöser darstellt. Das ist unfair. Es gibt auf beiden, wenn man dies in diese Lager einteilt, ich habe das selbst erlebt, was denkt ihr, was ich durchhabe mit privaten Verkäufern und auch mit offiziellen Züchtern, die einen hohen Ruf und ranghohen Namen hatten und wo man sagt, oh, der Zwinger und so weiter. Ich habe auf beiden Seiten alles erlebt, von Katastrophe bis richtig gut. Ja, von daher sage ich hier, nenne ich das Wort Verkäufer, denn es ist ein Gespür des Käufers. Es liegt in der Verantwortung des zukünftigen Besitzers, herauszufinden, ob ich es da mit einem seriösen Verkäufer zu tun habe oder nicht. Und ich bin der Meinung, wenn ich das nicht herausfinden kann, dann ist sich möglicherweise, habe ich auch nicht den Charakter des Tieres erkannt. Denn nämlich, um das zu verstehen, das Tier gehört nämlich auch eine entsprechende Menschenkenntnis. Zumindest sehe ich das so dazu. Ja. Und wenn ich anhand dieser Kenntnis praktisch mich von einem Verkäufer verarschen lasse, dann ist das zumindest kein guter Anfang bezüglich des Tieres. Das muss es nicht heißen, wenn man daraus etwas lernt. Ja. Aber ich habe das zumindest in einigen Fällen leider so erlebt, dass mir auch von Züchtern Dingen vorgesetzt wurden. In dem Fall, der Rüde ist jetzt gerade nicht da. Und nee, die Hündin haben wir jetzt gerade bei der anderen im Tierarzt. Und da kannst du nicht reingehen, auf keinen Fall. Wir haben dir die Tiere schon mal vorgelebt, das ist hier. Und du wolltest ja sowieso nur Rüden, daher haben wir die anderen Welpen alle schon mal weggelegt. Wisst ihr, wie viele? Es gibt ja so eine Strichliste, ja, kennt jeder Hundekäufer, potenziell interessant, möglicherweise, die man so gedanklich wie bei so einem Gebrauchtwagen-Check durchgehen sollte. Und diese No-Gos, die habe ich auf beiden Seiten erlebt. Peng. Und genauso gut habe ich auch völlig seriöse private Verkäufer erlebt. Ja. Kann man alles haben. Und jeder, der zumindest bei mir etwas bei meinen Welpen sich interessiert hat und sich auch meine Hunde anschaut, der dürfte, glaube ich, Letzteres in jedem Fall bestätigen, dass ich von vornherein bis hinten ehrlich bin und die Leute habe überall hingucken lassen und vollgestopft habe mit Informationen von vorne bis hinten. Die konnten beim Kaufen mehrfach kommen, wo ich gesagt habe, ihr müsst mir bloß kurzzeitig Bescheid geben, dass ich nicht gerade die Tiere gerade schlafen, da haben sie die und die festen Zeiten. Ansonsten könnt ihr kommen, wann ihr wollt und so oft, wie ihr wollt und setzt sich mit den 3 Stunden auf die Wiese und spielt mit denen, wenn ihr das möchtet, wenn das nicht zu viel wird für Tiere, mal ganz wichtig, vor allen Dingen fürs Muttertier. Ja. Das heißt, ich habe sozusagen Tag der offenen Tür gemacht, gläserne Manufaktur, wie man das immer macht, möglichst seriös. Ja. Und wenn er das irgendwo findet, dann ne, nochmal so einen kleinen Verkaufstipp zu diesem Ding. Und um jetzt auf diese Kosten wieder zurückzukommen, bei diesem Punkt sind wir ja gewesen, dass zur Grundausstattung eines Hundes in jedem Fall Halsbänder, Leinen, Geschirre, Näpfe, Dummies, Hundebetten, Transporteinrichtungen und so weiter gehören. Das kostet, wie gesagt, alles. Und in den ersten
ungefähr 2 Jahren kauft man natürlich auch einiges doppelt davon, weil der Hund natürlich rauswächst und weil er natürlich einiges in der Wachstumsphase bzw. in einer Spielphase, kindlichen Auslassung und so weiter zerlegt, zerstört, mehr als wenn er natürlich nachher älter ist. Ja. Später kauft man nur unter Umständen weniger, weil das Tier denn gesetzt ist, man braucht bloß nur einen Halsband, man weiß, was man hat, das ist keine Frage. Aber wenn man zumindest so vielseitig unterwegs ist wie ich mit dem Tier, das heißt entsprechende Spezialgeschirre, Signal- und Rettungswesten brauchen, eine entsprechende Kleidung, weil wir jetzt auch in andere Länder gehen und so weiter, dann wird dieser Kostenfaktor in jedem Fall nicht weniger. Also dann bleibt das Tier von vorne bis hinten teuer, wie es immer gewesen ist. Ja. Und dann kommt natürlich für den einen oder anderen auch noch hinzu, das sollte man hier erwähnen, ein Punkt, den ich mir glücklicherweise sparen konnte, ja, die Ausbildungskosten für die entsprechende Hundeschule und möglicherweise auch für entsprechende Literatur, die man sich da kaufen möchte oder möglicherweise auch muss. Und hier könnte ich jetzt wieder mit dir, mit diesem kritischen Sternchen kommen, wo ich mir sage, jemand, der fähig ist und geeignet, das Tier versteht, die entsprechenden Voraussetzungen bietet, der braucht das alles nicht. Und jemand, der halt davon weniger hat, der muss da halt mehr investieren eventuell. Ich weiß, das klingt nach Kritik und das möchte nicht jeder hören, aber was soll ich sagen? Das ist meine Erfahrung, die ich so im Leben gemacht habe. Ja, so viel zum Thema Kauf und Haltung. Ich würde in diesem Fall allerdings in jedem Fall nochmal ein Video machen, genau zu Thema Erziehung. Das mache ich nochmal speziell. Wie gesagt, das hat nichts mit nur Weimaranern zu tun, sondern da kann man viele Dinge auch auf andere Hunderassen. Ich bemühe mich, dass ich das ein bisschen allgemeiner auch mache. Ansonsten bin ich froh, dass ich mich spezialisiert habe auf eine Rasse. Nichtsdestotrotz kann ich allerdings auch mit vielen anderen umgehen und würde entsprechend das mal in ein Video packen. Ja? So viel aber zum Thema erstmal bezüglich Kauf Weimaraner. Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen, konnte ich rüberbringen, dass es auch nicht ganz günstig ist, der Spaß, dass er nicht unbedingt billiger wird und dass das Ganze auch eine entsprechende Voraussetzung bedarf. In jeglicher Hinsicht ist es genauso komplex wie das Tier eben selbst auch, der Charakter. Ne? Und dann wären wir jetzt eigentlich mit dem dritten Punkt durch und ich könnte jetzt den Standort wieder wechseln. Ja? Sollten wir das machen? Sagt mal was. Wollen wir uns das Risiko nochmal an? Machen wir das ruhig, ja? Machen wir es ruhig, weil ich habe jetzt schon gesagt, ich wollte es eigentlich bei 4 machen. Machen wir mal 3. Ganz spontan mich dazu entschlossen. Aus dem Grund, dass ich nicht weiß, wie das mit der Belichtung ist. Ihr guckt die ganze Zeit in die Sonne. Das könnte möglicherweise fatal sein. Und ganz ehrlich muss ich auch sagen, ist der Sitzplatz hier nicht so super angenehm. Er ist trocken, er ist sonnig, schönes Ding. Ila hat eine Beschäftigung mit den Fliegen, das gefällt mir auch sehr gut, aber ich würde mir noch mal ein bisschen mehr Grün gönnen und euch vielleicht auch eine andere Perspektive. Auf dahin würde ich sagen, gucken wir für den 4. Punkt, Gesundheit und Pflege. Der dürfte dann nicht mehr ganz so lang sein, aber da suchen wir uns noch mal ein grüneres Plätzchen. Auf dahin. Ist ja Ila. Noch mal ein neues Plätzchen suchen? Mich? Doch, Ila. Du machst übrigens richtig stinky, du kleines Schwein. Komm mir bloß nicht zu nah. Ila, dafür werden wir dich heute richtig duschen. Ihr seht, Ila ist in jedem Fall ein Fliegenjäger. Ja? Das ist, das kennen auch andere Hundebesitzer von ihren Rassen, keine Frage. Ja? Und das lastet ihn natürlich auch aus. Also sozusagen auch eine Beschäftigung, wenn er sich nicht bewegt im Laufen, hat er hier zumindest eine, die ihn ziemlich nervt. Den nehmen wir hier, Eli. Wenn er nicht so stinken würde, Eli, dann könnte so ein weg mit dir. Oh, so ist besser. Oh, hier ist zwar auch windig, denke ich. Also ähnlich wie eben, aber dafür ist es grüner. Und irgendwie fühle ich mich ein bisschen wohler als auf diesem. Ja, stinkt trotzdem. Gut, also, der 4. Punkt. Gesundheit und Pflege habe ich den genannt. Das ist der letzte in diesem Video und vermutlich auch der kürzeste. Beginnen würde ich den mal mit dem Punkt Verletzungen.
Denn das ist, ich meine, man kann sich eine ganze Menge Gedanken machen. Auch ich habe es damals beim grundsätzlich bei allen Tieren immer gemacht. Vorsorge und so weiter. Keine Frage, kommen wir zu. Aber das, was eigentlich am meisten einen betrifft oder am meisten, denn am unerwartetsten passiert, das ist ja der Punkt eigentlich. Genau jene Verletzungen. Und da muss man sagen, die gehören praktisch bei jedem Lebewesen irgendwo zum Leben dazu. Das ist ganz normal. Und ich bin der Meinung, je aktiver und je intensiver, je bewusster man das Leben auch führt, damit werden es nicht unbedingt weniger. Ja. Und von daher kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn ihr mit dem Hund unterwegs seid, ja, das ist jetzt allgemein so, aber beim Weimaraner bin ich der Meinung, sollte man da ruhig nochmal ein doppeltes Ausrufezeichen hintersetzen, weil er halt sehr aktiv ist natürlich, ja, dass man eine in jedem Haushalt als auch auf längeren Touren immer eine entsprechend ausgestattete Erste-Hilfe-Box-Tasche, Set, was auch immer, mit sich führen sollte. Ja, dass also ein Mindestmaß an Sanitätsmaterial dabei haben sollte, und grundsätzlich zudem ist es natürlich auch noch von enormem Vorteil, wenn man grundlegende medizinische Kenntnisse besitzt. Ja. Und dann kann man dieser Komponente mit den Verletzungen auch am besten irgendwo begegnen. Denn das muss man sagen, zumindest aus meinem Leben mit den Weimaranern, eigentlich die Komponente, die am meisten ins Gewicht fällt. Und da seht ihr auch schon nicht das Thema Krankheiten, Unverträglichkeiten, sondern ich, so wie ich zumindest aus meinem, waren es immer Verletzungen. Und die treten, können sofort aufkommen, wie zum Beispiel, ich bin draußen mit Eli und er tritt in irgendeine Glasscherbe. Es liegen genug überall rum. Und das nicht nur in der Stadt, sondern auch mittlerweile komplett in der Natur. Ich wollte zum Beispiel nur in der Elbe schwimmen gehen. Bin also sozusagen dort am Elbstrand, am Sandstrand, wo sonst kein Mensch ist, ja, also wo keiner hinkommt, außer wir beide. Und trotzdem liegen da zerhackte Flaschenköpfe und so weiter, die angespült wurden, vom Schiff reingeworfen, von Anglern und so weiter. Ja. Also das sind so einfache Sachen, damit rechnest du nicht, die ziehst du dir natürlich selber zu, wenn du barfuß bist, ja. Aber denkt man ja natürlich weniger dran, wenn man mit Schuhen durch die Gegend geht, aber wenn man selber mal barfuß unterwegs, so wie es der Hund praktisch ist, dann stellt man relativ schnell fest, dass sich Pfotenverletzungen zum Beispiel relativ schnell einstellen können. Ja? Und dann hatten wir auch noch andere Verletzungen, die nicht unbedingt sich der Hund nur zuzieht, sondern von anderen verursacht wurden. Das ist auch so ein Ding, da kannst du nicht mit rechnen. Das heißt, von anderen Hunden, die weniger, wie soll man mal sagen, weniger sozialverträglich waren mit ihrer Art, ja? Und andere Tiere kommen auch noch grundsätzlich. Ile hat in seinem Leben alles durch irgendwo. Ja. Ist viermal von anderen Hunden gebissen worden, Kampfhunde inklusive. Er hatte Beißkontakt mit wild lebenden Tieren. Das heißt, seine Namen, die er zum Beispiel auf der Brust hat, die stammen von einem Biber her. Ja, dem hat ihn damals nicht nur am See, sondern auch in die Nase gebissen. Ja, stinken tust du, Eli. Und überall hat er irgendwo welche Narben. Genauso wie ich. Für mich ist das völlig normal. Ich achte nicht auf Schönheit bei einem Hund, sondern auf eine gute Gesundheit. Und da sollte man einfach nur Thema Verletzungen, wollte ich hier nur ansprechen, etwas, was aus meiner Erfahrung mit, wenn überhaupt, am meisten vorgekommen ist und dem man aber etwas entgegensetzen kann, was zumindest die Organisation und Planung, vorausschauendes Denken angeht. Ja, das kann man ausschließen. Und dann gibt es Dinge, die man grundsätzlich prophylaktisch, das wir wahrscheinlich wohl so die meisten zuerst dran denken. Ja? Und da zählen zur Gesundheitsvorsorge grundsätzlich natürlich regelmäßige Impfungen. Ja? Die ersten kriegst du so ab der achten Lebenswoche. Staupe, Leptospirose, Parasirose, HCC, das heißt eine Hepatitis und so weiter. Und das Ganze wird dann ab der 12. Lebenswoche dann in Form einer zusätzlichen Tollwutimpfung dann auch nochmal aufgefrischt. Und diese Impfungen werden dann natürlich in den regelmäßigen Turnus, je nach Präparat, was man da gibt, immer wiederholt. Und da kann man sich jetzt natürlich für entscheiden, möchte man das machen oder nicht. Denn es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, sie möchten ihr Tier nicht mit irgendwelchen Präparaten vollstopfen. Kann ich auch nachvollziehen. Ich muss sagen, aus meiner Sicht wäre es auch nicht unbedingt alles notwendig, was man da bekommt. Aber da ich mit Eli grundsätzlich auch
das Land verlasse, wir regelmäßig auch nicht nur in der EU mit dem Heimtierpass reisen, sondern auch außerhalb davon sind wir regelmäßig auf irgendwelche Nachweise halt leider angewiesen diesbezüglich. Ja. Und was das angeht, muss ich sagen, nervt mich zumindest am meisten, dass die richtige Tollwutimpfung praktisch erst so spät kommt, wo ich mir sage, ich wäre mit dem Welpen schon längst hätte eine Weltreise gemacht. Das hatte mich immer jedes Mal davon abgehalten, Junghunde in dem Fall, also ganz frische, irgendwohin mitzunehmen. Obwohl das für mich und für den Hund überhaupt gar kein Problem gewesen wäre. Was hast du denn, Eli? Ja, das ist wieder irgendwas rumgerusselt. Ja, und genauso wie das mit den Impfungen ist, ist natürlich auch eine Entwurmung irgendwo wichtig. Ja, das heißt, beginnen schon ab dem Welpenalter. Und da ist es eigentlich mit überhaupt am wichtigsten, denn das Immunsystem eines jungen Hundes, das heißt eines kleinen Welpen, ist praktisch noch nicht, hat sich noch nicht entsprechend stark entwickelt, als dass er mit dieser hohen Belastung klarkommen würde. Ja. Das sieht man denn, sehen zumindest nicht wenige, die auch selber mal einen eigenen Wurf hatten, dass praktisch genau solche Belastungen durch Würmer zum Beispiel bei Welpen nicht selten auftreten. Was allerdings auch nichts Schlimmes ist, nichts Abnormales irgendwo, denn man muss immer das Umfeld betrachten, wo der Hund aufwächst. Ja, ich persönlich halte, seht ihr ja für mich genauso wenig von einem klinisch hermetisch abgeriegelten Wohnumfeld, wo ich hier mit dem Sakrotan-Spray alles abtupfe, und genauso wenig halte ich das für das Tier auch angemessen. Das heißt, wenn wir irgendwo uns draußen, so wie jetzt hier, bewegen und der natürlich, wie ihr gesehen habt, damit der Scheiße spielen will, besteht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er sich da auch irgendwas wegholt. Ja, aber so sehe ich das zumindest, wenn ich diese Sensibilisierung nicht immer wieder habe, das heißt sozusagen den natürlichen Impfauffrischungsschutz, dann kann es auch kein entsprechendes Immunsystem geben. Peng. Da könnte man sicher ein eigenes Video zu machen, zu dieser Einstellung. Ja. Ich muss sagen, dass diese Prophylaxe, kann man also unterm Strich sagen, für diese Endoparasiten, in dem Fall wie gesagt Spulhaken, Bandwürmer und Giardien, grundsätzlich abhängig ist von dem Lebensumfeld des Hundes und des Einsatzbereiches. Ja. Als Faustregel kann man hier sagen, theoretisch sagt man das zumindest so, je mehr Freigang es in der Natur gibt, je mehr Kontakt auch zu Wild besteht, vor allen Dingen auch zu Aas irgendwo, desto öfter sollte möglicherweise auch entwurmt werden, was das angeht. Ja. Muss ich sagen, hat mit zunehmendem Alter und meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, das soll bitte kein Ratschlag sein, aber hier sage ich jetzt meine persönlichen Erfahrungen mal, hat diese Entwurmung auch abgenommen. Ich mache das hauptsächlich, wenn wir in Länder fahren, wo genau jenes notwendig ist, genau wie die Impfung auch. Ja. Aber hier zu Hause, muss ich ganz ehrlich feststellen, habe ich keinen Unterschied festgestellt zwischen mache ich etwas oder mache ich nicht. Es gab für das Tier keinen Unterschied in Form von, dass es sich irgendwas weggeholt hat oder nicht. Das ist natürlich, ne, kann sein, muss aber nicht sein. Soll jetzt also kein Ratschlag in dem Sinne sein, das muss jeder selber wissen. Das ist ja, obliegt der Verantwortung eines jeden Hundehalters, einer Hundehalterin selbst, wie er oder sie meint, es für das Tier am besten wäre. Und im Gegensatz zu diesen Endoparasiten, die wir jetzt hatten, also beispielsweise die Würmer, werden Ektoparasiten natürlich und deren Symptome deutlich eher wahrgenommen. Ja? Wobei man allerdings sagen muss, dass deren Bekämpfung mitunter nicht einfacher ist, um nicht zu sagen, teilweise habe ich sogar die festgestellt, deutlich schwieriger. Bekannt sind hier zum Beispiel Milben, ja? Grasmilbe, Raubmilbe, Ohrmilbe, Grabmilbe, Haarbalgmilbe. Ja? Das sind so Sachen, die können sehr hartnäckig sein. Flöhe. Und wo wir jetzt hier natürlich gerade sind, Zecken. Ja? Es ist Frühjahr und ich weiß jetzt schon, dass wir ohne Frage sein, dass an Ila nachher irgendwas zu finden ist. Ja? Kommen wir gleich zu diesem Thema und bei mir möglicherweise auch. Ja? Und dann haben wir natürlich noch länderspezifische Insekten und Fliegen, die mitunter sehr auch noch gefährlicher sein können als das, was wir bei uns haben, je nachdem, wo man hinfährt. Ja. Zecken, wenn wir jetzt mal gerade bei diesem Thema sind, ja, habe ich übrigens wer dazu mehr wissen möchte zu diesem Thema mit den Ektoparasiten, das heißt vor allen Dingen Zecken, habe ich ein sehr umfangreiches Video bei mir auf dem Kanal. Genauso umfangreich wie dieses Weimaraner-Video hier, wo ich aber praktisch all diese beleuchte.
Von daher muss ich dazu eigentlich gar nichts mehr sagen. Ja, verweise ich einfach genau auf jenes Video, was wir auch hier draußen im Umfeld gedreht haben und wo wir uns hinterher dann mit Zecken abgesucht haben. Ja, und da muss man allerdings sagen, Zecken, nur kurz, wer das Video nicht gesehen hat, einen kleinen Eingrätscher, treten praktisch das ganze Jahr über auf. Übertragen wissen wir Borreliose, Anaplasmen, SSME, Babesiose und so weiter. Hier muss ich aus meiner Erfahrung sagen, habe ich schon alles Mögliche benutzt jetzt, was diese Zecken angeht. Das heißt Floh- und Zeckenhalsbänder, die natürlich irgendwo helfen, keine Frage, aber die auch entsprechend irgendwo natürlich ungesund, das heißt eine schädliche Nebenwirkung haben, weil es natürlich die absolute Chemie- und Hexenküche ist. Ja. Und da muss man natürlich abwägen. Und ihr seht ja auch gerade schon, was ich jetzt zumindest gerade von so etwas halte, da wir das nicht mehr benutzen. Ja. Kommt immer darauf an, wo man ist, in welchem Gebiet natürlich und wie gesagt, obliegt der Verantwortung und der Einstellung eines jeden Hundehalters. Ja. Und so wie wir jetzt hier sitzen, jetzt ist es vielleicht noch nicht ganz so krass, aber an so einem durchschnittlichen heißen Sommertag, ja, wenn jegliche Feuchtigkeit auch irgendwo komplett weg ist, dann kann das schon mal vorkommen. Das war, wenn ich ihn jetzt abends absuche, irgendwo bei mir auf dem Sofa, ich da ohne Probleme eine fast zweistellige Anzahl finde. Das Maximalste, was Ila mal an einem Tag hatte, wo wir mal unterwegs gewesen sind, das habe ich mir noch gemerkt, weil ich das aufgeschrieben hatte, waren 16 Zecken von nur, also vom Holzbock, ja, die wir nur auf einem Spaziergang gehabt haben. Ja. Und je später man die entdeckt, desto schwieriger gehen sie natürlich raus, keine Frage. Ne? Und zu diesem Punkt gibt es bei mir auch ein Video neben den Zecken, sondern zur Pflege des Hundes. Ja? Weise ich hier schon mal drauf hin, wird gleich nochmal kommen, wenn wir von den Parasiten weggehen, nämlich zur Pflege grundsätzlich, wie ich auch Zecken entferne. Ja? Das heißt, seht ihr da auch? Nee, Eli, komm mal hierher, du hast schon wieder irgendwas hier rauchen. Ja? Und bezüglich den... jetzt steht es mir ja leider im Bild, Eli, das ist ja auch egal, ne? Bezüglich der Ektoparasiten nochmal, hatten wir mal auf einer, soll nur mal so ein Beispiel sein. Es gibt immer viele Sachen, die wir irgendwie erleben im Ausland, aber ich bringe jetzt hier mal eins, weil das doch sehr prägnant gewesen ist. Hatten wir nämlich das Problem mit Kriebelmücken. Waren wir im Lappland im Sommer gewesen und er hatte das Zeckenhalsband um. Er hatte eine zusätzliche Flüssigtinktur für das Fell, das heißt diese Spot-Uns, die mir das eine oder andere Mal auch schon vorgeschlagen wurden, die mir damals die Tierärztin in Massen mitgegeben hat. Nimmst du das, das hilft auf alle Fälle alles, irgendwas nimmst, ja. Und am Endeffekt, jetzt kommt der Oberbrenner, es hat gar nichts geholfen. Eli sah aus, in ein paar Minuten, das waren wirklich nur wenige Minuten, wurde der durchgestochen. Der ganze Unterleib war komplett rot, mit Blutergüssen übersät. Er hat sich gejuckt wie Penne da. Wir mussten abhauen. Ich musste ihn erst in ein Zelt einsperren und dann mussten wir praktisch die Region verlassen. Was will ich damit sagen? Dass es Sachen gibt, da könnt ihr nichts gegen machen. Also an Präventivmaßnahmen von chemischen Mitteln her. Sondern da kannst du einfach nur sagen, kannst dem Hund, solltest du nicht dieser Sache aussetzen. Und das ist mit der Grund, die Zuschauer meiner Abendreportage in Lappland wissen das, wo ich immer wieder gesagt habe, warum ich gewisse Jahreszeiten in dieser Region bevorzuge. Nämlich sehr hoch ist da der Hund, der das Ganze bestimmt. Tatsächlich. Warum ich nicht zu dieser wunderschönen, wo sie alle irgendwie fahren, sondern weil ich an das Tier denke. Weil das Tier natürlich immer mit mir zusammen ist. Das heißt, ich nehme auch noch eine entsprechende Rücksicht auf das Tier. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Regionen, wo wir zum Beispiel in den Mittelmeerraum fahren, ja, die, was da angeht, was hier die Sandfliegen und so weiter betrifft, die natürlich auch entsprechend schwerwiegende Krankheiten übertragen. Da muss man immer abwägen. Ja. Macht man es nicht, wie lange bleibt man und so weiter. Verantwortung eines jeden Besitzers. Ja. Jo, und neben diesen hatten wir jetzt die Parasiten, ja, nicht ganz unwichtig, also Verletzungen halte ich mit am meisten, dann kommen die, also zumindest die gravierendsten, die den meisten Schaden auch anrichten können am Tier. Dem Parasiten müssen denen nichts nachstehen und dann kommen wir mal zu den Krankheiten. Das ist das, was jetzt wahrscheinlich der eine oder andere hier mehr erwartet hätte oder womit man sich vor dem beim Kauf des Tieres oder davor ja vielleicht schon mehr auseinandersetzt oder aber auch natürlich, wenn man sie hat, keine Frage, leidigerweise. Und hier kann man sagen, zu diesen Erbkrankheiten, das was also, wofür der Weimaraner möglicherweise empfänglich sein könnte, wäre die Hüftgelenksdysplasie. Ja, und da haben wir HD natürlich, das heißt eine Fehlbildung der Hüftgelenke, bei der denn die Gelenkpfanne nicht mehr zum Oberschenkelkopf
wie auch immer, entsprechend zusammen richtig passen. Ja? Und diese HD kann man bereits ab dem 12. Lebensmonat per Röntgenbild diagnostizieren. Die kann man zwar mit Schmerzmedikamenten irgendwo lindern, aber heilen ist das praktisch dauerhaft unmöglich. Und solche erblich bedingten Krankheiten, wie zum Beispiel die Hüftgelenksdysplasie, können dann auch zusätzlich noch durch äußere Einflüsse verstärkt werden, wie zum Beispiel durch entweder ein Übergewicht oder aber auch irgendwo eine Überbeanspruchung. Ja, wenn der Hund also irgendwo schon sowieso empfindlich ist, dann fehlt da möglicherweise bloß noch so der Funken zu dem Feuer. Nee, du musst noch kurz warten, Eli. Du musst noch kurz warten. Du gehst schon wieder an die Kameralinse. Setz dich doch mal hier hin. Mach mal einen Platzbatz, Eli. Mach mal einen richtig schönen Platzbatz. Hier runter. Platz, Eli. Sag dir nicht zu, der Platz, ne? Ja, ist ja gut. So machst du ihn fein, Eli. Da machst du einen Sitz, das geht auch. So ist ja aus. Bezüglich dieser Überbeanspruchung. Das ist etwas, womit ich immer mal wieder konfrontiert werde, sagen wir es mal so. Das heißt nicht nur mit den Folgen von Überbeanspruchung, das ist ganz normal, das wissen die Zuschauer meiner Abenteuerreportage in Lappland, mindestens. Ja? Das heißt, wenn Ila irgendwo durch die Wildnis robbt, entsprechend einen Rucksack trägt, dann ist natürlich alles mehr beansprucht. Und genauso wie bei mir, keine Frage. Ila hat dann meinetwegen seine 8,5 Kilo auf dem Rücken irgendwo, wenn es gut ist, und ich habe dann meine 40 Kilo und noch mehr, die wir denn da irgendwo rumschleppen mitunter. Und das ist für uns beide eine Belastung, keine Frage. Und das merken wir dann irgendwo auch beide. Aber beide, und das ist der Punkt, regenerieren wir uns denn auch. Das ist also für mich denn nicht der Grund, dass ich den Hund in Watte packe, weil ich mir sage, oh, denn vermeide ich möglicherweise jetzt irgendeinen Gelenkschaden oder sonst was. Das habe ich rede jetzt von meiner Sache, ja, habe ich bei meinen Hunden noch nie getan. Das heißt, die durften von frühem Alter an alles Mögliche machen. Diese Nummer, die da immer gesetzt wird mit Welpenschutz, 12 Monate, musst du den in Watte packen, keine Treppen steigen, nicht am Fahrrad laufen und so weiter. Wisst ihr, wenn ich dazu das veröffentlichen würde, was ich mit Eli gemacht habe, das könnte Beifall kriegen, wenn man darauf Wert legen würde, ja. Aber das würde auch sehr wahrscheinlich eine ganze Menge Menschen auf den Schirm rufen, die sagen, das kannst du doch mit dem Tier nicht machen. Nun, guckt ihn euch an. Der Junge ist 9 Jahre alt, fast jetzt. Und mit den anderen, die es jetzt nicht mehr gibt, war es aber ähnlich. Das heißt, ich schaue mir das Resultat des Hundes an. Das heißt, die Gesundheit. Wie geht es dem? Und nur daran mache ich etwas fest, wenn überhaupt. Nur weil ich jetzt jemanden sehe, der macht einmal das mit dem Tier, was auch immer das sein mag. Das ist ja nicht wirklich aussagekräftig. Wisst ihr, was ich meine? Und genau das ist denn die andere Sache, die ich auch erlebe. Das heißt, nicht Menschen, die dann sehen, oh, wunderbar, was denn hier alles mitmacht irgendwie so. Ja, wenn wir jetzt wieder bei 3 Grad mit Big Betty den finnischen Ivaloyuki runterpaddeln und Eli vorne die Galionsfigur macht. Sondern, oder wir auf dem Meer sind. Es gibt so viele Situationen, wo der Mensch, das ist Wahnsinn, was. Ich kriege auch sehr viel negatives Feedback dazu. Das kannst du doch mit dem Hund nicht machen. Ich nenne das ganz einfach ein falsches Verständnis von Hunden. Ganz oft habe ich das, wenn ich beispielsweise, Eli sitzt irgendwo und wartet auf mich, weil war zum Beispiel vor der Kaufhalle, ja, hatte ich so eine Situation neulich gerade. Da kommt eine ältere Dame an und sagt, das geht. Was sie mit dem Tier machen, das gehört sich nicht. Da habe ich gesagt, was macht ihr mit dem Tier? Ja, der darf hier draußen nicht sitzen. Und was, wenn ich mich jetzt hier hinsetze? Ja, so wie hier, darf ich das? Geht es mir denn auch schlechter irgendwo? Ist ja nicht so, dass ich ihn im Sturm bei minus 30 Grad im Regen anbinde. So ist es nicht gewesen. Es ist ein ganz normaler Tag, so wie heute gewesen. Ja? Also es gibt Menschen, die hat ja jeder so seine Einstellung. Ja? Aber, und das ist für mich immer nur ganz wichtig. Wie geht es dem Tier unter dem Strich? Und wenn da es keine Wehwehchen oder Gründe gibt, etwas zu beanstanden, dann kann doch derjenige als Halter, bin ich der Meinung, nichts falsch machen, oder? Und das spielt keine Rolle, ob es ein Weimaraner ist oder sonst ein vielen Hund. Ja? Das trifft auch wieder auf alle zu irgendwo. Und in diesem Zusammenhang mit Gesundheit ist es natürlich ist Ernährung.
ein Punkt, der ist, da können wir in jedem Fall ein separates Video drüber machen, über Hundeernährung. Und deswegen will ich auch gar nicht drüber weiter eingehen, weil die Ernährung ist bei mir auf der Hunde-Webseite von Eli ein eigener Punkt oben in der Kategorie im Menü der Webseite. Und da sieht er, wie viele Unterpunkte es denn davon gibt. Ja, also genauso wie es wie viele Unterpunkte unter dem Punkt Rasse gibt, auf den wir jetzt ja hier eingehen, gibt es auch bei dem Thema Ernährung. Da kann man einfach nur sagen, gesunde Ernährung ist wichtig. Peng. Und alles andere wird ein separates Video werden, wenn denn überhaupt. Ja. Und der Punkt heißt ja Gesundheit und Pflege, den ich jetzt hier genannt habe. Und genau zu jenem, wie ich es schon gesagt habe, Pflegepunkt, gibt es ein separates Video bei mir auf dem Kanal. Das packe ich auch nochmal in den Abspann, wo ich zeige, wie ich Eli praktisch pflege von oben bis unten. Das ist so eine Standardpflege. Wir gehen jetzt mal auf ein paar Punkte davon einzeln nochmal eingehen, was vielleicht irgendwo so ein bisschen Weimaraner-typische sein könnte. Ich hatte jetzt schon mal angesprochen, Parasiten, ja, also Zecken absuchen und so weiter. Dann, was wir vorher auch hatten, das Kurzhaarkleid beim Weimaraner sozusagen, was grundsätzlich keine besondere Pflege bedarf. Das heißt, bezüglich der Fellpflege ist ein Weimaraner völlig anspruchslos. Ja, da müsst ihr euch praktisch um gar nichts kümmern. Aber was man natürlich machen sollte, ist groben Schmutz aus der Bürste raus, mit der Bürste rausziehen. Und dann den Klassiker, den wir jetzt nämlich haben, auch wieder ein schönes, wunderbares Beispiel. Ila war in der Scheiße, da müssen wir natürlich entsprechend waschen. Ja, das heißt, solche Gerüche wie Aas und Kot, damit will ich natürlich nicht bei mir ins Bett haben, keine Frage, will ich auch so nicht neben mir haben. Und Gülle sehen, das ist denn ein Duschen. Ja? Und hier hatte ich auch schon mal darauf hingewiesen, wie ich mich pflege grundsätzlich mit dem entsprechenden Bio-Shampoo. Auch da gibt es ein entsprechendes Video zu mir, bei mir auf dem Kanal, wie ich auch meine Sachen wasche, meine Kleidung, auch mit jenen entsprechenden ökologisch nachhaltigen Dingen. Und hier ist es dann so, dass ich für Eli auch genau jenes spezielle Shampoo nehme. Das heißt, es ist also in dem Fall ein Bio-Kinder-Shampoo. Es gibt gewisse, hatte ich auch schon gehabt, Hundeshampoos, die dann bestimmte Sachen wie beispielsweise den Glanz des Fells irgendwo nochmal hervorheben und da besonders pflegend sein sollen. Aber wenn ich mir jetzt die Inhaltsstoffe angeguckt habe, muss ich sagen, bin ich bei diesem Bio-Shampoo für Kinder, was du praktisch schon fast trinken kannst, irgendwie riecht doch noch lecker nach Erdbeeren nebenbei. Damit am besten. Ja, das kriegt Ila regelmäßig, wenn er solche Sachen wie heute veranstaltet. Im Winter weniger der Fall, weil wir uns da weniger einsauen mit sowas, aber dann im Sommer kommt das schon mal öfter vor. Das ist ganz normal. Und beim Waschen ist es dann so, genauso wie ich es auch gesehen habe in dem Video bei mir auf dem Sofa, ich dusche mich mit Ila zusammen, das ist das Einfachste und Unkomplizierteste. Intensiviert übrigens auch wieder die Beziehung zwischen Hund und Mensch. Ist eigentlich für beide nur förderlich irgendwo. Ja? Auf keinen Fall, wie gesagt, sollte man bei dieser Pflege, bin ich ein absoluter Gegner davon, irgendwelche Chemie bzw. grundsätzlich zu viel Chemie benutzen. Das ist nicht notwendig. Ja? Bei vielen Dingen reicht irgendwo klares Wasser, es sei denn, es stinkt besonders, dann kann man aber auch auf möglichst biologische Mittel zurückgreifen. Wo ich jetzt das Fell hatte, was praktisch völlig pflegeleicht ist, das darf man so sagen, ja, Schonwaschgang pflegeleicht irgendwie, wäre der nächste Punkt hier diese langen Anhängsel, die wir vorhin auch schon besprochen hatten, ja, das Gehänge ist das eigentlich klassisch wie bei allen langhoher Hunderassen, die möglicherweise empfänglich sind oder empfindlich, könnte man sagen, für Entzündung des äußeren Gehörgangs. Halt genau aufgrund dessen, weil sich da halt viel verstecken kann hinter diesen Riesenlappen, man schlechter rankommt, möglicherweise der Hund selber, das schlechter gereinigt werden kann. Und hier kontrolliere ich genau wie in jedem Video, das da auch gezeigt habe, je nach Aktivität. Ja, man kann sagen, vielleicht so einmal im Monat mit einem Wattestäbchen, ein bisschen Gel von dem. Schaut euch einfach das Video an, da seht ihr das live, wie ich das mache. Eli hatte, was das angeht, praktisch noch nie etwas gehabt. Ähnliches gilt praktisch für die Krallen. Ja, auch hier, also Pfotenpflege, wenn man das so nennen kann, ist Krallenschneiden ist bei mir praktisch auch eigentlich so gut wie gar nicht nötig. Ja, wenn Ila ist ein passionierter Läufer und so viel wie wir unterwegs sind, das heißt in dem Fall jetzt hier nicht nur Offroad, wo wir draußen leben, sondern der braucht bloß ein paar Kilometer über die Straße laufen, was ja eigentlich ungesund ist, aber hat zumindest einen guten Nebeneffekt, dass er sich die Dinger praktisch abläuft. Denn darf er regelmäßig wühlen und graben und buddeln bei mir. Praktisch Ila hält seine Krallen von außen so gut wie. Ja, also das ist sowas von extrem selten, dass ich da mal ran muss. Und wenn, ist es in der Regel eigentlich nur, wenn mal was abgebrochen ist. Das kann schon mal vorkommen. Ja? Also einen kleinen Ausriss in dem Horn der Kralle gibt.
Ansonsten ist Krallenpflege bei mir vielleicht maximal ein- bis zweimal jährlich, wenn überhaupt. Ja. Viel mehr kommt vor Pfotenpflege, die gemacht werden muss, aufgrund der Untergründe, wo wir unterwegs sind. Ja. Das heißt, entsprechende Tinktur, die man da auch wieder biologisch, ökologisch machen sollte. Ich habe dazu mein spezielles Mittelchen, was ich mir selber zusammengerührt habe, was ich meistens nehme. Aber man kann auch Melkfett oder solche Geschichten, ja, Vaseline nehmen. Möglichst natürlich sollte es sein, wenn es denn geht. Und es gibt halt Untergründe wie im Winter, da haben wir das Streusalz, da muss man drauf achten. Ja. Aber das sind alles... betrifft alle Hunde. Ja, das ist also nichts Weimaraner-typisches. Und für die Leute, die ihre Hunde, habe ich auch schon mal gemacht, probehalber, weil es vorne war für eine Vorbereitung auf Lavagestein, weil das ja wirklich sehr scharfkantig ist, wo wir unterwegs waren. Gibt es Schuhe, bestimmte Hundeschuhe? Meine Erfahrung, muss man aufpassen, dass man die nur mit Socken verwenden sollte und dann zwischen den Zehen auch abholstern muss, weil die sonst aneinander reiben und dann scheust du dir den ganzen Fuß in dem Schuh. Und das ist schlimmer, als wenn du ohne Schuh gehen würdest. Ja? Gibt es also eigentlich bezüglich Krallenpflege auch nichts Besonderes zu sagen, was irgendwo Weimaraner typisch wäre. Ja, und der letzte Punkt bei der Pflege wären dann natürlich die Zähne. Und auch hier nichts Weimaraner typisches. Ja, also Parodontitis kann irgendwo aus Zahnstein entstehen, für alle Hunde zutreffen. Auch das seht ihr in dem Video, wie ich Ila live die Zähne putze. Ja, und auch das relativ selten nur. Und wenn man jetzt diesen ganzen Punkt Gesundheit und Pflege zusammenfassen, deswegen habe ich ja anfangs schon genau mit dem begonnen, was für mich am relevantesten ist, nämlich die Verletzungen. Strikt gefolgt gleich von den Parasiten. Und wenn denn überhaupt mal eine Krankheit ist, ja, aber die Pflege wieder, peng. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, wie schon erwähnt, beim Fell ist ein Charaktermerkmal, der Weimaraner ist pflegeleicht. Nicht im Umgang, das auf keinen Fall, aber zumindest was die Gesundheit und das Fell betrifft. Ja? Jetzt gibt es natürlich immer wieder, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja? Jeder Hund kann irgendwo krank sein und jeder Hund kann vererbt irgendwo eine Krankheit haben. Und da muss man sagen, da steckt man nicht drin. Also mitunter, wenn man jetzt nicht vielleicht irgendwo aus einem kranken Wurf schon etwas rausnimmt, was einem vielleicht der Züchter irgendwo verheimlicht, das kann immer mal wieder auftreten. Und das kann man möglicherweise auch gar nicht wissen, das kommt ja auch noch hinzu. Ja? Das kann überall passieren. Aber jetzt sind wir ja beim Thema Weimaraner typisch, wüsste ich nichts. Denn selbst das HD, ja, was durchaus, also Eli hat kein HD und auch die Eltern sind HD-frei gewesen. Aber nichtsdestotrotz können Sie ja zum Beispiel mit jemand anders verfahren und dann können die auch HD auftreten zum Beispiel. Ja? Oder in der dritten Generation Mendelsche Gesetze dran denken. Ja? Wäre ja alles mal möglich. Aber auch dieses Thema ist eigentlich, was größere Hunde allgemein betrifft. Ja? Größere Hunderassen, die entsprechend schneller wachsen. Aus meiner Erfahrung mit anderen Hunderassen, und da können wir jetzt aufzählen, ob das jetzt ein Dobermann, eine Dogge ist, ein deutscher Schäfer und so weiter, haben die alle von Haus aus mehr Probleme, was die Gesundheit angeht, als der Weimaraner. Hier muss man ihm neben all den Sachen, die ich jetzt vorher schon kritisch beleuchtet habe bezüglich der schwierigen Sachen, Charakter, Wesen und so weiter, was ja ein Riesenpunkt ist, muss man ihm aber in puncto der Widerstandsfähigkeit, was er ertragen kann und der Robustheit und möglicherweise auch Unempfindlichkeit gegenüber Krankheiten und natürlich dann auch noch der Pflege, da hat er einen riesen Pluspunkt. In diesem Bereich. Das muss man auch ganz realistisch sagen. Da braucht man sich, ich will nicht sagen, da muss man sich nicht kümmern. Das wäre zu viel. Ja? Also ich kümmere mich, glaube ich, mehr als genug um Ila. Das kann man sich bei mir vorstellen. Aber er hat, und das ist der Punkt, auch nie etwas gehabt, was das angeht. Ja? Krank kann jeder Hund mal werden. Er wurde vergiftet. Ja, aber das ist von außen extern hereingewirkt worden. Er hat sich verletzt, ja, keine Frage. Er hatte Parasiten, keine Frage. Aber er hat keine Krankheiten gehabt. Und das, was ihn allerdings betrifft, wie alle anderen Hunderassen, alle anderen Lebewesen überhaupt, wäre der allerletzte Satz, den ich zu diesem Punkt sagen kann, bei Weimaraner spezifischen Sachen, die dieses Video betrifft. Die Lebenserwartung eines Weimaraners liegt bei ungefähr 11 bis 13 Jahren im Schnitt. Ja. Und alles Gute hat irgendwann mal ein Ende. Ja. Ila ist jetzt, wird jetzt 9. Ich hoffe, dass er, natürlich, wir hoffen das alle, ja, jeder hofft, dass sein Hund so nicht nur so alt wie möglich wird, sondern viel wichtiger ist für mich in diesem Zusammenhang natürlich auch,
jede Trennung tut weh, aber viel wichtiger ist, dass die Zeit, die der Hund aufgelebt hat, egal wie lang oder kurz die war, dass die so angenehm wie nur möglich, so erfüllend, so abwechslungsreich, so lebenswert wie nur möglich für das Tier gewesen ist. Und was zumindest das den Punkt angeht, soll mich jetzt hier nicht selbst beweihräuchern, ja, weil das höre ich aber von allen anderen grundsätzlich, hat Eli mitunter das beste Hundeleben, was man überführen kann. Er kriegt den jeden Tag volle Beachtung von mir, steht immer im Mittelpunkt. Ich richte mein ganzes Leben, alle Aktivitäten nach dem Hund. Ich pflege ihn überall mit ein. Ich bin mir seiner Schwierigkeit, beziehungsweise grundsätzlich, wir reden ja nicht nur über Eli, sondern über den Charakter eines Weimaraners, dessen bewusst, komme dem bestmöglich nach. Jeder Mensch macht irgendwo Fehler, wir sind alle nicht perfekt, ganz normal in der Erziehung, aber wir können aus alledem maximal auch nur wieder lernen. Ja? Und genau in diesem Punkt, um das Ganze so ein bisschen abschließend jetzt auch mal zu bringen, wollte ich euch mit diesem Video etwas zum Weimaraner sagen. Das ist jetzt hoffentlich in der Komplexität rübergekommen, und was unterm Strich in jedem Fall hängen bleiben muss, da sage ich wirklich muss, nicht nur sollte, sondern muss, denn das ist ja sehr umfangreich, mein, was ich hier zum Besten gegeben habe, war, dass es eine sehr spezielle Hunderasse ist. Nicht alle Menschen auf dieser Welt können mit Tieren umgehen. Noch weniger von diesen Menschen können mit Hunden entsprechend hundetypisch umgehen. Und noch weniger von diesen Hunde-Menschen umgehenden Haltern können auch noch mit einem Weimaraner umgehen. Und in dieser Abfolge sieht man denn, glaube ich, schon, wie speziell dieses Tier ist, wie speziell auch andere Rassen sein können, keine Frage, aber es geht ja jetzt hier um diese. Und demzufolge sollte der Halter eines Weimaraners, Halterin, ja, auch entsprechend speziell sein. So sehe ich das, ja, damit er dem Tier möglichst artgerecht gerecht wird. Das muss hier in diesem Video hängen bleiben. Da lege ich ganz großen Wert drauf. Und wer das Ganze nochmal irgendwo etwas in entsprechenden Abschnitten nachlesen möchte, weil das jetzt eine ganze Menge gewesen ist, alles, was ich euch jetzt erzählt habe, findet ihr bei mir schon seit 9 Jahren im Lesebeitrag, auf den entsprechenden Beiträgen bei mir auf der Webseite. Ich habe das jetzt Ganze versucht nur ein bisschen zusammenzufassen, und schaut man sich die Webseite an, die bietet noch deutlich mehr Potenzial als das, was ich hier gesagt habe. Ja. Und abschließend können wir hier nochmal festhalten, oder für möglich weitere Videos, denn die Kanalzuschauer, Abonnenten wissen das, Eli taucht praktisch in jedem Video auf, ob ihr das wollt oder nicht, da kann er nichts gegen machen, das ist mein Lebenspartner. Ja? Und es wird demzufolge auch noch entsprechend andere Videos geben, auf das musstet ihr lange warten, ich habe die Gründe genannt, aber was ich in jedem Fall noch bringen möchte, wäre, eins zur Erziehung, das machen wir denn allerdings allgemein zum Thema Hund, wie schon gesagt, weil ich der Meinung bin, dass es nicht nur Weimaraner-spezifisch ist. Ich werde ein paar Weimaraner-spezifische Sachen dort in jedem Fall nennen, aber ich möchte auch das ein bisschen allgemeiner halten, da ich ja wie gesagt auch mit anderen Hunden immer mal wieder zu tun habe. Dann wird es eins zur Ernährung geben, das möchte ich auch machen, mit dem gleichen Hintergrund, auch wieder allgemein auf Hund zu sehen. Und dann schaue ich mal, dass ich noch ein paar Reviews, die ich auf meiner Webseite schon habe, zu der Ausrüstung, Kleidung, Ausstattung zu Hunden, die man so benutzen kann, dass wir das auch noch in Filmformat drücken, in jedem Fall. Und last but not least, das ist eigentlich somit das Wichtigste für mich und vor allen Dingen auch für Eli, wird es in Zukunft entsprechende Produkte geben, die aus meiner eigenen Federführung, meiner eigenen Hand, unserer Erfahrung heraus erstanden sind, was es für, nicht nur für Weimaraner, sondern für Hunde allgemein eine sinnvolle Ausstattung ist. Da wird es unter dem Stichpunkt meiner eigenen Produkte demnächst in jedem Fall etwas geben. Und ich bedanke mich bei allen aufmerksamen Zuschauern, Zuschauerinnen, Hörerinnen, Hörern, Guckern, wie auch immer, für eure Geduld und natürlich die entsprechende Aufmerksamkeit für dieses Videos. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer raus damit. Wenn ihr Anregungen habt, ebenfalls raus damit. Kritik auch immer raus. Auf was ich nicht eingehe, hatte ich gesagt, Thema hell oder dunkel, das sollten wir lassen. Das führt zu nichts, meiner Erfahrung nach. Und dann denke ich, dass wir das jetzt hier auch an dem letzten
Standort, den wir jetzt hier gewählt haben, wenigstens ein bisschen abwechslungsreich gestalten konnten. Ich könnte hier zumindest ganz entspannt sitzen an der schönen Eiche hier. Ila hat jetzt auch ein bisschen Ruhe gefunden. Und wir machen jetzt noch eine kleine Runde draußen unterwegs. Ja, bubu, ich weiß, Ila. Ja, auf dass wir noch ein bisschen durch tieferes Gras laufen. Und vielleicht, wir gehen in jedem Fall nochmal durch den einen oder anderen Graben, dass man sich den Müll ja selber abwischen kann, bevor wir hinterher heute Abend nachher in jedem Fall uns beide schön waschi-waschi machen. Ila, hast du schon Lust auf ein bisschen Duschi? Oh, pfui, Deibe. Nee, du machst stinke, Ila. Auf dahin wünsche ich euch, vielleicht abschließend mit dem Zitat, könnte man jetzt, ist mir gerade eingefallen, ganz spontan, Heinz Rühmann hatte das, glaube ich, gesagt, ja? Man kann auch ohne Hund leben, aber warum sollte man? Auf dahin, viel Spaß. Draußen. Ja, kleines Feedback noch dazu. Ja, hat funktioniert, unser Dreifuß. Und ihr seht ja auch, ich nehme das Gehölz mit. Denn ich, das Review ist natürlich noch nicht zu Ende. Ja? Ich teste das zu Hause noch ein bisschen aus. Mir ist noch eine Idee gekommen. Ja, ging aber erstmal ganz gut. Keine schlechte Sache. Und wir schauen jetzt, dass wir uns jetzt hier noch ein bisschen wieder entsprechend hundetypisch bewegen. Das heißt, so wie ich sonst immer unterwegs bin. Ja. Ja. Die Stöcker stören jetzt gerade ein bisschen. Oh. Hier kommen wir gar nicht durch. Das gibt's ja nicht. Komm mal her, Ila. Hier ist er doch. So. Schönes Ding. Schönes Ding. Ja? Oh. So, Ila, kannst du mal ein bisschen Laufi machen? Hau rein, Junge. Auf dahin. Oh.